Zum 49. Plankenschnack mit mal wieder irgendwie so einem festen Thema und nicht aktuelles aus dem Netz. Und dafür haben wir bezaubernde Gäste eingeladen. Naja, zwei Pappenheimer, die immer dabei sind und meine Visage, die sich dazu gesellt. Aber ich weiß nicht, wo Leslie sitzt, aber ich vermute schräg unter mir. Ja. Hallo. Hi. Bei uns ist es so gang und gäbe, dass wir den Gast vorstellen. Leslie? Ja. Vielleicht möchtest du dich kurz mal vorstellen, wer du überhaupt bist und was du überhaupt machst und was bist du überhaupt hier? Das frage ich mich selber, nein. Wow, sehr gut. Wir haben ja heute das Thema Cosplay, von daher ist das, glaube ich, ein gutes Einstiegsthema, um mich vorzustellen. Das ist mein großes Hobby, meine große Leidenschaft. Sieht man schon im Hintergrund ein Kostüm von mir. Ich mache es seit ein paar Jahren, habe dann auch irgendwann auf Twitch angefangen zu streamen, aka Farbenfuchs ist, glaube ich, jetzt auch hier. Das steht da. Streame super, super gerne Creative, ab und zu League of Legends, passend zu den Kostümen, die ich mache. Das geht auch teilweise so Hand in Hand miteinander, dass man sagt, dass man Cosplays macht von Sachen, die man halt gerne spielt oder sich sogar die Spiele anschaut, weil man die Designs schön findet und dann, ja. Genau. Ja. Das hast du jetzt aber auch nicht extra da noch hingestellt in der letzten paar Minuten, als wir noch geredet haben, ganz zufällig, oder? Ja, doch, tatsächlich. Aber das hatte, also es stand vor der Gamescom die ganze Zeit da. Dann habe ich das Kleid nach der Gamescom gewaschen, weil ich es anhatte und habe es dann gerade wieder dahingestellt, weil ich mir dachte, das sieht ein bisschen schöner aus als das andere, was davor stand. Ja, ich habe eigentlich immer eins im Hintergrund stehen. Da fällt mir gerade eine Frage ein, da steckt man aber nicht in die Waschmaschine, ne? Das ist Handwäsche, nehme ich mal an. Also das Kleid kann man tatsächlich waschen. Das ist einfach komplett normal genäht, wie ein anderes Kleid, wie jedes andere Kleid auch. Allerdings gibt es natürlich super viele Sachen, die man nicht einfach so waschen kann. Da muss man dann entweder mit Handwäsche dran oder man versucht es irgendwie anders zu lösen. Es gibt natürlich auch Sachen, ich weiß nicht, wer Xayah von League of Legends kennt, dahinter ist jetzt noch so ein Federcape, was man hier unten erahnen kann. Das kann man natürlich an sich nicht waschen, aber das ist natürlich auch etwas, was nur an das Kleid geklippt wird. Und ich glaube, das muss man dann noch nicht unbedingt. Ja. Wo wir gerade so viele Namen in dem Raum, im Raum hatten. Du hast ja ein paar mehr, oder? Also kennt man dich nur unter Farbenfuchs oder hast du da ein bisschen mehr zur Auswahl, damit die Leute wissen, wenn sie eventuell Fragen stellen wollen bei Twitter oder in der Twitch-App, wie sie dich ansprechen können? Farbenfuchs ist jetzt, glaube ich, seit Twitch sehr gängig, auch bei Twitter. Ich habe mich damals allerdings, ich habe 2015 auf Twitch angefangen, vor 2 Jahren, habe mich allerdings schon 2013 oder 2014 bei Facebook Callisto genannt und auch auf anderen Cosplay-Seiten. Und das war dann so eigentlich dieser Cosplay-Name, den man sich so gegeben hat, wie man sich jetzt halt auch auf Twitch ein Synonym aussucht. Als Streamer haben ganz viele Cosplayer halt ihre eigenen Cosplay-Namen. Das war in meinem Fall Callisto. Die Seite gibt es natürlich auf Facebook und so weiter immer noch. Und das ist natürlich schwierig zu vereinbaren, weil der Name war auf Twitch vergeben und ich dachte mir so, was könntest du nehmen? Ach ja, dein Twitter-Account, den du nie nutzt. Und so entstand dann Farbenfuchs, weil ich diesen Twitter-Account schon ein bisschen länger hatte und erst durch Twitch dann anfing, mehr zu benutzen. Und ja, so entstanden dann auch 2 Namen, was im Endeffekt nicht ganz so glücklich ist, aber die meisten kommen, glaube ich, trotzdem ganz gut zurecht damit. Wie waren so deine letzten 2 Wochen? Das hauen wir immer gern so als Einstieg rein. Was hast du so getrieben? Für die Uni gelernt. Oh. Ja, das war jetzt nicht ganz so spannend bei mir. Ich glaube, ein bisschen länger als 2 Wochen. Ja, doch. Ach, ich,
Da, vor 2 Wochen hat die Gamescom geendet. Tatsächlich, vor 2 Wochen bin ich zurückgekommen. Genau, davor, also wenn ich die Gamescom noch mit einbeziehen dürfte, das wären jetzt 3 Wochen, dann ja, war ich noch auf der Gamescom, habe sehr viele Leute kennengelernt und wieder getroffen. Das war natürlich super, super schön. Ich habe ein Foto bekommen. Ein Yay. Foto. Ja. Also mit dir. Ich habe auch Wir ein haben ein Foto. indirektes mit ihr. Du hast das Schild bekommen, Sally. Ich habe kein Foto bekommen. Die Mädels haben alleine eins gemacht. Du hast einen ganzen Stream mit mir bekommen. Und ich habe mit dir Tandem gespielt. War richtig schön. Ich weiß Jo. nicht. Das stimmt. Ach Das war ja. wirklich toll. Waren wir besser zusammen oder waren wir noch schlechter? Ich weiß es gar nicht mehr, ich hab's verdrängt. Nö, wir waren schon gut. Also es war Ach schon so. ESL Pro Series. Oh, Denke ich. okay. Also Okay, wir dann waren schon kennst du sehr ja. stark unterwegs. Was Was Das habt ihr war gespielt? Mario Kart. Ah. Auf der Switch, Slavi. Hey, die ich Kann nicht ich nur hab. empfehlen. Ja. Ah. Direkt in die Wunde rein Ja, hier. Sammy, erzähl doch mal, wie war denn die letzten 2 Wochen so Der war ohne gut. die Switch? Traurig, einfach nur traurig. Ja gut, ich war nach der Gamescom krank, so wie, glaube ich, viele. Nicht die meisten, aber sehr, sehr viele waren krank nach der Gamescom. Das war ein bisschen traurig. Und dann habe ich eine Woche später erst angefangen mit dem Stream. Und dann habe ich die Leute vollgehustet hier auf dieser Plattform. War auch gut. Aber ein paar schöne Spiele gespielt. Von daher kann ich mich nicht beklagen. Alles gut. Und dir, Tizi? Ja, auch gut. Ich habe gehört, du wolltest dir einen Rechner zusammenbauen und solltest vielleicht doch einen zusammengestellten von Alternate bestellen. Ja, das habe ich in der Tat die letzten 3 Tage mehr als häufiger ge gehört, ja. Ich frage mich, ob das beim Cosplay-Basteln auch so ist, wenn du machst sie ja selber, glaube ich, ne? Ja, die Könnte meisten. man. Ist das bei dir auch so, dass Leute da manchmal sagen, dass die das besser können und du das eventuell nicht machen solltest? Die meisten machen ja keine Cosplays. Das ist so die Sache. Also zumindest die meisten, die zuschauen, die freuen sich dann eher darüber zu sehen, wie das überhaupt zustande kommt, wie man das macht. Es kommen aber trotzdem, ja, es kommen immer mal wieder ein paar rein, die sagen so, gerade wenn du mit speziellen Materialien umgehst, mit einem Cuttermesser oder so. Ich glaube, ein paar Viewer von mir, die gerade zuschauen, die sind jetzt schon alarmiert. Ja, die geben dann schon Tipps eher, sage ich mal, wie man es besser machen kann. Aber es ist echt sehr, sehr angenehm. Ich hatte zum Beispiel ein paar Leute, die konnten mir Tipps dafür geben, wie ich das Kettenhemd besser machen kann. Ich hatte für Ciri aus The Witcher ein Kettenhemd gemacht mit Hilfe. Und ja, also es ist eigentlich eher ein großer Pluspunkt, auf Twitch zu sein. Als Cosplayer, finde ich. Ja, PCs zusammenbauen auf Twitch ist auch grandios. Also, Ja, das ist das hast du mir Schönste, was da man auch machen kann. wertvolle Tipps? Ja, Ja? also, das gehaltvoll, definitiv, nicht aggressiv, völlig tolerant gegenüber anderen Lösungen. Also, das umschreibt PC zusammenbauen, definitiv. Also, ja. Lernen ist Okay. auch verboten. Man muss Ja. sofort, sobald man live geht, alles können. 100%. Wenn nur ein Ticken fehlt oder man gleich eine Frage hat, hätte man besser bestellen sollen, einen ganzen Rechner. Also Rechner zusammenbauen braucht man doch nicht lernen. Das kann doch Nee. jeder. Das ist ein Talent. Ja. Das kann Aber das. deswegen bin ich auch von Alternate gesponsert, weil ich mir das immer alles schicken lasse. Ja. Fertig. Ganz, ganz klar. Aber ja, es war gut. Die letzten 2 Wochen waren dufte. Ich war nicht krank, aber ich hatte kurz einen Anflug. Also ich hatte einen Tag und dann habe ich mir eine in die Visage gehauen und in der Dusche. Und dann war es wieder weg. Also ich habe von der Gamescom nichts mitgenommen. Nee. Und wir haben schöne Spiele gespielt. Ich habe ein super geiles Genre gefunden, das, wie heißt das? FMV. FMV, glaube ich, heißt das. Unglaublich tolles Genre. Leider gibt es davon nicht viele. Diese interaktiven Spielfilme haben wir gespielt. War Die Banke großartig. habe ich gesehen, ne? Ja, bei Banker, ja, Banker war ganz cool. War jetzt aber nicht so gut wie Late Shift, fand ich. Late Und Shift? Late Shift heißt das ja. Das finde ich sehr toll. Es gab doch noch dieses Detektivspiel. Das ist auch ein Ja. FMV. Hast du das Ja, auch davon. gespielt? Nee. Davon gibt es super viele Titel. Und es geht sogar in den 90ern schon los. Also in den 90ern gab es diese Teile schon. Das fand ich sehr, sehr interessant.
Ja, aber die, die so, aus bisschen. Den 90ern waren so ein bisschen. Ja, seltsam. Gut, so halb, halb. Also diese Horror, die, du meinst diese Horrorspiele, ne? Es gibt eins, das ist. Nee, quasi da gibt es super viele Sachen von, auch so Kinderspiele und so. Ja, ja. Du musst aber auf dieses Detektivspiel spielen dann noch. Weil ich habe deinen Tweet gesehen, wo du gesagt hast, FMW ist eigentlich geil. Schade, dass es nicht mehr Spiele gibt. Wenn du dieses Detektivspiel jetzt, was auch vor 2 Jahren, glaube ich, rausgekommen, ich weiß jetzt gerade nicht den Namen. Ich such dir das später raus. Da musst du das unbedingt auch spielen. Das ist ziemlich gut. Und das dauert ein bisschen länger, glaube ich, als Banker. Weil Banker spielst du ja in 4 Stunden durch und bist fertig. Bye. Ist ja nicht viel. Oder 2, ja, genau. Ja. Wie war, wie war deine letzten 2 Wochen, ja. Sali? War nicht krank. Bin okay. Mal endlich von einer Messe oder so gekommen und nicht krank gewesen. Das war richtig schön. Ich hatte nur geschwollene Füße, was ich musste nicht rausgehen. So, ich durfte sitzen bleiben und hab gestreamt. Was haben wir gespielt? Ich habe gespielt The Last Day of June. Ein sehr, sehr, also für mich für dieses Jahr eins der emotionalsten Spiele. War sehr, sehr schön. Ich habe Bloodborne gespielt. Ich habe Blank Ink. Das habe ich sehr, sehr viel gespielt, gerade weil ich da versuche, die 100% Achievements zu holen. Bisschen kreativ sind wir gewesen. Was war denn da noch? Oh, ja, yeah. Und seit 3-4 Tagen spiele ich Neck 2 mit meinem Mann zusammen. Einer meiner besten Entscheidungen überhaupt. Das klingt glücklich. Ja, super. Ich liebe meinen Mann sehr. Der frisst meine Nerven nicht. Das ist sehr harmonisch. Es hat was von Soaps, wurde im Chat geschrieben. Es hat Soap-Qualität. Guckt man sich ja gerne an. Ich sag's dir zwischendrin, ich bin nur noch am und er ist am Grinsen und ich nur noch am Kochen und dann stehe ich auf und gehe in die Küche und hole mir einen Snickers und wird's nicht besser, aber die Streams gehen auch meistens nur 4-5 Stunden danach. Fühlt sich für mich an wie 24 Stunden. Es ist wow. Ja, ist so, aber es macht auch mega Spaß. Also, wie lange seid ihr schon verheiratet? 10? Ich glaube 6 Jahre sind wir, glaube ich, verheiratet, 10 zusammen. Jetzt ja, guck nicht so da hinten, Mensch. Irgendwann halt haben wir auch keinen Bock mehr auf den anderen, kann ich verstehen. Wie lange sind wir verheiratet? 6? 10? 9? No. 9 Jahre zusammen, 6 verheiratet. Wollte ich doch sagen, das habe ich mir ja sogar gemerkt. Irgendwie. Warum merke ich mir das nicht bei meiner eigenen Beziehung? Ja, siehst du? Wir haben gerade in der Vorbesprechung drüber gesprochen. Ich weiß es nicht. Vielleicht irgendwann mal. Ansonsten alles super. Wirklich alles super. Ich bin jeden Tag am Streamen gerade. Hatte einen Tag, wo wir Großeinkauf machen mussten. Ich habe gerade Spaß. Der Herbst kommt. Ich mag Frühling mehr. Was? Ich mag Frühling mehr, da flirten die Leute immer auf Twitch. Oh, da sind alle so unter Frühlingt. Ja, eben. Nee, ja. Ganz schlimm. Doch, die ganzen mit so aufgestauten Gefühlen und so, ja. Die sind dann alle, grässlich. Besser als unterherbstet. Ne, was? Wenn unterherbstet? Alle auf die Schnauze hauen. Nee, der Frühling ist die schlimmste Zeit für mich. Im Allgemeinen. Ja, wegen auch gesundheitlich. Also Frühling geht gar nicht. Aber der Herbst jetzt, der wird richtig schön. Hast du den Herbst? Wunderbar, ich liebe ihn. Dann bist du doch bestimmt auch ein Halloween-Kind, oder? Ich habe das ganze Jahr über Halloween bei mir. Wirklich, das ganze Jahr über. Ich freue mich. Du bist Halloween. Kann man da auch von dir so Cosplays erwarten? Kostüme? Ich bin so alt, ich gehe als Trockenpflaume. Ich habe das noch nie gemacht. Ich glaube, ich habe alte Bilder von mir gesehen von Fasching. Und als was habe ich mich verkleidet? Als Vampir. Alle sind als Prinzessin gegangen, ich bin als Vampir gegangen. Das ist irgendwie, hat das schon damals durchgeschlagen, die etwas dunkle Ader. ich bin da gar nicht so. Ich wollte mir mal so Gesicht, so Farben holen, mit denen man so toll malen kann. Ich habe da super schöne Sachen gesehen und mir überlegt, ob ich vielleicht mal sowas versuche. Aber ich bin sehr talentfrei. Also
Also wir haben doch gerade schon im Stream gelesen, man muss immer alles können, bevor man den Stream anwirft. Aber falls dich das nicht abschreckt, könntest du da trotzdem mal so ein Halloween-Make-up on-Stream machen. Gute Empfehlung. Also ich glaube, für mich ein richtiges Halloween-Make-up wäre blonde Haare, pinkfarbenes Oberteil. Ungeschminkt vielleicht? Wie? Ungeschminkt? Ich war schon ungeschminkt im Stream. Oh, okay. Nö, das ist jetzt, da haben wir jetzt wirklich kein Problem. Also ich war schon ungeschminkt und ich war schon verschwollen und verquollen im Stream, weil ich eine allergische Reaktion hatte. Also, ja, da war das Auge so geschwollen. Und dann kam, ich glaube, Hidden war es, der kam rein und hat dann aus Spaß mir zugeflüstert. Also, wenn es Probleme gibt mit dir und Stefan, ne, sag mir Bescheid. So, also ich habe so ein Auge gehabt und habe dann halt nicht geschminkt, weil, was soll ich da, das sah halt. Titel, ich bin von der Treppe gefallen. Ja, ich wurde... Bin gestolpert. Ich wurde von der Treppe gefallen. Bin gestolpert. Nee, das kannst du aber, glaube ich, nicht machen. Dann kommen die ganzen White Knights. Ich glaube auch. Ich glaube, so einen Witz kann man nicht machen. Glaube auch nicht. Nein, das geht, glaube ich, nicht. Ich und der Türrahmen. Nee, es war einfach... Also da habe ich jetzt kein Problem mit nicht geschminkt. Wo wir jetzt aber schon von Cosplay gesprochen haben... Leslie, kannst du uns ein bisschen was zur Geschichte von Cosplay erzählen? Wann das irgendwie so aufkam und wo das überhaupt herkommt? Hast du da ein bisschen Ahnung von? Weil du bist ja auch irgendwo drauf gestoßen. Also, oder fragen wir einfach, wie ging es bei dir los? Also ganz kurze Zusammenfassung, wie das so entstanden ist. Ich meine, ich habe mir dazu mal vor Ewigkeiten einen Wikipedia-Artikel durchgelesen. Das war es dann aber auch schon. War, glaube ich, in den 1990er Jahren, vielleicht noch späte 80er in Japan, dass dieser Trend langsam aufkam. Kommt halt aus dem asiatischen Bereich, hat, glaube ich, auch angefangen mit Anime, Manga verstärkt, dass man auch aus dem Bereich gecosplayt hat und dann halt Charaktere nachgestellt hat, die eben, ja, hauptsächlich zum Beispiel aus Animes stammen. Zum Beispiel, wenn man Pokémon gerne guckt und sich denkt, boah, Ash, den finde ich so toll, den will ich machen. Und dann stellt man sich das Outfit zusammen und läuft dann als Ash über so eine Veranstaltung. Das Wort Cosplay setzt sich aus Kostüm, Cosplay, Costume und Play wie Spielen zusammen. Also in dem Sinne auf Deutsch Kostümspiel. Ich persönlich muss sagen, ich nehme das Spiel, das Play vom Cosplay nicht ganz so ernst. Es gibt wirklich Leute, die verharren dann den ganzen Tag in ihrer Rolle und spielen dann quasi oder stellen den Charakter auch dar, den sie halt verkörpern in dem Moment. Ich persönlich finde das schwierig. Also man kann mit mir wie mit einem normalen Menschen reden. Auf Posen, für Fotos versuche ich trotzdem so zu posen oder so, dass es halt dem Charakter schon irgendwie ähnlich ist. Oder in Videoszenen, wenn man Videos dreht oder so, dass man dann halt eine Pose macht, die zum Charakter passt. Das natürlich ist jetzt aber nicht so, dass ich 24/7 versuche, dann mich in diesen Charakter reinzufinden. Das finde ich doch etwas schwierig. Ja. Okay. Aber die Ausstrahlung sollte man vielleicht schon mit rüberbringen. Genau. Und dann, wie das bei mir angefangen hat. Ich hatte Freunde in dem Bereich, die haben das schon gemacht. Die hatte ich damals übers Internet kennengelernt. Nicht gut, Freunde übers Internet kennenlernen. Ganz schrecklich, ne? Ja. Ja. Nee, auf jeden Fall. War ich dann das erste Mal tatsächlich 2010 auf dem Japan-Tag. Eine Freundin von mir hatte mir so ein Katzenoutfit ausgeliehen, ne, wo wir jetzt hier, Katzen waren heute schon unser Lieblingsthema, glaube ich. Nee, es war irgendwie so ein Kleid mit so einem Leopardenmuster oder so, jetzt nichts ganz Aufwendiges, irgendwie was man zu Karneval auch tragen würde. Damit bin ich dann auf den Japan-Tag gegangen in Düsseldorf, einige kennen ihn bestimmt schon von euch. Und das hat mir dann schon so gut gefallen, dass ich dachte, boah, es wäre schon mal cool, das selber zu machen. Und dadurch, dass ich dann ein paar Freunde hatte, die halt schon aktiv dabei waren, war meine erste Veranstaltung mit Cosplay, die Frankfurter Buchmesse 2010. Damals habe ich mir auch mein erstes Cosplay gekauft, weil ich mir dachte, ich möchte halt erstmal irgendwie da überhaupt reinschlittern und reinfinden und gucken, ob das was für mich ist. So ist das dann entstanden und war ganz schön und ja, ich habe nicht aufgehört. Das trifft sich gut. Ich liebe Katzen. Weiß. Ja. Das weiß jeder von mir. Also ich bin der größte Katzenfan des Internets. Kaum jemand, der mehr Katzen mag als ich. Entschuldigung, ich musste gerade nochmal Amtshandlung hier. Ach so, ja. Ich musste Leute entfernen. Ja. Geht recht zügig.
Also bist du seit 2010 bist du dabei sozusagen. Was war denn dein allererstes, auch wenn es gekauft ist, dein allererstes Cosplay? Ich glaube, vielen sagt das nichts. Es ist von einem 3DS-Spiel gewesen, Ace Attorney, Phoenix Wright, ich weiß nicht. Objection! Phoenix Wright direkt. Das ist halt ein Anwalt gewesen, also ein Anime-Anwalt mit so schwarzen, spikigen Haaren. Oh. Dachte mir, Perücken werden überbewertet und habe mir die dann halt auch so schneiden und färben lassen. Und hab mir du halt hast dir deine Haare extra so schneiden und färben lassen? Ja. Weil ich mir dachte, das nenne ich Hingabe. Ich dachte, das sieht kacke aus mit Perücke. Es war halt schwierig, damals Perücken zu finden. Also du musst dir vorstellen, dass der Charakter halt, die sind halt so nach hinten gegelt gewesen und die meisten Perücken, die haben halt nicht so einen schönen Ansatz, dass es halt wirklich natürlich hier vorne aussieht, wenn man die nach hinten macht. Und damals war das noch schwieriger, überhaupt solche Perücken zu finden, die halt natürlich aussehen in dem Sinne. Und ich dachte mir so, ich kriege das mit einer Perücke nicht hin. Ja, dass das gerade eingeblendet wurde. Und habe das dann halt wirklich so färben lassen. Und der Anzug war dann auch so ein grüner Anzug und so. Ich sah schon echt super schön aus, muss man sagen. Ich hatte auch richtig krasse Make-up-Skills, ja. Ich denke mir, da hat sich aber auch die Industrie sehr in den letzten 5-7 Jahren sehr entwickelt, oder? Ja, definitiv. Also wenn man vergleicht, was für Cosplays vor 7 Jahren oder was für Cosplayer mit was für Cosplays vor 7 Jahren rumliefen, nicht negativ gemeint an sich, und was halt jetzt heutzutage alles schon auf den Veranstaltungen rumläuft, das ist eine riesige Entwicklung, die da passiert ist. Aber es liegt auch daran, dass eben diese Materialien, dass die Ressourcen einfacher erreichbar sind. Auf der einen Seite Perücken. Man findet viel einfacher Perücken, die halt teilweise auch diese sehr, sehr natürlichen Ansätze haben. Das kann man schon teilweise gar nicht mehr, also das ist jetzt meine echten Haare, aber das kann man dann teilweise gar nicht mehr von echten Haaren unterscheiden oder so. Die haben dann auch irgendwie so einen ganz natürlichen Ansatz. Und dann auf der anderen Seite seht ihr ja wahrscheinlich selber super viele Leute, die mit Rüstungscosplays rumlaufen. Und allein diese ganzen Materialien, die man damals für Rüstungscosplays halt hätte benötigen müssen, die gab es aber noch gar nicht wirklich zu kaufen oder halt nur von 1-2 Herstellern. Und dann haben die sich, die ersten Cosplayer haben sich dann erstmal selber ja Ideen machen müssen, wie man das zusammenbastelt. Und mittlerweile gibt es halt einen Haufen Tutorials, an dem man sich auch im Internet orientieren kann, wenn man noch gar nichts gemacht hat. Also man kommt eigentlich ziemlich gut zurecht und findet an jeder Ecke was, was man benutzen kann. Ich weiß nicht, ob du es gesagt hast, vor wie vielen Jahren hast du ungefähr angefangen? 2010. Ach so. Genau, also da noch gekauft. Ich würde sagen, 2012 habe ich erst so richtig angefangen, in meinen Augen. Also da habe ich dann auch wirklich mir mehr Mühe gegeben, selber Sachen gemacht und war dann auch stolz auf die Sachen, die ich gemacht habe. Weil 2011 gab es dann nochmal so eine Phase, wo ich erstmal meine erste Nähmaschine bekommen habe, aber richtig schlecht im Nähen war. Und ich dachte mir so, ich höre lieber mal auf mit dem Hobby, weil es sieht nicht so gut aus. Und meine beste Schulfreundin, mit der ich zusammen gestartet habe, der war ich auch super dankbar, dass sie überhaupt auf meiner Schule existierte. Und dass ich da jemanden gefunden habe, mit dem ich halt zusammen starten konnte. Die hatte mich dann 2012 nochmal motiviert, weiterzumachen. Und so. Und heute bist du Näh-Weltmeister? Nein. Immer noch nicht? Nein, definitiv nicht. Also ich schuster mir da was zusammen, was am Ende dann dem Produkt ähnelt, das man hinkriegen möchte. Aber es ist nicht so, dass ich sage, ich kann jetzt absolut gut nähen oder professionell oder so. Davon ist das ziemlich weit entfernt. Gerade wenn ich Freunde sehe, die teilweise Maßschneiderinnen sind, die wirklich eine Ausbildung hatten und was die da alles hinkriegen und in welcher Zeit die das hinkriegen, das kriege ich halt. Aber trotzdem wird es so, dass ich sage, am Ende bin ich zufrieden und ich glaube, das ist die Hauptsache. Besitzt du denn noch alle deine Kostüme? Die meisten. Also viele, ich würde nicht sagen, dass es sich immer lohnt, die zu verkaufen. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu, Ich keine Ahnung, bei manchen denke ich mir, ich habe die so oft getragen, ich möchte das eigentlich jetzt gar nicht weggeben, teilweise, weil es auch nicht mehr so schön aussieht wie am Anfang, teilweise, weil es sehr individuelle Anfertigungen sind und teilweise möchte ich den Leuten auch nicht zumuten, sich da so rein zu friemeln, wie ich mir das vorgestellt habe und wie das am Ende bei mir dann funktioniert hat. Ich habe aber auch schon ein paar Sachen verkauft, zum Beispiel von Sword Art Online habe ich mal Kirito gemacht. Ich habe damals mehr männliche Anime-Charaktere gemacht, bevor ich
da auch andere Gebiete entdeckt habe. Den Mantel habe ich zum Beispiel verkauft, weil den fand ich ganz gut geworden eigentlich. Da war ich ganz stolz drauf. Dachte ich mir, okay, den kannst du guten Gewissens auch weiterverkaufen, sodass jemand anderes den vielleicht auch noch anziehen möchte. Sowas halt, ja. Hast du eine eigene Plattform für? Also es gibt zum Beispiel Animex, das ist so eine Plattform für nicht nur Cosplayer, ich glaube, da waren auch früher so noch, ich glaube, RPGs oder so, Fanarts, alles mögliche im Bereich Anime, Manga konnte man da hochstellen. Mittlerweile natürlich auch, wie gesagt, Cosplay ist nicht nur Anime, Manga, man kann alles cosplayen, alles, auch Sternzeichen. Auf jeden Fall, genau, Animex war dann so die Plattform, wo, glaube ich, vor ein paar Jahren die meisten waren. Persönlich bin da jetzt nicht mehr so oft, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Aber da konnte man auch super viele Sachen zum Verkauf einstellen oder so. Und da hat man auch sehr viele Abnehmer gefunden. Also mittlerweile kann man es, glaube ich, auch einfach auf Facebook oder so posten. Oder auf Twitter teilweise tatsächlich machen das auch sehr viele Cosplayer. Ja. Hast du eine ungefähre Zahl, wie viele das waren mittlerweile? Wie viel ich insgesamt gemacht habe. Mhm. Ich sage immer so Pi mal Daumen 30, 35, 40. Also ein paar davon gekauft, die meisten selber gemacht. Aber teilweise sind es auch sehr einfache, die dann wirklich nur ein paar Tage gebraucht haben. Bis dann hin zu, ich glaube, Project Master Yi und Siri waren so mit 2 Monaten, 1,5 Monaten, die mit denen, an denen ich im Moment am längsten gesessen habe. Was geht da so an Arbeitsstunden rein denn so? Sagen wir jetzt mal, du hast jetzt Siri gemacht auf der, ja. Der Gamescom. War das dein umfangreichstes Jahr, ne? Hast du ja gesagt. Ja, mit, genau. Also ich hatte, wie gesagt, auch noch Hilfe beim Kettenhemd und so. Da hat mir ein Kumpel geholfen. Hätte ich das jetzt auch noch gemacht, wären wir, glaube ich, nochmal bei locker 40, 50, 60 Arbeitsstunden mehr, die ich alleine gebraucht hätte. Ansonsten, ich rechne immer in Staffeln einer Serie. Also, so ganz Supernatural kriegst du auch teilweise schon mal durch, wenn du im Cosplay arbeitest, ne? Was? Oh, wow. Na, also, ich muss jetzt sagen, was habe ich bei Siri, also, Also, Supernatural hat 10 Staffeln. 12 mittlerweile. Was? Ja. Oh, wow. Nee, also, umgerechnet. Ich habe jetzt, glaube ich, bei Siri, ich habe, glaube ich, Suits durchgeschaut. Ich habe, was habe ich noch durchgeschaut? iZombie, kann ich nicht erzählen, aber habe ich durchgeschaut. Irgendwann bist du verzweifelt und suchst nur noch irgendwas, was nebenbei läuft. ich habe noch mehr durchgeschaut. Also wie gesagt, aber das ist halt auch so, ich finde das super interessant und schön eigentlich beim Cosplay machen noch Serien zu schauen. Kann ich nur empfehlen. Dann schläft man nicht ein und man hat noch was nebenbei. Aber wenn man so viele Stunden in so ein, wie jetzt in das Ciri-Cosplay streckt, dann gibt man das doch nicht weg, oder? Irgendwann. Ich glaube, wenn man es oft genug getragen hat und wenn man dann nicht mehr weiß, was man selber damit anfangen kann, will, so, dann hat man sich selber vielleicht in seinem Cosplay satt gesehen. Man hat genug Fotos, man hat es vielleicht auf so vielen Conventions getragen. Also wenn ich das jetzt so in 2, 3 Jahren irgendwie vielleicht mal weggeben wollen würde, dann wäre es mir einfach genug, so nach dem Motto. Dann weiß ich habe das jetzt lang genug gehabt. Ich habe wahrscheinlich schon wieder genug neues Zeug produziert und bin mit dem auch glücklich. Und dann wird sich wahrscheinlich vielleicht jemand anderes noch darüber freuen oder so. Ich weiß noch nicht, ob ich es jemals verkaufen werden würde, wollen würde, aber vielleicht. Ne? Aber wie gesagt, man hat so viele Sachen, man hat so viele Cosplays, man trägt die so oft, kriegt so viele Fotos und dann irgendwann denkt man sich so, ja gut, ja noch mehr. So, ich habe das auch hier so stehen, ich weiß nicht, ob das... Die Leute gerade interessiert. Jetzt nicht alles, also da fehlt noch das Oberteil, beziehungsweise die hat noch so ein rotes Teil, was da drunter ist, aber ansatzweise bis auf die Fischmaske. Genau. Das ist jetzt das Cosplay. Ansatzweise. Sorry fürs Quietschen. Das ist nochmal die Rückseite mit dem Schwert. Das Schwert selber gemacht oder gekauft? Das Schwert wurde 3D gedruckt, tatsächlich. Oh, wow. Ehrlich? Genau. Ja, und ein Kumpel von mir, man sieht auch hier, dass das nicht ganz so gut hält. Das besteht auch aus so langen Einzelstücken. Und das ganze Schwert hat eigentlich nur diese Einzelstücke, diese 3D-Einzelstücke. Und der Kumpel, der auch beim Kettenhemd geholfen hat, der Lukas, ist ein Freund von mir, der hat das dann alles nochmal so grundiert, dass man halt keine Übergänge mehr sieht. Und der Griff ist aus Holz und da ist dann nochmal Kunstleder drüber für den Griff und so weiter.
Und dann mit der Airbrush angesprüht und selbst beim Schwert sieht man, das sind schon mehrere verschiedene Materialien, die benutzt wurden, damit das halt entsteht. Genau. Ja. Ja. Wahnsinn. Oh, also oh, das hat keiner gesehen. Das hat keiner gesehen. Ja, es riecht langsam. Ja. Das ist okay. Das ist ja richtig krass. Wie oft wurdest du auf der Gamescom ungefähr gefragt, ob du das Schwert mal reichen darfst? Nicht so oft. Also ich habe das meistens so getragen und ich glaube, viele haben dann auch gar nicht gedacht, dass da wirklich das komplette Schwert drin steckt. Tatsächlich, ich weiß nicht, einige von euch, die vielleicht Witcher gespielt haben oder auch vielleicht ein paar Witcher-Cosplayer kennen, kennen vielleicht Maul-Cosplay. Das ist so der Geralt-Cosplayer. Und der hat seine Schwerter eigentlich immer nur als Fake dabei. Also die sind dann wirklich nur, das sind so Stümpfe bis hier. Dann hat man hier noch so ein kleines, so einen kleinen Holzstab drin. Ja, und das sind halt eigentlich alles, ja, keine ganzen Schwerter, weil man die meistens nicht auf Conventions mit reinkriegt. Ich dachte, ich probiere es trotzdem mal und habe deswegen extra einen 3D-Druck genommen, weil gewisse Materialien sind auf Veranstaltungen auch verboten, zum Beispiel Holz. An sich, wenn die Klinge aus Holz gewesen wäre, hätte ich es nicht reinnehmen dürfen. Ja, deswegen sucht man halt immer nach Alternativen. Gibt es ein Material, mit dem du am wenigsten gerne arbeitest? Stretchstoff, glaube ich. Das zu Stretchstoff, genau. Ah, okay. Alles, was stretchy ist, das zu vernähen und verarbeiten, ist ein bisschen ätzend. Also keine Ahnung, ich mag eigentlich alles ganz gerne. Ich finde alles super abwechslungsreich und spannend und toll. Ich habe eine Zeit lang absolut gar nicht gerne mit Warbler gearbeitet. Ist das das, was man heiß macht und was man dann formt? Genau, genau. Ah. Genau. Habe ich hier auch gerade dabei. Das ist ein Material, was ich ja super interessant finde. Ne? Das ist so in den letzten Jahren eben, das ist das Must-Have für jeden Cosplayer. Aus diesem Zeug kannst du einfach alles formen. Genau. Und das erhitzt man, nicht wahr? Und dann kann man das formen, dann wird es kalt und dann bleibt es eben in der Form. Genau, genau so ist das. Ich habe jetzt hier gerade noch das Schwert dran, deswegen ist das ein bisschen umständlich. Aber vielleicht kannst du das von innen mal sehen. Hier innen ist eine Schicht Moosgummi drin. Mhm. Und darüber, dieses Schwarze, ist halt das Warbler. Genau, das ist halt einfach, das ist wie so ein Hartplastik und beim Erhitzen wird das halt weich und verformbar. Man kann es halt in jede Form kriegen, die man halt haben möchte. Und in dem Sinne habe ich im Endeffekt erstmal so ein bisschen Moosgummi ausgeschnitten und habe dann das Warbler darüber geföhnt. Und genau, dadurch kriegt man halt so eine schöne Form hin, die dann halt auch stabil bleibt. Also ich glaube, ein Großteil dieser sehr pompösen Cosplays besteht, glaube ich, 90% aus diesem Material und die anderen 10 sind Farbe. Also das ist Wahnsinn. Genau, also die meisten Rüstungs-Cosplays oder die meisten Rüstungen an sich werden mit Warbler gemacht. Mittlerweile gibt es aber auch sehr viele Techniken tatsächlich mit Schaumstoff, also quasi wie dickes Moosgummi. Ja. Ach ja. Project Master Yi ist aus Schaumstoff. Dieses League of Legends Rüstungs-Cosplay von mir, ich weiß gar nicht. Ich habe das jetzt leider nicht hier zu Hause, deswegen kann ich euch das nicht zeigen. Aber du hast auch keine Grenze, so männliche Charaktere zu cosplayen, oder? Genau, also ganz viele. Ich persönlich mache jetzt mehr weibliche Sachen oder auch Sachen, wo ich denke, das passt halt besser zu mir. Damals war mir das egal, wie sehr das halt subjektiv passt. Ich dachte mir, der Charakter ist cool, den machst du jetzt, so Kirito aus Sword Art Online. Ja, genau. Aber ganz viele Cosplayer cosplayen halt wirklich einfach das, worauf sie gerade Bock haben. Den Charakter, der ihnen super zusagt, der ihnen gefällt. Und das sind halt auch sehr oft männliche Charaktere. Und da viele Cosplayer weiblich sind, machen natürlich auch viele weibliche Cosplayer männliche Cosplays. Okay. Gibt's für dich einen Grund, warum du entweder damals mit dem Cosplay angefangen hast oder dich heute dran setzt an so ein 2-Monate-Projekt? Warum macht dir eine Sache aus dem Cosplay mehr Spaß, weswegen du das machst, oder? Boah, ich glaube, damals angefangen habe ich einfach aus Interesse am Thema. So, wie gesagt, man hat Anime-Serien geschaut, RTL 2 vor ganz langer Zeit. Und das war dann irgendwie so cool. Und dann wusste man, ein paar Leute cosplayen schon aus Pokémon, One Piece, Naruto vor allen Dingen waren so die ersten.
Und ich dachte mir, ey, das ist voll cool, das möchte ich auch mal machen. Als ich dann auf dem Japan-Tag war und gesehen habe, dass da dann so voll coole One-Piece-Cosplayer rumliefen, ja, dachte ich mir, das möchte ich eigentlich auch mal machen. Einfach, weil ich es interessant fand. Und wie gesagt, dann hatte ich ein paar Freunde und dann haben wir zusammen angefangen. Und dann steigert man sich ganz schnell irgendwie in die nächsten Projekte rein, weil man auf einmal alles toll findet. Ich glaube, mein zweites Cosplay war Rika aus Digimon, Digimon Tamers. Das mit dem Fuchs-Digimon da, das Renamon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dieses gelbe Digimon, ist egal. Also auf jeden Fall aus der dritten Staffel von Digimon. Genau, und dann sind wir halt übergeschwungen auch zu ganz vielen anderen Themen. 2014 habe ich, glaube ich, mit League of Legends dann endlich angefangen. Was kann man so sagen, wie teuer ist ein Kostüm im Schnitt? Wenn du darüber reden möchtest, weiß ich ja nicht. Ja, klar. Also im Schnitt nicht ganz so teuer, aber zum Beispiel das hier hat 400 gekostet, circa. Es tut schon weh. Ja, aber keine Ahnung. Man denkt sich halt einfach so, ich mache das jetzt, ich will das machen und denkt gar nicht so sehr über das Geld nach. Es tut ein bisschen weh, aber das ist ja, weiß ich nicht, jeder hat ja Hobbys, ne? Andere rauchen vielleicht, haben da jahrelang sehr viel Geld drin investiert und für die 5 Minuten Zigaretten, die man dann halt, für die man sehr viel bezahlt, denke ich mir halt, okay, ne, ich rauche nicht, kann das Geld zum Beispiel auch in Kostüme stecken. Nee, das ist ein blöder Vergleich, aber wie gesagt, jeder hat ein Hobby, ich habe mich dafür entschieden. Ja, keine Ahnung, andere Hobbys sind auch teuer, Fotografie, Kameras kaufen oder so, ne? Objektive. Ja gut, wenn man da mal ein Setup hat, dann geht's meistens. Aber das denkst du? Ja, 400 Euro jeden Monat, alle paar Monate. Ich sag nichts. Nein, aber gut, dann kannst du es ja nachvollziehen, ne, dass man für das, was man liebt, auch gerne Geld ausgibt. Und bei mir ist das ja auch so, ich verwerte das ja. Es ist ja nicht so, dass ich es kaufe und dann ist es da, sondern ich kaufe mir ja die Rohmaterialien und verarbeite die noch. Das heißt, ich kaufe es nicht und habe es, sondern ich kann stundenlang damit arbeiten und bin beschäftigt. Das klingt jetzt irgendwie so sehr freakig, aber zum Beispiel mein Vater, der hat früher Surfbretter gebaut, der meinte auch so, ja gut, da habe ich auch dann stundenlang dran gesessen und bin dann später surfen gegangen. Und ich denke mir, okay, ich ziehe ein Cosplay an eine Veranstaltung. Es ist nur ein Hobby, ich mache das nicht privat, aber ja. Ich hatte mal einen Nebenjob, bei dem ich halt konsequent von meinem Chef gefragt wurde, ja, Leslie, du machst doch dieses komische Hobby mit diesem Kostüm, ne? Das ist ja schon ein bisschen verrückt. So, läufst du damit auch so durch die Stadt? Nein? Ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so der Mensch, dass ich sage, ich habe Spaß daran, einfach mal morgens aufzustehen, mir ein Kostüm anzuziehen und einfach so durch die Stadt zu laufen. Das ist jetzt, nee. Bin ich schon mal, aber dann haben wir es auch damit verbunden, dass wir halt vorher ein Fotoshooting hatten und dann wollten wir noch was essen oder so. Aber es gibt ja auch Cosplayer, für die ist das ein Nebenjob oder sehr große, für die ist das sogar ein richtiger Job, nicht wahr? Genau. Aus Deutschland, ich glaube mittlerweile, den ich gerade schon angesprochen habe, Maul-Cosplay könnte man da erwähnen. Ansonsten Kamui-Cosplay, um auch nochmal so einen kleinen Bezug zu Warbler zu stellen. Die ist nämlich damals mit ihren ganzen Rüstungen sehr, sehr groß geworden. Das war Kamui Cosplay, war die erste, die wirklich sehr, sehr krass mit Warbler und den anderen Materialien in dieser Richtung gearbeitet hat. Hat dadurch auch sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und kann mittlerweile davon leben. Ja, die wird zu vielen Veranstaltungen eingeladen. Ansonsten die größte, glaube ich, auf der Welt, die bekannteste, Jessica Nigri. Die kenne ich eben. Genau. Und weißt du, wie ich das erste Mal auf die aufmerksam geworden bin? Durch ihre Brüste? Nein. die sind sehr schön. Also es ist jetzt eine Frau, die ich mir sehr gerne anschaue, tut mir leid. So, nein, durch Lollipop Chainsaw Massacre. Ah, ja. Dadurch ist sie mir. Und zwar hat diese Firma, das ist von Suda 51, und die haben damals aufgerufen, dass sie eben ein Mädchen suchen, was diese Juliet Starling darstellen soll. Und dann habe ich mir das angeschaut, wer sich da alles beworben hat. Und dann war eben sie mit dabei. Und dann habe ich mir gedacht, so, oh ja, die würde aber gut reinpassen. Ne? Und sie hat ja auch diesen Job damals dann bekommen. Und so bin ich auf die aufmerksam geworden. Und dann habe ich mal geschaut und ich muss sagen, holy moly. Also
klar macht die auch sehr viel sexy Sachen, aber die hat Sachen, also das sind ja Rüstungsteile, wo du nur so... Ja, und den Kontrast finde ich halt sehr, sehr cool. Also es gab mal eine Zeit, da war sie wirklich in den, ja, bei Cosplayern eher so, glaube ich, Richtung negative Schlagzeilen, weil sie halt sich sehr durch ihre Freizügigkeit profiliert hat. Und einige sehen das halt immer noch so, aber ich denke mir so, okay, Jessica Nigri kann aber auch beides. Sie zeigt halt einfach, dass sie alles kann. So, die macht es halt von, ja, von ganz ausgezogen bis ganz angezogen nach dem Motto. Macht aber wirklich, wirklich sehr, sehr schöne Rüstungen immer wieder. Und die nimmt sich selber nicht ernst. So, sie hat sich damit abgefunden, dass sie Kritik kriegt und denkt sich so, ja, ist halt so, ich mache mein Ding. Und wenn man sich auch mal ihre Videos oder so anschaut, ich finde sie super sympathisch. Ja. Ist sie Unterwäschemodel mal gewesen? Ich frage nur, wenn ich das bei Google eingebe, sehe ich eigentlich fast nur Unterwäschebilder. Findet man auch Cosplays, wenn man das googelt? Auf ihrer Seite auf jeden Fall. Ja. Die Seite ist voll mit... Aber in Unterwäsche sieht es auch gut aus. Du kriegst bei Google halt die Sachen, die meisten Leute anklicken, nicht das, was... Excel, das bleibt halt immer so. Suda 51, wenn ich kurz klugscheißen darf, ist ein Typ, aber... Ja, aber das Studio heißt auch so. Deswegen. Ah, nee, warte mal, Grasshopper. Nee, das heißt auch Suda 51. Meine haben insgesamt 51 drei Sachen. Oder er hat, dann steht er halt so mit dabei. Grasshopper war, glaube ich, das Studio. Ja, ja, genau. Grasshopper Manufacturing. Grasshopper. Ja. Klugscheißer kann keiner leiden, Slavi. Außer mir. Ich mag Klug. Also, mich. Ja. Das macht keinen Sinn, Slavi. Nee, das macht tatsächlich keinen Sinn. Welches, das ist meine Frage jetzt. Oder wolltet ihr noch über Jessica Nigri ein bisschen reden? Nee. Okay. Das ist Google. Nee. Eine Frage. Ich hab gesehen, sie macht sehr viele WoW-Dinger. Da waren schöne Dinger mit bei und fertig. Zwei schöne Dinger trägt sie auch mit sich rum. Ist Verkaufsargument, läuft, kannst du wieder zumachen. Du hattest gerade Animex genannt. Ja. Was ist denn so, dass... Gibt es irgendwie so eine Seite jetzt, auf der man sich zusammenfindet, wenn man tatsächlich so die Szene oder in der Szene miteinander diskutieren will, so wie wir Gamer jetzt auf, weiß nicht, YouTube uns Let's Plays angucken und auf Twitch halt eben Livestreams. Gibt es da irgendwie was? Gut, ich kann jetzt nicht für jeden Cosplayer sprechen. Ich denke, damals war das schon vorrangig Animex. Ich hoffe, ich kriege jetzt keine Seitenhiebe von anderen Cosplayern. Nee, ich kann sonst gar keine großen Seiten sagen. Also an sich, klar, Facebook noch. Facebook. Viele sagen ja, okay, Facebook ist ein bisschen veraltet. Wir stehen eher auf Twitter und so weiter. Ich glaube, bei Cosplayern ist es aber so, dass sie halt auf Facebook wirklich noch sich in sehr vielen Gruppen halt wiederfinden können oder zusammenfinden können, auch sich da äußern können, diskutieren können. Sehr viele haben mittlerweile auch ihre Facebook-Seiten, Cosplay-Seiten, um dort halt ihre Bilder zu zeigen, weil früher war das halt, also bei mir war es halt so, ich war nur auf Animex und das ist natürlich auch, es ist beinhaltet auch nur eine Subgruppe. Allein wenn du auf Facebook eine Seite machst, kannst du so viel mehr Leute erreichen, die wahrscheinlich noch nie von Animex gehört haben und das ist vielen Cosplayern, glaube ich, damals noch gar nicht so bewusst gewesen. Da war man halt einfach nur auf dieser einen Plattform oder vielleicht mal, ich glaube, World of Cosplay, Cosplay World, keine Ahnung. Es gibt noch so ein paar andere. Ich bin da jetzt gar nicht so groß, aber ich glaube sonst eher Facebook. Ich weiß gar nicht. Twitter ist auch noch nicht so krass bei Cosplayern. Und wenn, dann haben die sich auch mehr so untereinander und alles. Und ich glaube, es ist erstmal schwierig, auf Twitter überhaupt als Cosplayer Reichweite zu generieren. Ich glaube, ich habe da noch ein bisschen mehr Glück wegen Twitch gehabt oder so, aber ich glaube, an sich als Cosplayer ist man eher so unter Freunden dann erstmal. Wird das auch nicht so die Seite, wo man Bilder hochladen kann? Und ich meine, man zeigt ja was als Cosplayer. Da und vielleicht noch eher Instagram. Genau. Bei Facebook kannst du wenigstens Alben erstellen und sowas, da kannst du Sammlungen zusammensetzen. Das lohnt sich wahrscheinlich für einen Cosplayer mehr als jetzt diese Gedankenschnipsel von Twitter. Denke. Im Chat wurde gerade noch DeviantArt genannt. Stimmt, da sind auch noch sehr, sehr viele Bilder. Da fällt mir ein, bei DeviantArt, wo holt man sich, also woher nimmst du jetzt das Wissen, wie man jetzt ein Kostüm zusammensetzt? Gehst du da auf verschiedene Seiten und guckst dir erstmal was an oder kaufst du dir einfach 15 Taschen voll mit Material und
bastelst da den ganzen Tag, ohne dir was irgendwo rauszuholen. Mittlerweile ist es eher Letzteres am Anfang. Oh, was... yes! Danke für diese Antwort. Dafür liebe ich dich, Leslie. Dankeschön. Oh Gott, endlich mal normale Menschen. Danke. Okay, ich starte meinen Stream auch, ohne mir Gedanken zu machen. Nein, am Anfang war es halt so, boah, wie war das? Da haben wir, glaube ich, auch mehr genäht. Da haben wir noch gar nicht so diese Rüstungsmaterialien benutzt oder Rüstung gemacht. Da haben Cosplays, ja, stimmt, ist gesagt. Ja, auf jeden Fall, am Anfang mussten wir uns erstmal Nähen beibringen. Das war ja so unsere größte Hürde. Meine beste Freundin, wie gesagt, die, mit der ich zusammen angefangen habe, die hatte ein paar Wochen eher ihre Nähmaschine und war mir dann auch immer so ein paar Wochen voraus. Und dann konnte ich immer so ein bisschen bei ihr abschauen und nach Tipps fragen und so. Es ging halt wirklich um so Basics, ja. Und so haben wir dann erstmal überhaupt versucht, irgendwie, ja, ne, Sachen zu nähen, die man auch tragen kann, was am Anfang echt schwierig war, weil man denkt gar nicht, dass ein Ärmel so ein Schnittmuster hat, ja, wie ein Ärmel halt geschnitten ist. Hm. ja, wir haben uns dann im Internet erkundigt, allerdings nicht in Bezug auf Cosplay, sondern generell erstmal, ja, was Leute halt für Schnittmuster online gestellt haben. Jetzt ganz normal, auch auf ganz normalen Schnittmusterseiten, Bekleidungsseiten, keine Ahnung, hat wirklich nichts mit Cosplay zu tun gehabt. Gibt ja auch so Leute, die nähen. Und da gab es, glaube ich, auch schon so ein, zwei Tutorials auf YouTube, wie man einen Blazer näht oder so. Das war tatsächlich 2012 so das erste Tutorial, was ich mir angeschaut habe, wie ich einen Blazer nähe. Also quasi eine Jacke. Mhm. genau, und ansonsten hat man schon, glaube ich, bei anderen erstmal so geschaut, wie die das so gemacht haben, weil es gab ja dann auch sehr, sehr viele Sachen. Kami zum Beispiel, wie sie Rüstung gemacht hat. Mittlerweile gibt es aber von allen Tutorials auf YouTube. Also wenn ich jetzt mit Cosplay anfangen würde, könnte ich mir eigentlich alles aus dem Internet holen. Einfach nur gucken. Zu jedem Cosplay gibt es eigentlich irgendwie was, was man sich aus dem Internet suchen kann. Ja, ist doch schön. So können die Leute davon leben. Das ist doch gut. Mhm. Das ist so eine feine Sache, das ermöglicht doch unsere heutige Zeit, das ist was Feines, finde ich zumindest. Finde ich auch. Es ist vieles einfacher geworden, ja. Wie ist denn das jetzt bei dir? Kommunizierst du viel mit anderen? Weil du hattest ja jetzt auch gesagt, dass bei Ciri jemand dir mitgeholfen hat. Hast du das öfter, dass Leute bei dir so ganz kleine Teile mal übernehmen, weil dir, also nicht, weil ich will jetzt nicht sagen, weil du es nicht kannst, sondern weil die Leute dir das anbieten eventuell? Ja, bei Lukas, also das ist halt eigentlich nur Lukas. Lukas ist ein Kumpel von mir, ich habe den vor 2 Jahren kennengelernt und der hatte mir das damals angeboten, so, kann ich dir einen Stein für dein Cosplay machen? Also das war so ein kleiner Edelstein, den ich noch gebraucht hätte und ich dachte mir erstmal so, was ist das für ein Creep, der mich gerade im Internet anspricht, so. Dann dachte ich mir so, naja gut, irgendwie klingt der aber ganz nett und dann haben wir uns in Dortmund getroffen, in der Tiergalerie, weil ich mir dachte, das ist dann ja noch irgendwie ein bisschen human. Und er ist halt echt ein super lieber Mensch und hilft mir auch super, super gerne. Und ihm macht das halt selber glücklich, wenn er da so ein bisschen handwerkeln kann. Und deswegen, also wie gesagt, das ist ein Freund von mir. Wir arbeiten gerne zusammen an Sachen. Er hatte mir jetzt, wie gesagt, bei dem Kettenhemd hier geholfen, was man gerade sehen konnte. Oder auch bei anderen Kleinigkeiten. Ansonsten versuche ich aber trotzdem, vieles selber zu machen. Das ist so mein Stolz und Ego. Also dieses Kettenhemd war hier, glaube ich, schon so 2-3 Mal eventuell Thema, weil ja, ich das gesehen habe und ich unglaublich begeistert davon war, wie man halt aus nur solchen kleinen Ringen ein komplettes Kettenhemd macht. Das war halt, es sind wirklich einzelne Ringe und die saßen genau da und haben jeden einzelnen Ring ineinander gedrückt, sodass das, und da war ich wirklich beeindruckt. Das war also, so, wow. Also es ist an sich ja nicht schwierig, also Schwierigkeitslevel vielleicht 2, aber zeitlicher Aufwand ist halt immens. Genau, also das sind zwar alles einzelne Ringe, aber die werden halt immer natürlich nach dem gleichen Muster zusammengesetzt. So, und da war Lukas halt auch so, gibst du mir die Maße, dann mache ich das komplett fertig. Ich so, nee, ich möchte auch noch ein bisschen daran arbeiten. So. Also ist nicht so, dass ich das jetzt einen Auftrag gebe oder so. Es ist halt eher so, er ist ein Freund von mir, wir machen das gerne zusammen. Und da zum Beispiel kann ich auch wieder Kamui erwähnen. Ich glaube, die hat noch nie ihre Sachen selber angemalt. Das macht halt immer ihr Freund oder Mann mittlerweile. Der macht die ganzen Airbrush-Sachen für die ganzen Rüstungen und so. Also wahrscheinlich hat sie auch schon Sachen selber gemacht. Aber die sind halt auch, die arbeiten zusammen,
daran, an den Kostümen und warum nicht? So. Ja, eben, weil wenn du das gemeinsam machen kannst, ist doch cool. Macht ja auch Spaß. Das war jetzt so auch nicht gemeint, also das sollte jetzt nicht so heißen, nee, wenn gut, du nichts kannst, also, sondern weil du das halt erwähnt hast. Alles gut. Weil, ja, es ist interessant, ja, dass du das Wort normal zusammen mit Tiergalerie verbunden hast. Das war, als hättet ihr euch bei Ikea getroffen an einem Samstag in der Tiergalerie, sich zu treffen. Aber gut. Ich wollte, ja, ich kannte ihn halt nicht und dachte mir so, okay, ich möchte mich halt an einem öffentlichen Platz treffen. So, so viele Menschen wie möglich. Ich habe diesen Menschen noch nie getroffen. Aber es war direkt vor Elbenwald, weil ich dachte, wir müssen ja unserer freaking Ader treu bleiben. Sehr gut. Wow, ja, wir können gleich noch neue Sachen kaufen. Mhm. Elbenwald ist übrigens kacke, die haben nur XXL. Oh. Scheiß also Geschäft. Brauchst du schon mal größer als 2XL, okay, gut zu wissen. Was? Ja, ich trage 5XL. 5? Ja, ich mag es gern so ein bisschen leger und locker. Okay, kann ich dir auch nähen, ich brauche nur den Stoff. Oh ja. Ich brauche ein Hemd. Wir haben doch gerade schon über Ikea geredet, ne? Da gibt es doch Bettwäsche. Willst du mir Bettwäsche nähen, oder? Wir, ja, ja, wir kaufen jetzt so einen Seesack und dann schneide ich dir zwei Arme rein und dann hast du ein Hemd. Schick mir einfach das Ikea-Bettlaken. Genau. Danke, Leslie, das ist echt nett von dir. Ich spiele mit dir kein Mario Kart mehr. Das ist okay. Wow. Ich würde dir sagen, Slevy lädt uns mal auf eine Runde wie ja, Mario Kart auf der Twitch ein. Ja. Twitch, nee. Twitch. Hat er ja nicht. Baum, baum, baum. Ja, ich hab's aber auf der Wii U. Du darfst dann als Bowser oder als Donkey Kong gehen. Ich jetzt? Ja. Du, ich hab mir... Zum Bowser-Cosplay. Ja, ich bin gleich wieder da. Macht ruhig weiter. Ja. Apropos Cosplays. Also wenn wir den ganzen Tag nicht über Cosplays reden würden. Ja, das war eine perfekte Überleitung. Ich bin Überleitungspro. Profi. Auf jeden Fall. Obwohl, jetzt habe ich es übergeleitet bis... Ja, perfekt. Brauche ich gar nicht die Frage zu stellen. Donkey Kong. Donkey Kong. Warte, ich habe da so eine Mario-Kart-Mütze. Also, ist easy. Ich mag den Affen. Ein cooler Typ. Ab Mario, Bro. Wow, was für eine geile Mütze ist das denn, bitte? Bros before hoes. Mario ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Okay, ich hole jetzt auch meine Mütze. Okay. Die gibt's bei Hands of Gold. Das ist eine Marke im Internet auch. Danke. Hands of Gold. Ja, ich glaube, hieß es Hand oder Hands? Nee, Hands hier. So heißt auch die Marke. Musst du mal einkaufen. Eigentlich alle ganz nice. Game over. Hm. Toll. Ich muss jetzt meine auch aufsetzen, ne? Ja, natürlich. So die einzige, die ich habe. Ach so, ja, perfekt. Hey, zum Glück ziehen wir bald um. Nintendo. Es ist zwar Nintendo, aber ich ja, habe halt keine Schirme. Oh Mann. Ich bin doch egal. Setz sie falsch rum auf zur Not. Oh. Oh. Hm. Oh mein Gott. Winter is coming. Oh mein Gott, ich muss Mützen kaufen. Leslie, du bist böse. Ja. Zum Glück habe ich noch ganz viel Platz für Mützen. Ich glaube, ich habe deine Sammlung mal gesehen letztens. Hast du die gepostet? Kann das sein? Ja, hatte ich. Sind schon so ein, zwei. Das ist bei mir jetzt auch. Also das ist mein Hobby, Mützen sammeln. Wer hatte denn jetzt Geburtstag? Ja, wer hatte eigentlich Geburtstag? Bei Twitter? Haben nicht jeden Tag jemand Geburtstag? Jeden Tag haben irgendwie zwei Leute Geburtstag. Habe ich ihn vergessen? Also ich habe bis 6. Oktober jeden Abend ab 20 Uhr Geburtstag. Falls irgendeiner für die Hälfte es haben möchte, ne? Jetzt als Geburtstagsgeschenk. Ach so. Der Filmmann hat sowieso Geburtstag, ja. Ja, Filmmann stimmt. Geburtstag. Ja. Noch einer Geburtstag? Du hast doch Geburtstag heute, Leslie, oder? Heute? Echt? Ja. Also ich glaube, Leslie hatte heute Geburtstag, ne? Das hat sie ja kurz erwähnt, bevor wir sie eingeladen haben. Mhm, genau, ja. Mhm. Alles Gute zum Geburtstag, zum 31. Dankeschön. Danke, 29, aber ist okay. 29? Nein. Entschuldigung. Ich wollte jetzt nicht offensive sein.
Entschuldigung. Aber okay, cool. Hat sie nicht, oder? Doch, nein. Leslie hat heute Geburtstag. Jetzt mach doch mit, Leslie. Was soll denn das? Der will nur, dass ich singe. Das ist meine Happy Birthday Mütze. Ja, oh, ihr seid unmöglich, wie, seid ihr. Wie es halt wieder keiner verstanden hat. Ja, ja. Sorry. Ich war schon getriggert. Ich frage dich, wenn ich wirklich Geburtstag habe, zu deiner Lieblingsjahreszeit übrigens, Sally, dann frage ich dich. Ich singe dann für dich nasal. Aber es ist, ich singe für dich. Okay. Gar kein Problem. Wenn das ironisch war, ist es im Frühling, ich singe für dich nasal. Wenn es wirklich im Herbst ist, dann singe ich nicht nasal. Aber ich singe für dich. Okay. Wie oft im Jahr hast du denn Cosplays an? Also du, wenn du sie nicht ständig trägst, also wie oft hast du so im Schnitt, wenn du das sagen kannst, so ein Kostüm an? Cosplay, Entschuldigung. Immer wenn ich, Kostüm, egal. Okay. Immer wenn ich auf Veranstaltungen gehe, ist jetzt die Frage, wie oft bin ich auf Veranstaltungen. Und ab und zu halt noch, wenn man sich mit Freunden, befreundeten Fotografen zu Fotoshootings trifft. Ich weiß gar nicht, wie viele Veranstaltungen sind das? Vielleicht höchstens 10 bei mir im Jahr. Also es gibt super viele mittlerweile, bestimmt 30, keine Ahnung. Ich kann da keine Zahlen nennen. Man kann ja zu super vielen Veranstaltungen Kostüme tragen mittlerweile. Es gibt ja auch wirklich viele. Gamescom jetzt natürlich als letztes, da hatte ich 3 Tage ein Cosplay an. Das Weihnachtsfeier. Entschuldigung. Nee. Also wenn, dann sind es halt entweder Cosplay- oder Gaming-Veranstaltungen, dass es halt schon zum Thema passt. Also es gibt sehr viele wirklich Cosplay-spezifische Veranstaltungen, dann noch so übergreifende Sachen. Sag ich mal, Japan-Tag ist natürlich Cosplay etabliert, ist natürlich aber keine reine Cosplay-Veranstaltung. Ja, Dokumi, vielleicht sagt das jemandem was, Animagic, Konichi sind reine Cosplay-Veranstaltung eigentlich, beziehungsweise Anime-Manga in dem Sinne, aber schon spezialisiert auch auf Cosplay. Ansonsten gibt es jetzt als nächstes die Frankfurter Buchmesse tatsächlich, wo Cosplayer halt wirklich auch seit Jahren etabliert sind. Da gehe ich auch hin. Das war halt so meine erste Cosplay-Veranstaltung 2010. Cosplay-Veranstaltung, zumindest für mich im Cosplay. Deswegen ist das für mich immer noch Tradition, da hinzugehen jedes Jahr. Genau. Also gehst du 30 Mal im Jahr mit dem Ding aus dem Haus? Aus dem Oder Haus wahrscheinlich, verkleidet. Ja, genau. Aber dann meistens haben die ja auch 2 Tage. Das heißt, das reduziert sich dann ja schon mal eine Veranstaltung gleich 2 Tage meistens. Das heißt, nee, nein, Quatsch, also ich weiß nicht. Dieses Jahr war das nicht so viel. Boah, ich glaube, dieses Jahr waren es vielleicht höchstens 10 Veranstaltungen und dann meistens halt 2 Tage, manchmal 3. Ja. Bleibst du nur im Land? Ich weiß, in Frankreich gibt es auch so eine ganz große. Ja. Habe ich letztes Jahr von drüber gehört. Da gibt es auch so eine riesen Cosplay-Messe. Irgendwelche Expos und so. Mhm. Ja, es gibt super viele Sachen. Ich habe tatsächlich heute eine Anfrage bekommen, ob ich nächstes Jahr auf eine Messe in Zypern möchte oder auf so eine Veranstaltung. Und ich guck mal, wie legit oder wie, okay, das Angebot aussieht so. Ich möchte nicht gekidnappt werden. Ich wurde noch nie zu einer ausländischen eingeladen. Generell bin ich nicht so groß, dass ich unbedingt eingeladen werde auf Veranstaltungen. Ich wurde jetzt aber tatsächlich gefragt, ob ich nächstes Jahr dahin möchte. Und ich so, okay, klingt cool. Deswegen, mal schauen. Also, ich war tatsächlich mal in Australien, privat. Habe aber 2 Conventions mitnehmen können. Jetzt ohne Cosplay, das hatte ich nicht mitgenommen, aber das war auch echt cool, mal zu sehen, wie das da hinten ist. Du kannst doch Lukas mitnehmen. Ist das, also ich meine, der biegt Metall, der muss ja ein Schrank sein. Ja, der ist echt ein Schrank. Ja, dann nimm den doch einfach mit. Dann machst du den zum Schneeschieber. Hier wird er sogar wahrscheinlich, der wird wahrscheinlich echt mitkommen. Aber ich habe jetzt schon eine Freundin von mir gefragt, die auch Cosplayerin ist. Schauen. Ja, aber wenn Lukas breit genug ist, kann der auch für beide Schnee schieben. Ich mache das zum Beispiel auch immer gerne. Durch die Menge durch. Möchte ich nächstes Mal fragen? Nee. Nee, ich bin ja glücklich vergeben. Ich habe da. Also, das wird jetzt nicht funktionieren, wenn du verstehst, wie ich meine. Ja, Lukas auch. Siehst du, es wird auch nicht funktionieren. Okay. Aber wir sind ja noch nicht befreundet. Also, wir müssen. Ja, nee. Du willst das ja nicht mal ändern. So, jedes Angebot, was ich mache, schlägst du aus. Ja, pass mal auf jetzt hier. Ich habe dich A, erstmal in Mario Kart geschlagen. B, habe ich mit dir Tandem gespielt und habe nochmal alles aus der Kohlen. Wenn du da jetzt ein bisschen mehr Leistung bringst in dem Segment, ja,
Dann können wir uns auf jeden Fall darüber nochmal unterhalten, ob wir eventuell nochmal befreundet sein. Das wäre ja schon echt anstrengend. Was? Muss Bio-Kart? Ich noch ein Formular ausfüllen, oder? Hallo, bei mir muss man sich das verdienen, junge Dame. Das ist okay. Ich bin 32, bin in der DDR aufgewachsen, da haben wir auch nicht alles geschenkt. Ja? Das ja. Verstört mich gerade auf vielen Ebenen. Wieso denn das jetzt? Wieso, weil ich alt bin? Erstens das. Wow. Okay. Nein. Wollen wir das Thema wechseln? Es ist doch September, nee, oder? Ich lasse euch jetzt erzählen. Nee, also wir können schon eine definitiv eine andere Frage übergehen. Ich habe eine. Ja, hau rein. Was ist die wichtigste Convention von all den genannten? Oh, ich glaube, das ist sehr subjektiv. Ich glaube, da hat jeder seine eigenen Lieblinge. Was ist deine Lieblingswichtigste? Meine Lieblingscon mittlerweile ist es, glaube ich, tatsächlich die Gamescom, weil sie halt so viele Themenbereiche verknüpft. Also es ist halt nicht nur Cosplay, sondern für mich, also ich mochte sie schon, bevor ich auf Twitch angefangen habe, aber seit Twitch oder so kenne ich ja auch noch aus anderen Bereichen sehr, sehr viele Menschen, die man dort auch antrifft und die nicht unbedingt auf den anderen Veranstaltungen zu treffen sind. Und dazu noch die Gamescom hier 5 Tage. Man hat super viel zu erleben, zu sehen. Ja, definitiv mein Favorit mittlerweile. Könntest du dir vorstellen, das irgendwann mal beruflich zu machen? Twitch. Nee. Cosplay. Dazu musst du halt auch erstmal irgendwie ein Standbein haben, finde ich. Wie gesagt, ich bin jetzt nicht in der Größe, dass ich sagen könnte, jo, die Leute würden mich einladen, ich wäre relevant genug, um halt wirklich Dame zu sein. Ne? Also in dem Punkt wirklich, um das mal realistisch zu sehen. Und es gibt halt schon sehr, sehr viele andere Cosplayer, die halt ja, schon in der Szene etablierter sind. Und da noch einen ähnlichen Ruf zu erreichen, ist, denke ich, schwierig. Und deswegen, also ich habe, wie gesagt, jetzt sowieso erstmal mein Studium, deswegen tryhard ich auch nichts. Ich bin super froh, dass, das kann ich sagen, Twitch kann ich gerade als meinen Nebenjob zählen, während ich studiere, was danach kommt, keine Ahnung. Aber im Moment konnte ich meinen alten Nebenjob dafür aufgeben, dass ich jetzt sagen kann, neben dem Studium mache ich nur das und das reicht mir halt finanziell. Und ich denke, das ist aber auch zum Großteil einfach nur durch Cosplay entstanden. Also hat mich, denke ich, schon mein Hobby dazu geführt. Also indirekt ist es ja jetzt durchs Cosplay schon in eine berufliche Richtung gewandert. Also wie man das werten möchte mit Twitch. Aber ich glaube, ohne Cosplay wäre das nie so gelaufen. Du machst ja, also wenn du jetzt einen Cosplay erstellst, lässt du das ja auch fotografieren. Ja. Ne? Also ich muss sagen, es gibt sehr schöne Bilder. Ich mag eins, ich weiß gar nicht, ob das Cosplay ist. Das sieht aus, als wenn du irgendwo im Winter stehst und hast so einen roten Mantel. Ja. Sehr schön. Wie findest du da die Fotografen? Wundervoll. Nein, ich weiß, so finde ich die. Nee, wie ich die finde. Die Fotografin mit dem Mantel, was du gerade angesprochen hast, ja, das ist eine Studentin, die studiert Fotografie und die ist damals auf einer Veranstaltung gewesen, der Dokumi, wo ich ein Cosplay anhatte und sie hat mich einfach angesprochen und gefragt, ob sie mich fotografieren kann, weil sie halt Erfahrung sammeln wollte in dem Bereich. Und so habe ich sie zum Beispiel kennengelernt. Das Bild mit dem Mantel, eins davon ist zum Beispiel das hier. Ja, das ist, ich liebe diese Bilder. Die sind also unglaublich schön. Ich denke mir halt, du bekommst auch sicher sehr viele unseriöse Angebote. So, hey, ich habe Fotokamera. Ja, kannst du mal anziehen? Und so. Ist das nicht so? Ich könnte mir das vorstellen. Ja und nein. Also wie gesagt, ich lerne die meisten auf den Veranstaltungen selber kennen und dadurch, dass man das Jahre macht und immer wieder verschiedene Cosplays aus verschiedenen Themen und so macht, lernt man natürlich auch andere Fotografen kennen, die dann halt auch sich denken, oh, das Thema interessiert mich mehr oder das Kostüm. Über die Jahre, das ist, also da kennen sich super viele Leute untereinander und man baut ein Netzwerk auf und sieht den Nächsten, den man kennt. Genau, genau. Und deswegen, also da habe ich durch das Hobby an sich super viele Leute kennengelernt.
Ich muss sagen, ich habe meine Nachrichtenfunktion auf Facebook abgestellt, weil ich damit nicht mehr hinterherkam, weil das auch sehr, sehr viele, da waren halt die meisten komischen Anfragen. Da sind dann auch teilweise Leute, die wollen dich fotografieren und denkst du so, ich bin mir nicht ganz so sicher. Aber da höre ich mehr von Freunden mittlerweile, als dass ich das selber noch erlebe. Ich denke mal, so als junge Frau, wenn man damit anfängt, ne, muss man dann schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja, schon. Also ich habe wirklich angefangen, mit Freunden einfach nur Fotos zu machen. Und dann allein dadurch, dass aber viele Fotografen, das sind so Hobbyfotografen, wie ich Hobby-Cosplayer bin, die haben sich das Hobby einfach selber beigebracht und sind mittlerweile, also viele davon wirklich nur hobbymäßig. Und die sind mittlerweile einfach richtig toll geworden. Die machen halt so gute Fotos, wie andere halt besser in Kostümen werden. Und die haben ja auch ihre Facebook-Seiten, über die man die erreichen kann, über die man schon mal quasi ein Portfolio sich anschauen kann. Und auch allein durch diese Mundpropaganda, dass viele sich untereinander kennen, erhöht das, denke ich, auch den Grad der Seriosität. Ich habe der Sally gerade mal ein Bild von Maul Cosplay gezeigt. Was? Oh. Ich habe noch gar nicht gesehen. Was meinst du? Deine Lache ist schon mal umgeschlagen. Das ist. Ich kenne nur das Geralt Cosplay von Emon. Das ist jetzt nicht so. Ach so, was hat er Das denn ist jetzt geschickt? nicht so. Ich hab's Nicht auch so. verkackt. Nichts. Nee, nichts. Ich habe nichts. Ah. Warum lachst du? Das ist doch mega gut. Ja, eben. Ich glaube, weil ich ganz kurz abgelenkt war und auf die Seite geguckt habe. Was? Ja. Ich weiß, dass Also. der Sally Was? Khal Drogo gefällt und Ach so. sieht nett aus. Also ich Ein habe noch ein nettes Bild. Daenerys Cosplay, tatsächlich aus der Folge, wo sie geheiratet haben, wenn du möchtest. Kenne ich. Ich muss sagen, ich kenne deine Bilder. Guckt Stefan gerade zu? Nee, der sitzt gerade neben mir und spielt Okay. XCOM 2. Ja, gut. Können wir ja frei reden. Ich kenn viele Bilder von dir. Ich habe mir das, ich gucke mir das schon lange an. Es ist halt dieses Bild mit dem Mantel, muss ich sagen. Ist eins, es ist gar kein Cosplay, oder? Das ist einfach nur ein Wintermantel. Es sieht so mehr, es sieht so wie mehr, du siehst halt so, es sieht so märchenhaft aus. Es ist ein Dankeschön. un, also die ganzen Bilder von dieser, unglaublich schön. Das ist schon so, da Dankeschön. sitze ich dann so da so, oh, Den Mantel kann ich unglaublich dir mal schön. ausleihen. Das ist einfach nur ein Wintermantel. Ich Hast habe du den auch mal, ich glaube. zweimal, damit ich mich auch einwickeln kann damit? Das wäre nett, ansonsten Der ist, sehe ich glaube dir. ich, echt lang genug. Der hat 6 Meter Stoff. Oh, da passe ich gerade rein. Oh, das ist gut. Das geht gerade noch Also der so. hat quasi, ich habe 2 Bahnen a 3 Meter quasi nebeneinander gelegt, sodass der halt in der Gesamtlänge 3 Meter hat. Das hat man, glaube ich, auf dem einen Bild gerade gesehen, was ich Wahnsinn. gezeigt habe. Der sollte halt auch so schön runterhängen und so. Und genau, die Fotografin, die Anna, mit der ich das halt geplant habe, die meinte so, boah, ich hätte voll Bock auf so einen roten Rotkäppchenmantel. Und ich so, okay, ich nähe ein und dann machen wir ein Foto im Schnee. Unglaublich schön. Also das sind so Bilder, denke ich mir, die guckt man sich in 30, 40 Jahren noch an und denkt sich so, oh, da hatte Damals. ich aber noch wenige Falten, Mensch. Hätte ich mal Mensch. die Anti-Aging-Creme genommen. Mensch, selbst da hat Photoshop schon funktioniert. Ach ja, stimmt, das haben wir ja auch. Photoshop. Aber das wird bei dir viel gefotoshoppt? Mal mehr, mal weniger. Also kommt tatsächlich ganz oft auch auf den Fotografen an und den Stil des Fotografen. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel dahinter steckt. Mein Make-up ist natürlich auch immer anders, ist nochmal der zweite Faktor, aber ich denke mal so ein bisschen deine Fältchen oder wenn jetzt, ich glaube hier oder so, sieht man allein hier, dass mein Make-up gerade schon so ein bisschen verschmiert oder so, das würde wahrscheinlich auf einem Foto jetzt einfach weggeshoppt werden, einfach damit das Foto halt optimal aussieht. Auf jeden Fall so Kleinigkeiten. Also Augenringe ist wahrscheinlich schon bei den meisten Standard. Ich hatte aber auch letztens, vor 2 Monaten, eine Unterhaltung mit einem Fotografen. Ich kannte den nicht, der kam auf mich zu und hat mit mir geredet und danach war der wieder weg. Ich habe keine Ahnung, was das war. Es war wirklich sehr merkwürdig. Ich stand da wirklich in einem Cosplay, ich hatte ein Foto gemacht und nach dem Foto also da wollte jemand mit mir ein Foto und dann ist der gegangen und dann kam dieser Fotograf und hat mit mir geredet und ich dachte mal so, okay, will der jetzt ein Foto machen oder was ist mit ihm? Weil der wollte irgendwie nur eine Viertelstunde quatschen. So, und dann hat er davon erzählt, dass alles so aus der Kamera kommen muss,
dass es halt schon perfekt ist und er hätte in seinen 5 Jahren Fotografenkarriere noch nie Photoshop oder ein Bearbeitungsprogramm angefasst. Und ich denke mir so, ja, okay, ist die eine Möglichkeit, das zu sehen. Ich persönlich, es muss ja nicht mal so sein, dass man das ganze Gesicht irgendwie jetzt perfekt bereinigt oder so. Manchmal ist es auch einfach nur irgendwie so ein Haar oder so eine ganz dünne Strähne, die übers Gesicht gefallen ist, jetzt auf dem einen Foto. Und allein das vielleicht wegzumachen, um halt das Foto irgendwie schöner hinzukriegen. Allein so ein kleines Haar oder so mal von der Seite noch zu bereinigen. Selbst das ist ja manchmal schon ganz schön. Oder vielleicht nochmal so einen Kontrast oder so abzuändern. Weil in meinen Augen ist Fotografie auch eine Art Kunst. Und gerade Cosplay-Fotografie, ich meine, Cosplay ist ja an sich nicht das ganz normalste Hobby. Man verkleidet sich ja schon und stellt einen anderen Charakter dar. Und wenn man dann sagt, man möchte das aber absolut gar nicht bearbeiten, das Foto, okay. Aber für mich ist Fotografie genauso eine Kunst wie Cosplay an sich. Und wenn man da noch ein bisschen nachbearbeiten möchte, kann man das genauso tun. Klingt, als wäre der Fotograf schon etwas älter gewesen. Ja, tatsächlich. Von der alten Schule. Und der ist wahrscheinlich trotzdem einer, der mit 5 Reflektoren auf der Con steht. Ich meine das ernst. Mit 5 Reflektoren. Es gibt wirklich jemanden, ja. Es gab auf der Leipziger Buchmesse gab es dieses Jahr jemanden, der einen halben Gang versperrt hat, weil er 5 Reflektoren brauchte, die er nicht benutzt hat, aber damit wollte er halt Aufmerksamkeit schaffen. Da gab es eine sehr große Diskussion, aber anderes Thema. Er ist rausgeflogen? Nee, aber die Cosplayer und die Fotografen aus der jeweiligen Szene, die waren dann halt so, muss das sein, so. Man blockiert den Weg, man kann gar nicht alles davon gleichzeitig nutzen und irgendwann übertreibt man es halt auch. Man ist ja nicht auf einer Fotoveranstaltung, sondern auf einer Buchmesse, wo man sich da mal an den Rand stellt und Fotos machen kann. Okay, aber ja. Wie hoch ist denn eigentlich so der Männeranteil bei den Cosplayern? Gibt es viele oder ist das eher so? Ich glaube, es gibt schon einige. Wie viel das prozentual ist, könnte ich jetzt nicht sagen. Es gibt auf jeden Fall wirklich sehr viele männliche Besucher von Conventions und auch relativ viele männliche Cosplayer, die dann wirklich zum Kostüm greifen und dann das auch umsetzen. Es sind, denke ich, trotzdem weniger als es weibliche Cosplayer gibt. Warum das so ist, war, vielleicht trauen sich Frauen eher, da kreativ zu werden. Vielleicht haben Männer, ich will jetzt keine falschen Behauptungen oder so loswerden, aber wenn ich selber was vermuten könnte oder so, vielleicht haben sie Angst, weil sie denken, naja, selber erstmal was zu nähen oder so, das liegt mir nicht so. Oder mit dem Make-up oder so, vielleicht sind sie davon abgeschreckt, aber das muss man ja nicht unbedingt benutzen oder so. Da viele gibt es ja auch, die kaufen sich, zum Beispiel habe ich sehr viele gesehen, die sich so einfach nur so einen Kirito-Mantel oder früher Naruto-Mantel gekauft haben und damit dann schon auf Veranstaltungen gegangen sind. Und das ist ja auch schon eine Form von Cosplay. Ich glaube aber, dass Mädels da prozentual schon mehr Vollgas gegeben haben seit längerer Zeit und gerade auch mit dem Make-up, mit den Perücken und so, mit dem Verkleiden an sich. Wie gesagt, ich möchte nichts Falsches sagen, dass sich da irgendwer angegriffen fühlt. Genau, aber es gibt super viele Cosplayer trotzdem. Also, dann gibt es auch welche, die machen trotzdem super krasse Rüstungen und alles. Ne? Und wenn sich ein Kerl da mal hintersetzt und Bastler ist, ja, und Spaß eigentlich an solchen Dingen hat, dann kriegt man das auch eigentlich sehr, sehr gut hin. So, die meisten, sie darfst das nicht vorschlagen, weil Holz ja verboten ist auf Conventions. Ja gut, aber basteln kann man ja mit verschiedenen Materialien, ne? Und das stimmt, eigentlich Seid ihr Männer da super kreativ, super erfinderisch und wenn ihr einmal damit anfangt, dann würdet ihr auch echt zu guten Ergebnissen kommen, ja? Oder ihr interessiert euch generell nicht so für Kostüme, das kann natürlich auch sein. Ich weiß es nicht. Ich lese gerade im Chat, also jemand sagt, ne, man wäre zu breit für ein Cosplay. Und ich muss sagen, jetzt, ich war die letzten 2 Jahre auf der Fantasy Basel, ich war jetzt auf der Gamescom und das ist toll. Ich glaube, da gibt es auch sehr viele Leute, die einfach in diese Rolle schlüpfen und sich da drin super wohlfühlen. Und da sollte man wirklich kein Bodyshaming haben. Also ich habe alles gesehen, von ganz, 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 ganz zarten Mädels bis zu nicht so zarten Mädels. Also ich glaube, dass da die Figur gar nicht so die Rolle spielt als das Cosplay an sich. Sollte es nicht. Also für viele ist es halt gerade im Internet nochmal ein Problem und da gibt es natürlich wieder sehr viele Menschen, die nicht ganz so erwachsen reagieren, aber
jeder sollte das cosplayen, worauf er Bock hat. Der einzige Kritikpunkt ist, ne, es ist natürlich, je nach Figur oder so, passt das eine Cosplay vielleicht besser als das andere, um das mal ganz neutral und distanziert zu sagen. Da kann man ja schauen, ob man was findet, was einem vielleicht doch eher zusagt. Aber es gab zum Beispiel auch einen Mann mit Bart und auch wahrscheinlich übergewichtig, der hat ein Sailor Moon Cosplay getragen, aber eben um das zu parodisieren, ja, der fühlte sich dann aber auch mega wohl und war auch der Star vom ganzen Japan-Tag, ne, weil jeder das so witzig fand. So, warum nicht? Meine Güte. Ich würde als Hatsune Miku gehen. Ja, zum Beispiel. Mit blauen Haaren bis zum Boden. Kann ist das die von... Machen? Nee, warte mal. Von dem, also die von diesem Vocaloid. Ja, ja, genau. Dieses Rhythmus, die ja. Also wenn du noch passendes Make-up haben möchtest, dann stelle ich mich auch immer gern zur Verfügung. Sehr gut. Mit künstlichen Wimpern, Lippenstift. Bart muss ab, ist klar, ne? Eigentlich will ich nur die Haare haben. Achso, nur die Haare. Also, muss aber dann die Augenbrauen vielleicht noch ein bisschen, damit das zur Perücke passt und so. Wuschel ich meinen Kopf so die ganze Zeit. Also ich habe noch eine Jinx-Perücke. Die hat ja auch schon zumindest so zwei blaue lange Zöpfe, falls dir das weiterhilft. Ja, das wäre schon mal ein Anfang. Ja, kann ich dir auch mitbringen oder so. Perfekt. Ja. Dreamhack. Oh, ich werde Cosplayer. Wie viele Perücken hast denn du? Auch so 30, 40. Wo lagerst du denn das alles? Hast du ein Zimmer, wo alles nur drinne steht? Oder? Wir haben ja jetzt gerade schon mal hier so ein bisschen gesehen. Da ist zum Beispiel so ein Teil von Lux. Dann da hinten zum Beispiel ist noch so eine Kiste, weil ich nicht weiß, wo ich sonst damit hin soll. Dann bei mir im Hintergrund steht ja so ein bisschen da die beiden Sachen. Ansonsten ist mein halber Kleiderschrank voll mit Cosplays und mein Papa hat tatsächlich noch so Abstellraum, so eine Kammer auf dem Dachboden quasi und da sind dann nochmal mehrere Kartons mit Cosplays und so. Der braucht das aber auch nicht, der hat den Platz. Dann kann er die Kisten da lassen. Ich muss sagen, ich finde den Johnny gar nicht so übergewichtig, wie du jetzt gerade gesagt hast. Was ist mit Johnny übergewichtig? Naja, du hast ja gerade gesagt, da war jemand im Cosplay im Sailor Moon. Ach so, ich meinte ihn gar nicht. Johnny. Ich glaube, du bist alles andere als übergewichtig. Nee, der Sailor Moon Cosplayer oder was das war, den habe ich, glaube ich, 2010 auch auf dem Japan-Tag gesehen oder 2011. Ich glaube, da kannte ich dich noch nicht mal. Es tut mir leid. Sollte keine Referenz sein. Du bist natürlich eine wunderschöne Sailor Moon mit Bart. Ich glaube, Johnny hat sogar die Emotes davon. Habe ich auch gesehen. Ich finde einfach, man sollte sich trauen. Ja, da hat es gepostet. Das ist so, man sollte sich trauen, auch als Mädel, weil egal, was für eine Figur, ne, wenn du was findest, was dir gefällt, genau, einfach ausprobieren, vielleicht peu à peu, vielleicht eben erstmal mit einer Perücke und so ein bisschen, man muss ja nicht gleich in die Vollen gehen, aber ich glaube, man kann sich da rantasten und dann schauen, ob einem das gefällt oder nicht, ob man in diese Rolle schlüpfen kann. Ich finde das immer schade, wenn Mädels dann sagen, ja, ja gut, ich sehe halt jetzt nicht so aus, ich sehe auch nicht so aus wie Leslie. Aber das ist nicht schlimm. Ich finde das immer ein bisschen schade. Ich muss sagen, ich persönlich finde es jetzt auch eigentlich wichtiger, dass das Gesamtbild stimmt, beziehungsweise dass man sich an sich Mühe gibt irgendwie und nicht wie jemand an sich aussieht, so wie das Gesicht aussieht, wie der Körperbau aussieht oder so. Das finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es halt viel wichtiger, dass man erstens Spaß dran hat, aber zweitens, ja, trotzdem allgemein einfach ordentlich rumläuft. Ne? Also das ist egal, wie jemand aussieht. Man kann trotzdem mal seine Perücke durchkämmen. Man kann trotzdem, ich will jetzt nicht zu kritisch werden oder so, aber ich persönlich habe mit Make-up angefangen, seit ich cosplaye. Und ich finde, es passt halt teilweise einfach besser, wenn man zumindest als Frau, gerade als Frau, vielleicht nochmal, weiß ich nicht, seine Augenbrauen so ein bisschen anpasst, der Perücke oder so, wenn das so eine krasse Farbe ist oder mal so ein bisschen Lidschatten oder Wimperntusche benutzt, einfach damit das mehr zu so einer krass lebendigen Perücke passt oder so. Also das vielleicht mal im Gesicht ein bisschen mehr zu arbeiten, einfach um halt ein stimmigeres Gesamtbild zu schaffen. Das ist unabhängig zum Beispiel von einem Körperbau oder so und das ist auch unabhängig von, wie jemand aussieht, sondern das ist einfach nur, wie gibt sich jemand Mühe, wirklich das umzusetzen oder so. Ne? Und gerade wie du sagst, auch wenn man keinen
Plan davon hat oder so. Man muss nicht perfekt anfangen. So meine ersten Cosplays, ich habe Phoenix Wright gecosplayt. Ich habe nicht mal das Make-up benutzt, außer dass ich Zacken an meine Augenbrauen gemacht habe, weil der auch Zacken hatte. Das wollte ich gerade fragen. Ich war trotzdem glücklich. So. Das wollte ich gerade fragen. Ich glaube, du siehst auch in diesen 7 Jahren, wo du das jetzt machst, siehst du sicher auch an deinen eigenen Cosplays Entwicklung, oder? Ja, definitiv. Ne? Also wie gesagt, oder wie du schon meintest, am Anfang wusste ich gar nicht, ob mir das zusagt, wie sehr mir das zusagt. Mein erstes Cosplay war gekauft. Mein zweites war zumindest aus mehreren Teilen zusammengekauft mit eigenen Anteilen. Und so hat sich das dann halt immer mehr gesteigert. Und auch das Make-up kam erst 2012, 2013 irgendwann so ein bisschen mehr. Ich hatte am Anfang echt gar keinen Plan davon. So, ich finde es nur wichtig, dass man sich selber weiterentwickelt und dass man halt nicht stehen bleibt. So, das ist mein persönlicher Ansatz zumindest, dass ich persönlich sehe, wo meine Fehler sind und dass ich versuche, beim nächsten Mal noch ein bisschen mehr Mühe da reinzustecken. Das ist zumindest mein Ehrgeiz. Wie sieht das so mit dieser nackten Hautgeschichte aus? Nimmt das auch über die Jahre immer mehr ab, dass die Damen sich immer seichter kleiden und immer körperbetonter? Oder also wenn man jetzt zum Beispiel mal an die BlizzCon denkt, ja. Sehr viele Leute hatten, ich weiß nicht, wie diese kleine Dame mit ihrem Roboter heißt. Diva? Diva. Ja. Super viele in ihren Gummianzug reingeproppt, so, dass man aber auch ja alles so sieht. Ist das, ist das so Sexappeal? Ist das so ein Ding? Oder also geht es da wirklich noch ums so wie bei Jessica Nigri, wie wir vorhin schon gesagt haben, du kannst ja auch in Schlüpper reingucken bei ihrem Caitlyn-Cosplay. Ich glaube, das ist, also Jessica Nigri hat ja wirklich schon sehr viele Unterwäsche-Shootings an sich gemacht. Ich glaube, Diva sollte man davon erstmal abgrenzen. Diva ist ein sehr, sehr, sehr beliebter Charakter unter Cosplayern und ich glaube, den cosplayt man nicht unbedingt, um sexy zu sein. Also das ist zumindest nicht die Intention vom Charakter Diva an sich. So, dann hat man, glaube ich, den Charakter nicht verstanden, weil Diva ist eigentlich kein sexy Mädchen. So, das ist, ich glaube, nicht die Overwatch-Intention von Diva gewesen. Ich glaube, den Charakter findet man einfach süß, toll. Gerade als Mädchen kann man sich vielleicht damit identifizieren oder denkt sich, ach, der passt zu mir, den möchte ich gerne cosplayen und denkt gar nicht darüber nach, dass das jetzt irgendwie sexy sein soll. Also das wäre zumindest jetzt, wenn ich Diva cosplayen wollen würde, wäre das nicht der Vordergrund, gerade wenn man einen Ganzkörperanzug anhat. Und dann auf der anderen Seite, viele machen die ganzen Rüstungsteile, die an diesem Suit von Diva sind, noch selber. Aber auf der anderen Seite, wenn man das nicht kann oder nicht möchte oder neu ist im Cosplay-Business, gibt es auch sehr viele Seiten, die den Suit mittlerweile anbieten zum Kaufen. Und man muss den einfach wirklich nur im Internet bestellen, kann es anziehen und hat ein Cosplay. Und das ist natürlich viele, die sich denken, ja, ich habe Bock drauf und kann das sehr leicht realisieren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich trotzdem sehr viele freizügige Cosplays, Cosplayer, ja, aber das sollte man, glaube ich, davon abgrenzen. Ich glaube aber nicht, dass das weniger wird, eher mehr, weil auch prozentual mehr Cosplayer halt an sich mittlerweile existieren als früher. Also das muss man auch noch dazu berechnen, dass die Szene an sich wächst. Wie ist das so in der Szene? Ich mag das Wort irgendwie nicht so, aber wenn man jetzt so auf Messen geht und sich dann mit anderen trifft, gibt es da so ich weiß nicht, unter Männern Hahnkämpfe oder so Zickenkämpfe zwischen Frauen, wo dann immer geschaut wird, die hat ein bisschen mehr zu viel Haut oder die könnte was anderes tragen. Die hätte oh mein Gott, und die Mühe hat sich die Brüste sollen. Machen lassen und sowas. Margarita, bist du auf Twitch? Bist du doof? Was ist das für eine Frage? Du streamst hier mit 100 anderen, die deine Konkurrenz sind, die ganzen Fixer, die dir die Subs wegnehmen. Natürlich! Das wird doch da auch nicht... Okay, ich will nicht für dich antworten. Mach doch mal. also so wie Leute hier auf Twitch in den Chat reinkommen und ihre Meinung äußern müssen, haben Menschen halt generell die Tendenz dazu, ihre Meinung zu äußern. Das ist halt überall so, glaube ich. Und das gibt's natürlich auch im Cosplay-Bereich. Bei mir war das, als ich noch ein paar Jährchen jünger war, als ich Cosplay angefangen hatte, noch mit anderen Leuten zu tun hatte, finde ich, war das extremer. Vielleicht hatte ich auch einfach Pech mit den Leuten, mit denen ich früher rumlief, aber die haben sich sogar innerhalb ihrer Gruppe einfach... Die haben untereinander gelästert und wenn sie zusammen waren, war wieder heile Welt. Kindergarten heilt, gerade pubertär. Mittlerweile, ja, also persönlich rede ich schon darüber, über Sachen, die mir nicht gefallen, die mir auffallen an anderen oder so, aber dann eher privat mit anderen Freunden, wo man sich das vielleicht noch erlauben kann. Das ist jetzt halt, ist nicht, ich muss sagen, ich bin jetzt kein reiner Mensch, was das angeht, aber ich versuche das
irgendwie trotzdem subtil zu halten und nicht irgendwie überall gerade meine Meinung rauszuposaunen, weil das, keine Ahnung, ich bin auch nicht ohne Fehler, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Gibt Sachen, die gefallen mir nicht so, dann rede ich mit meinen Freunden darüber, das reicht dann auch. Voll schade, ich dachte eigentlich, es gibt da mehr. Ja, klar, klar, es gibt öffentlich immer wieder Diskussionen. Ja, davon abzugrenzen, ja. Klar, natürlich. Es gibt kannst auch immer wieder. Kannst du demnächst mal retweeten, dass man die sieht bei Twitter? Was? Die Bitchfights? Kannst du retweeten bei Twitter? Ich gucke mir das mal gerne morgens nach dem Aufstehen auf. Oh, ich versuche mich davon echt zu distanzieren. So, gerade jetzt. Okay. Ich muss sagen, Klausurenphase ist doch wichtiger, als sich Bitchfights zu geben. So, keine Ahnung. Kannst du mir auch privat schicken. Also, ich gucke auch mal per. Weiß es gerade nicht. Ich kann dir eine Freundin empfehlen, die da wirklich tief drin steckt. Die kann dir alles Mögliche erzählen. Stell mir das gerade so vor. Ich habe mein Mercy-Kostüm fertig und dann war ich da und dann war die andere auch da. Boah, und ihre Flügel sind einfach mal dreimal so groß wie meine, ja? Das geht gar nicht. Dabei hat sie sich bei mir all die Tipps geholt. So stelle ich mir das ja, halt vor. Ja, untereinander, doch untereinander ja? Schon. Ja. Oh. Schon. Oh, das ist ein. Also nicht immer. Manche sind auch wirklich so, dass sie es dem anderen gönnen und sich freuen. Aber wenn man das Gleiche trägt, vergleicht man sich natürlich automatisch. Mm. Und wenn nicht ich den Spruch bringe, kommt auch manchmal von einer Freundin, du siehst aber besser aus, Leslie. Und ich denke mir so, ach, das ist schön, aber irgendwie tut es mir gerade auch leid für den anderen, der gerade ein paar Meter weiter steht. So, wenn man vorher mitbekommen hat, dass die anderen ähnliche Intentionen zeigen, dass sie sagen, oh, ich möchte das Gleiche machen und so, dann denkt man sich indirekt vielleicht schon so, gut, ja. Nee, aber ich versuche das dann eher witzig unter Freunden zu gestalten. Aber die kommen auch teilweise zu mir und sagen mir, ey, du siehst aber besser aus oder ich muss sagen, das Cosplay von der finde ich aber besser oder so. Ich glaube, man vergleicht sich automatisch. Das ist halt ein menschliches Grundbedürfnis irgendwo, sich mit anderen zu vergleichen. Ja, meistens ist es halt auch. Also man versucht sich ja immer positiv darzustellen in Vergleichen, man versucht den anderen dann ein bisschen abzuwerten oder so. Das ist aber fernab von Cosplay ist das halt ein ganz normales menschliches Bedürfnis und das sollte man nicht außer Acht lassen, weil das tut halt einfach jeder immer eigentlich. Wie sehr das ausartet, ist die andere Sache. People judge, but they don't care. Das also ist wieder ein super schlauer Spruch von dir, Slabby. Ja, das muss man lernen, wenn man auch hier auf Twitch unterwegs ist. Ohne zu schleimen, ich habe letztes Jahr war das Jahr des Ciri-Cosplays. Also wir waren auf der Fantasy Basel und ich glaube, ich habe alle 5 Minuten eine Ciri gesehen. Mhm. Und deins dieses Jahr und deins war jetzt mit Abstand wirklich das Beste. Das kann man so sagen. Also ich habe. Nein, ist so. Hat mir am besten danke. Gefallen bis jetzt. Aber das ist ja, guck mal, das ist genau das, was wir gerade angesprochen haben. Ich kann das machen, ich bin nicht in der Szene. Ich darf Szene. Sagen, was mir am besten gefällt. Szene ist für mich gerade nur, wenn man selber cosplayt. So, also ich kenn die egal, anderen ja könnt alle ihr euch genauso gut ein Cosplay kaufen, dann seid ihr auch in der Szene. Wollt ihr auch in der Szene sein? Mm-mm. Nein. Nein. Jedes also, Jahr wie, zu Ballern. Wie gesagt, das ist halt so. Auch gerade, wenn man Sympathie für jemanden empfindet, sagt man dem vielleicht auch eher mal, boah, dein Cosplay ist so toll. Aber ich muss sagen, ganz im Ernst, ich kriege im Moment wirklich viel mehr Positives als Negatives mit. Das ist so, schön. Und das, ja. Ich finde auch, man sollte eher die positiven Sachen hervorheben. So, wenn man was am anderen nicht mag, schön, dann kann man für sich selber wissen, oh, ich habe es besser gemacht. Egal, ob das jetzt objektiv so ist oder nicht. Aber wenn man sich selber damit besser fühlt, dass man diese Meinung hat, soll man die gerne haben. Aber ich finde es wichtig, dass man den Leuten eher sagt, was gut ist und das Schlechte für sich behält. Weil man möchte ja selber auch gerne lieber positives Feedback bekommen. Und wenn man Negatives hat, kann man es aber auch immer vernünftig anbringen. Ne, das ist ja wie bei Twitch auch. Wenn ihr streamt, kriegt ihr wahrscheinlich auch manchmal negatives Feedback oder so und einige Leute bringen es halt vernünftiger an und andere nicht. Und man kann alle immer beides auf beide Arten machen. Dizzy nicht, aber wir anderen schon auf jeden Fall. Ja, ich kriege kein so, negatives okay, Feedback. Okay. Nee. Wie konnte ich nur davon ausgehen? Mich mag jeder. Das kann ich nicht, wenn jeder redet. Ihr müsst euch einfach mal ein bisschen netter verhalten so und nicht immer so machtsüchtig sein oder diktatorisch und einfach salzig. Ein bisschen Liebe verbreiten. Immer dieses Salz. Keine Ahnung, wovon ihr redet. Weiß ich nicht. Ja. Hast du so ein paar Anekdoten zu erzählen? Ja, aber das E-Mod hier habe ich, was ist das überhaupt? E-Mod. Friendzone, ne, glaube ich. Genau. Bist du, weil du so oft angegraben wirst? Das ist zum Beispiel eine Anekdote. Kannst du das kurz mal aufklären? Das hat vorhin schon jemand gepostet. Boah,
Also man kriegt immer mal wieder irgendwelche Fragen. Also ich glaube, das ist als Mensch der Öffentlichkeit, in Anführungsstrichen, weil man halt öffentliche Profile hat, normal, dass Leute das mitkriegen und einen immer ansprechen. So, ich glaube, aber dazu muss ich nicht cosplayen. Wenn ich an sich ein Instagram-Profil hätte, wo ich nur normale Fotos posten würde, würden mich wahrscheinlich genauso Leute einfach nur ansprechen. I don't know. Oh, da kommen meine Leute. Fein. Fein. Brav. Nein, keine Ahnung. Ich glaube, das ist auch normal, dass man irgendwelche mal mehr, mal minder schönen Anfragen bekommt. Aber ich finde, es hält sich bei mir alles in Grenzen. Und wenn ich mir denke, ja, wenn du mit mir ausgehen willst und das einfach so direkt schreibst, dann antworte ich dir einfach nicht. So. Weil ganz im Ernst, so, dann müsste ich es auch allen anderen erlauben, die jemals gefragt haben nach dem Motto. Und dann werde ich professionelle Daterin oder so und gebe mein Studium auf. Ich weiß nicht. Ahnung. Wie war das mit der Rose da nochmal? Oh ja, das war sehr komisch. Also ich habe mal wirklich, ich weiß es nicht. Ich keine Ahnung, von wem die war, bis heute nicht. Ich habe, du das weißt. Ich habe eine Rose bekommen im Hausaufgaben gemacht. Januar oder so. Und da stand, also da war eine Karte. Das war einfach von so einem Online-Boom-Shop, keine Ahnung. Und das wurde halt wirklich hier an diese Adresse gesendet, die eigentlich keiner kennt, außer meine privaten Freunde. Und da war aber kein Name bei, sondern einfach nur so, ja, hier, bla, ich wollte dir so Rose überlassen. Ich freue mich schon, dich auf der Dreamhack zu sehen. Und ich denke mir so, ja, cool, okay, wer bist du denn? Und auf dieser Rose war dann noch in Gold so, ich liebe dich gedruckt. Und ich so, Und ich war sehr verwirrt, vor allen Dingen, weil diese Adresse halt niemand kennen sollte. Man kann es gerne an die Packstation schicken lassen oder so, aber das war sehr komisch. Vor allen Dingen noch mit einem Bon Jovi-Zitat. An diese Person, falls du gerade zuschaust, ich glaube nicht, ich mag keinen Bon Jovi. War also erst recht ein Griff ins Klo. Wow. Du magst keine Katzen, Slavy. Nee. Siehst du, ich mag auch keine Bon Jovi, also. Wow. Nein, also auf jeden Fall, das war sehr, sehr komisch, ja. Also, aber ich versuche das einfach zu ignorieren. Du magst keine Katzen. Wenn man sich mit sowas verrückt macht und sich fragt, woher das kommt oder so, dann wird es halt auch nicht besser. Ich meine, Slabby, du kannst doch nicht ins Internet gehen und sagen, du magst keine Katzen. Du wirst nie wieder. Ich verachte Katzen. Slabby, du wirst nie wieder in deinem Leben auch nur mit einer Kneifzange wirst du keine Frau mehr anfassen. Dafür ist mein Stream der Safe Haven, die Safe Zone für alle Katzenunliebhaber. Bei mir auch. Ich werde nie da reinschauen. Okay, gut zu wissen. Bei mir auch, aber wie man sich nicht beliebt macht auf Twitch. Vielleicht hast du bei mir ist im Stream noch zwei Zuschauer und zwar zwei Leute auf der Welt, die keine Katzen mögen. Sorry, ich mag keine. Aber ich mag an sich Tiere nicht. Tut mir leid. Was machst du überhaupt? Magst du und die Leute Goldfisch? Sagen mir, ich bin salzig. Was denn? Ich sag doch nur meine Meinung. Meine ehrliche Meinung. Mein Goldfisch? Ja, okay, dein Goldfisch. Mein Goldfisch? Okay, den mag ich. Der tut ja auch nicht. Aber da solltest du keine Katze haben, wenn du einen Goldfisch hast. Das ist wie Nische. Du kannst dich auch im Internet hinstellen und sagen, du magst keinen Fußball. Mach das mal in der Realität, dich irgendwo in weiß ich nicht wo hinzustellen, auf Mallorca und zu sagen, ich mag keinen Fußball. Deine dann sagen deine scheiß rot-gelben da, die scheiß ich bin, die schwarz-gelben kannst du da auch gerne nehmen und dich verpieren, aber Katzen. Ich bin der. Oh, ich war gemutet. Oh, Slammy, du bist ein Schleimer. Was? Ich mag keine Tiere. Aber Slavi, mein Goldfisch schon. Okay, Goldfisch, du bist ein Schleimer, bist du. So sieht's nämlich aus. Naja, gegen Goldfische kann ich ja nichts haben. Die springen mich nicht an, die nerven nicht die ganze Zeit, die schwimmen die ganze Zeit im Kreis. Doch, die nerven. Glaub mir, die nerven. Wenn alles ruhig ist, dieser Goldfisch zerplatzt die ganze Zeit irgendwelche Blubberbläschen an der Wasseroberfläche. Du hast die ganze Zeit immer nur so ein kleines Das macht dich verrückt, wenn du lernst. Aber ist okay. Goldfische können nervig sein. Man glaubt, nein. Ist egal. So, Anekdoten. Ihr hattet noch Anekdoten irgendwie gehabt gerade. Du brauchst jetzt von Slappy nicht ablenken. Der wird gerade komplett durch den Toaster gezogen. Könnt ihr auch. Ich bin's gewohnt. Oh ja, ich bin so Underdog, weißt du? Ich kenne das, wenn Leute über mich herziehen. Deswegen habe ich jetzt gesagt, ich mag keine Katzen mehr, damit ich noch mehr an der Kaffee bin, weißt du? Damit bin ich nämlich der krasseste im Internet. Slavi stirbt irgendwann an seiner Katzenallergie oder so. Vermutlich. Weißt du was? Ich werde jetzt den kleinen süßen Stinker, der da sitzt, ne? Den werde ich jetzt zum Kampflöwen dressieren. Und wenn du einmal vorbeikommst, geht der instant auf deine Kehle.
Du bist nicht mehr in der Tür. Der sieht deine DNA, der riecht deine DNA. Und denn wenn du die Tür nur so ein Spalt, zack, Kille durch. Vorbei. Ist vorbei. Guck da, siehst du? Kleine Fellkampfmaschine. Los. Gott, so schlimm ist es jetzt auch nicht. Aha. Auf einmal. Es ist vorbei. Kampfmaschine. Er versucht gerade nur seine Position zu retten. BJ? Fass. Siehst du? Naja, ich bin jetzt nicht der Opa, der mit dem Stock auf Hunde haut, wenn er im Park rumläuft oder so. Jetzt allein, so ganz dass, so du diese, dass du diesen Gedankengang hast. Ja, mach ich ja eben nicht. Ich tritt keine Hundis oder so. Aber ich. Slap ihn. Die nerven mich, wenn ich irgendwie hier rumjogge. Dann kommen immer die Hunde und sind nicht angeleint und dann Katzen. Die ganze Zeit rumrennen überall und wollen die ganze Zeit um meine Beine herumwuscheln und so. Okay, pass auf. Pass auf, jetzt wirklich alle da draußen. Alle Menschen da draußen, die ihr gerade zugucken. Wenn ihr Twitter besitzt, bombardiert Slappy mit süßen Katzen, Hunde, Tierbildern. Komplett, volles Fund. Hashtag du Ficker. Siehste? Entschuldigung, ich weiß, das ist sehr drastisch, I know, es tut mir leid, aber Hashtag du Ficker und alles an Slappy. Bombardiert ihn einfach. Überall, wo ihr ihn findet. Moment. So einfach ist das im Internet. Im Stream, überall. Twitter, komplette Maschinerie jetzt. Fahrt mal auf Internet und zeigt mal, wie sehr wir Tiere lieben. Dankeschön. Ich retweete alles. Okay, Slappy retweetet alles. So einfach ist das. Ich habe letztens auch was gegen Joker gesagt, da wurde ich bombardiert mit Fotos von Mädels mit Joker. So einfach ist das im Internet. Aber das ist nicht könnte zwei, drei. Du musst dich was. Mir einen auf umtun. Ja. Du musst dich nur gegen etwas stellen im Internet. Stimmt. Dann wirst du zubombardiert Stimmt. damit. Stimmt. Katzen haben auch Joker. Ich erkenne jetzt gerade die Parallelen. Aha. So ein Katzenhalsband ist ja auch schon fast. Obwohl, cool. Es gibt Joker. Da dieses Videospiel, wo man diesen Dating-Simulator mit Katzen, das mag ich. Wie heißt denn das nochmal? Mir fällt es nicht mehr ein. Echt verloren. Muschi, Kitty, Kitty. Nekupara, glaube ich, oder so ähnlich. Nekupara, sowas mag übrigens, ich dann doch. Da habe ich nichts gegen. Falls ihr Bilder von Möpsen habt, könnt ihr gerne Höp von Dörpsen noch mit reinmachen, denn der mag Möpse. Der mag keine Möpse. Keine okay? Möpse. Warte, er hat was gegen mal Möpse. Also, falls ihr Möpse als Bilder verschickt, ihr müsst dann Höp von Dörpsen noch mit verlinken, bitte. Dankeschön. Hashtag du Ficker, ja. Hashtag du Ficker und ab dafür. Bruder, ist ein bisschen komisches Hashtag, aber drastische Maßnahmen. Drastische, ja. Leslie, deine Anekdoten, Entschuldigung. Hab ich die vergessen? Verzeihung. Anekdoten, Cosplay. Ich überlege gerade. Immer wenn man darüber nachdenkt, ist es super schwer, ob einem was einfällt. Ich hab echt überlegen. Ich bin jetzt raus für die nächste halbe Stunde, ne? Ich retweete jetzt Bilder. Ich hoffe nur von Katzen. Nur von Katzen. Man kann nur übrigens einzelne Hashtags auch stumm schalten. Just saying. Habe ich nicht am Anfang gesagt, dass meine erste Veranstaltung der Japan-Tag war mit so einem Katzenkleid? Also es war so ein Leopardenmuster und dann hatte ich noch so einen Haarreif mit so Katzenöhrchen. Slappy. Wie ich gerade gesagt habe. Gegen Nekupara habe ich nichts. Ja, du wolltest doch auch mal irgendwie Cosplay machen, oder? Ja. Ja. Vielleicht setze ich mich demnächst auch hier hin mit diesen Kopfhörern. Kennt ihr die mit diesen Katzenohren? Oh ja, oh ja. Nee, du bist raus. Du hast Tiere. Mache ich demnächst. Du hast Tiere. Es ist aber dann muss ich die Kamera ein bisschen weiter nach, glaube ich, nach oben setzen. Huch. Ja, genau. Genau so. Da. Ist es schief jetzt? Oh. Tatsache. Sorry, Regie. Ungleich. So, ja, er redet weiter. Ich retweete. Sorry. Ich habe zu tun. Wow. Wenn wir jetzt schon von Cosplay sprechen, wie sieht denn da so die Zukunft aus? Weil wenn dir irgendwann eine Anekdote einfällt, schmeiß sie einfach rein. Aber wie sieht die Zukunft aus? Bei dir jetzt per se, hast du was geplant? Darfst du drüber reden? Willst du drüber reden? Was wäre das nächste? Mein nächstes Cosplay. Boah, mein nächstes Cosplay wahrscheinlich Hinata von Naruto. Sagt euch wahrscheinlich was. Aber in so einer Fanart-Version, nichts, was sie halt im Anime getragen hat. Soraka aus League of Legends.
Die Zukunft von Cosplay an sich, ich würde sagen, wie gerade schon gesagt, die Szene wächst ja immer weiter. Es ist ja nicht so, dass die Leute auf einmal denken, nee, das ist Kacke, sondern meistens ist es ja so, dass Leute Gefallen in etwas finden, denken auch, das möchte ich auch mal machen. Und gerade dadurch, dass es ja immer mehr Möglichkeiten gibt und an sich das Hobby ja bekannter wird, andersrum ist, glaube ich, ein bisschen unwahrscheinlich, wird es immer größer und auch irgendwo akzeptierter. Wir hatten auf der Gamescom mal das Thema. Ich durfte sogar, beziehungsweise zu den Gamescom Awards wurden ein paar Cosplayer gefragt, ob sie halt helfen möchten, die Trophäen angeben und so weiter. Ich war einer von denen, durfte einer von denen sein. Es war eine echt schöne Erfahrung. Und gerade, dass Cosplayer selbst dafür gebucht werden, für so eine offizielle Verleihung quasi, zeigt ja, dass das in eine sehr, sehr schöne Richtung eigentlich geht, dass man halt nicht nur irgendwie wie vor ein paar Jahren teilweise eher noch als Freak abgestempelt wird. Mir hat auch schon öfters vorgekommen. Ach so, ja, da habe ich gleich eine Anekdote vielleicht. Man hat halt eigentlich viel, viel mehr Möglichkeiten. Wie du schon sagst, einige machen das auch professionell, beruflich wirklich. Das wäre wahrscheinlich vor einigen Jahren noch nicht ganz so oft möglich gewesen. Das ist immer noch nicht so oft, aber ein paar haben das halt wirklich geschafft. Auf der anderen Seite werden auch mehr Leute zum Beispiel für Stände oder so gebucht. Gerade auf der Gamescom gibt es halt viele Cosplayer, die gefragt werden, ob sie halt für einen gewissen Stand oder so arbeiten möchten. Vor ein paar Jahren war das, glaube ich, auch noch nicht so etabliert. Und ob man sich jetzt halt nackte Hostessen oder Cosplayer mit wirklich tollen Outfits dahinstellt, ist ja eben auch selbst überlassen. Ja, und also ich denke, da wird noch ein bisschen was kommen. Gab es da nicht im deutschen Bereich eine, die Lara Croft gemacht hat und die dann auch von denen angefragt worden ist, ob die für die Firma da arbeiten möchte und dann auf Conventions geht mit ihrem Cosplay? Ist es ein Cosplay? Doch, eigentlich schon, oder? Ist es ein Cosplay, wenn man einfach sehr viel Ähnlichkeit mit der Person hat und einfach nur die passenden Shorts und das Oberteil dazu anzieht und sich die Haare flechtet? Naja, gut, ne? Lara Croft, man kann noch 2-3 Details mehr dazu machen, so die Waffenhalterung oder so, noch ein paar, vielleicht noch mal so ein bisschen irgendwie sich dreckiger machen, ein paar Schnittwunden oder so aufmalen am Körper. Ich glaube, da gibt es auch ein paar Variationen von Lara, theoretisch, verschiedene Versionen, je nach Spiel. An sich, ja, klar, ne? Also man kann halt trotzdem mehr ins Detail gehen, als sich nur Short und T-Shirt anzuziehen, weil, je nach Spielversion, ist der Charakter halt schon noch ein bisschen detaillierter. Man kann das ja einfach lassen und die Leute, es ist ein Stereotyp so, ne? Man sieht das und denkt sich auch sofort, oh, das ist aber Lara Croft, oder? Und du musst gar nicht dafür viel tun, damit die Leute das sofort damit assoziieren. aber ja, ich persönlich denke mir so, für mich wäre das zu einfach. So, klar, ist ein Kleiderschrank-Cosplay, aber man kann sich immer noch ein paar Details selber dazu basteln. Sagt man das so? Sagt man das so? Ein Kleiderschrank-Cosplay? Ja, tatsächlich gibt es die Bezeichnung auch, ja. Genau. Ja. Hast du vielleicht Lust, mich zu cosplayen? Ich weiß nicht, wo ich anfangen sollte. Ja, ich weiß, es ist sehr umfangreich. Schwierig, da muss, glaube ich, dann erstmal. So viele Buenos kann sie nicht essen. Wow. Wenn wir gerade schon über deine T-Shirt-Größe geredet und so, die müsste ich ja jetzt nur ausfüllen, dann wird das ja schon die halbe Miete sein. Es meine mir, ich konnte nicht anders, ich musste es sagen. Wow, der war gut. Ich wollte jetzt mit Kissen anfangen von Ikea, um das wieder aufzugreifen, aber Sali, du hast ja... die war gut. Sali, ich komme einfach mal bei dir vorbei und ich verbringe ein Wochenende in der Nähe von deinem Kühlschrank, dann wird das schon... Von meinem? Ich ersetze danach auch alles. Bei mir? Da ist nichts drin, du. Ach so, ich wollte gerade sagen. Der ist doch so voll. Da muss man sich doch nur einmal bedienen, dann hat man es, oder? Locker. 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 Bin schon auf dem besten Weg dorthin. Aber ja, wenn ich dich cosplayen würde, es gibt zum Beispiel genauso gut künstliche Bärte, ne, die man sich ankleben kann. Es ist halt, gibt alles. Also falls du das irgendwann machen möchtest, ich würde mich, das wäre cool. Ich glaube das. Ach ja. Wir können ja auch tauschen. Wir können ja auf der nächsten Gamescom machen wir so einen Running Gag. Ich gehe als du und du gehst als ich. Ob die Leute also als normal, ne? Ich bin ja immer verkleidet, mehr oder weniger. Und ich ziehe mir dann deinen normalen Perücke und ein enges Top. Geil.
Ja. Ich nehme meinen Cappy auf. Bist du auf der Dreamhack? Ja. Vielleicht machen wir da so einen Running Gag draus. Einfach so mal als Jux. Wir können es versuchen. Ich brauch deine gängigste Cap, dein gängigstes T-Shirt. Das hole ich mir dann nochmal. Also das wird mein gängigstes T-Shirt werden. Okay, kann ich dir jetzt schon, das kann ich dir auch ausleihen zur Not, wenn du möchtest. Ja, perfekt. Dann hole ich mir noch 50 Kissen und dann binde ich mir die um und dann ziehe ich das drüber. Easy, machen wir. Aber hat sie ich trage keine 50 Kissen gesagt. Ja, natürlich, wer 5XL trägt, das XL steht für 0,50. Natürlich, 50 Kissen. Hat sie gut affin hergeholt. Naja. Hast du mal die IKEA-Kissen gesehen, wie klein die teilweise sind? Da musst du schon mehrere holen. Eben, sage ich ja. Gut. Klingt gut. Oh Gott, okay, gut. Jetzt gehe ich heulen, okay? Können wir kurz in die Pause gehen? Nein, aber wirklich, wollen wir kurz mal eine Pause machen? Können wir machen. Können, ne? Ja? Okay. Leute, da draußen, wenn ihr noch Fragen habt an die gute Leslie oder an uns, dann könnt ihr das gerne tun auf Twitter unter Hashtag Plankenschnack oder auch gerne in der Twitch-App im Channel Plankenschnack. Da könnt ihr das gerne auch tun. Wir sind gleich wieder da, nach wenigen Sekunden, wenn wir alle Pipi gemacht haben und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich!
Sind wir wieder da? Hallo. Möpse. Sind wieder da? Scheiße. Hallo. Hast du gerade Scheiße gesagt? In diesem Familienfreundlichen. Jetzt die dicken Witze und jetzt auch noch sagen, dass der Plankenschnack scheiße ist. Du kannst auch gleich auf die Du-Ficker-Liste, wenn du willst. Nee, ich war eigentlich nur traurig darüber, dass sie mich weiterhin aushalten müssen hier in diesem. Wow. Das ist doch. Nee, ist auch nicht gut für dich. Ne, ist egal, was ich sage, ist nicht gut. Ah, großartig. Das läuft heute wie ein Länderspiel hier. Das geht Ping-Pong hin, her, wird scharf geschossen. Länderspiel, ja, hier, Fußball-Anekdote. Wir waren zum Beispiel. Immer, wenn man mit Cosplay in der Öffentlichkeit ist, muss ich sagen, sind die älteren Leute im Schnitt noch freundlicher als die jüngeren. Gerade wenn es um alkoholisierte Mitmenschen geht. Wir hatten, wie gesagt, Anekdote. Wir waren zum Beispiel zu den LCS-Finals. Das ist von League of Legends eine Veranstaltung in Hamburg gewesen. Und da sind zwei Stadien nebeneinander. Und in dem einen war halt die League of Legends Veranstaltung und direkt nebenan war an dem Tag ein Fußballspiel. Und wir fühlten uns so unwohl, da lang zu gehen, ja, weil die ganzen Fußballfans kommen dann so zu einem, was bist du denn? Und können einen halt nicht in Ruhe lassen und man denkt sich immer nur so. Also, ja, also es ist keine so lustige Anekdote, aber vielleicht eher etwas, wo man als Cosplayer sich wirklich denkt, so, ich tue dir nichts, ich laufe hier einfach nur kurz vorbei. Und man wird halt angehalten, wird angemacht von der Seite und so gerade von alkoholisierten Mitmenschen meistens, weil die sich denken, ach, ist ja witzig. So, aber dafür muss ich sagen, gibt es auch sehr, sehr viele, die positiv reagieren, einfach wirklich nur neutral positiv fragen, was man so macht, was das eigentlich ist und wirklich Interesse kurz haben, darüber mehr zu erfahren und dann gehen sie auch weiter. Das ist halt gerade bei älteren Menschen, wo man sich denkt, so, dass ihr euch dafür interessiert, witzig, ne? Und die sind dann ganz oft so, ach, das ist ja schön und ihr näht das selber. Oh, da haben wir noch einen ganz großen Pluspunkt bei den älteren Menschen, weil die haben ja ganz oft auch früher eine Nähmaschine gehabt oder so. Man hat positive und negative Erfahrungen, wo man es vielleicht gar nicht erwartet, weil man einfach nur passiv irgendwo langläuft und auf einmal sprechen einen Menschen an. Darüber hat man vorher vielleicht gar nicht nachgedacht. So wie mein Chef damals auf der Arbeit immer wieder das Thema angesprochen hat, obwohl ich einfach ganz normal nur auf der Arbeit stand und nichts gemacht habe. Irgendwann hat er mich Harley genannt, weil ich ihm mal davon erzählt habe, dass ich Harley Quinn gecosplayt habe. Ja. Sag mal, Leslie, es gibt doch auch die Möglichkeit, also ich habe das schon gesehen, dass man als Cosplayer ja auch die Fotos macht und die Fotos dann verkauft. Oder zum Beispiel auch auf Patreon stellt. Und Patreon ist ja so eine Seite, wo man jemanden unterstützen kann. Und umso mehr sie unterstützen, umso eher werden dann Bilder freigegeben oder solche Sachen. Hast du schon Bilder verkauft? Nicht auf Patreon. Ich habe kein Patreon. Ich habe einmal welche verkauft, also unter Cosplayern, nein, nicht gut, aber an sich, wir nennen das zumindest Prints verkaufen. Prints sind eigentlich einfach nur Fotoausdrücke von unseren Cosplay-Fotos, Fotoshootings. Ist halt eine super Sache, um den Cosplayer an sich zu unterstützen. Sag ich nichts gegen. Ich habe meistens bin ich einfach nur so, ich habe mich nicht wirklich drum gekümmert. Die Nachfrage ist da. Ein paar Leute fragen, gibt es welche von dir? Kann ich dich damit unterstützen? Kann ich welche kaufen? Die hängen sich das dann auch wirklich gerne irgendwie auf oder so. Ich habe das einmal gemacht bisher auf der RPC dieses Jahr, Roleplay Convention in Köln. Aber ich habe bisher keinen Online-Shop. Also ich überlege die ganze Zeit, aber ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen. Ist nicht so, dass ich dem abgeneigt bin. Patreon, genau, auf Patreon kann man das zum Beispiel genauso machen. Man kann sagen, dafür, dass ihr mich für so und so viel Euro im Monat unterstützt, kriegt ihr dann halt irgendwelche Printsets oder so. Das kann jeder Cosplay anders machen. Also Patreon ist an sich erstmal eine Seite, auf der kann man Künstler unterstützen. Das war, glaube ich, so der Hintergedanke von Patreon, Künstler zu unterstützen. Und für die einzelnen Donation oder ja, irgendwie irgendwelche Geldbeträge, die man da festsetzen kann, kriegt man dann halt gewisse Sachen zurück. Und das gibt es dann halt in mehreren Stufen. Und für so und so viel Euro im Monat kriegst du so ein Paket quasi zurück. Teilweise auch nur virtuelle Pakete. Teilweise geht es aber auch wirklich darum, dass du dann einen Prinz zugeschickt kriegst oder so. Aber es kann halt jeder machen, wie er möchte. Also er kann ja die Belohnung auf das festsetzen, was er persönlich halt frei oder rausgeben möchte.
Und einige machen das auch so, wenn du so und so viel Euro, 5 Euro im Monat donatest oder da lässt, kriegst du irgendwelche freizügigeren Fotos oder so zur Verfügung gestellt von den Cosplayern und so. Und das ist halt so eine Sache, wo ich mir denke, naja gut, okay, wenn man extra mit Freizügigkeit punkten möchte und nicht mit der Qualität des Cosplays, dann möchte ich kein Patreon haben. So, das ist nicht meine Art zu cosplayen. Aber schön, dass du noch den Schulter kurz mal runtergeklappt hast. Ja, das war gut. Kam gut rüber. Also, ja, das hast du sehr gut dargestellt. Ja, es ist kostenlos bei mir. Dafür musst du, bei anderen muss man dafür bezahlen. Hier muss man dafür auch 25 zahlen, dass man das sieht. Nein, nicht 25, 52. Nee, bei mir 25 gerade. Nochmal 25 12. Euro, dann mache ich das nochmal. Okay. Also hier geht das nur ab 25. Ach so. Ja, bei 55 ziehst du dein T-Shirt mal eben, ne, zur Seite. Für wie viel? 50? Nee. Okay, ja, dann braucht er nicht donaten. Momentan kostet es 12,50 bei dir. Ja, das ist halt ein Schnäppchen. Das Hautschnäppchen, nenne ich. Schnapper. Das Hautschnapperle. Ach, Schnapperle. Habt ihr jetzt noch per se Fragen an Leslie? Weil sonst würde ich Twitter mir noch schnappen und da noch durchgehen fix, weil im... Schnappt ihr Twitter lieber nicht. Schnappt ihr Twitter lieber nicht? Ja, dein Twitter ist mir egal. wir haben hier eine Frage, die an alle geht. Meine Frage an alle. Kocht ihr eigentlich gerne? Vor Wut, ja. Wenn ich Zeit hab. Ich wohne alleine, meistens lohnt sich das nicht. Ne? Sache. Also ich koche auch gerne bei Lieferheld. Da wähle ich die Zutaten aus und dann drücke ich jetzt bestellen. Letztens noch so einen schönen Tweet gemacht, so ich, mein Papa gefragt, kann ich dir was Gutes tun jetzt so in deiner Klausurenphase? Ich so, naja, könntest du mir mal wieder Essen machen, so, ne? Also ich so, Papa, und er so, naja, ich komme mit einer Pizza vorbei und ich so, ja, gut, okay. Gut erzogen, mein Vater. Auf der anderen Seite, ja, auf der anderen Seite muss ich sagen, früher, als ich noch mit meinen Eltern zusammen gewohnt habe, hatte er halt meistens Freitags war so sein Tag, wo er Essen machen sollte. Es endete meistens darin, dass wir Pizza bestellt haben. Von daher kann ich das mit dem Lieferheld schon nachvollziehen. Ich meine, die... Wissen deine Eltern das mit dem Cosplay? Ja, klar. Und was sagen die dazu? Wissen deine... Na, weiß man ja nicht. Ich muss doch meinen Eltern auch nicht jedes Hobby auf die Nase binden. Ja, was soll er machen, wenn er hier reinkommt? Mit Stocken hauen und hier mit den Tieren schlagen, das erzählst du doch deinen Eltern auch nicht, oder? Also, von irgendwem muss ich es ja haben. Zieh dich nicht so knapp an, sonst versohle ich dir deinen Arsch! Leslie, wissen das deine Eltern? Ich verstecke das auch immer, bevor die reinkommen. Es wohnt ja nicht jeder zu Hause, so wie du, im Keller deiner Eltern. Wow! Oh! Wow! Verzeiht, Alter. Machen die sich Sorgen? Sagen. Um mich? Ach so. Warum? Ja, nicht um dich. Nee, du bist ja im Keller eigentlich. Du bist ja im Keller, also von dem her. Mann. Warum Sorgen? Ich weiß nicht. Meine Mama oder mein Papa hätte sich wahrscheinlich Sorgen gemacht, wenn man so Cosplays sieht und sich dann fragt, was macht das Kind damit und das im Internet dann eingibt, ne? Und ja. Ich so am Anfang, als du damit angefangen hast, haben die ja nicht gesagt, kommen die da mit? Ich komme mal mit. Nein, definitiv das nicht. Nein, mitkommen wollten die nicht. Die haben sich das schon so angeschaut, was ich so mache. Aber ansonsten mitkommen, nee, Quatsch. Die lassen mir da schon meine Freiheiten zum Glück. Es gibt ein paar Eltern, die kommen mit auf Cons. Es gibt auch eine Cosplayerin. Da helfen die Eltern wirklich mit. Die Mama hat sich so ein bisschen Nähen beigebracht. Der Papa hilft, glaube ich, bei den LEDs oder so. Das ist halt mega cool. Ja. Das ist cool. Ja, aber meine sind halt so, die waren am Anfang... Ne, meine Cosplays waren ja auch nicht schön, so, ne? Und dann denken die sich, okay, was macht die Tochter da? So, und mittlerweile denken die sich, okay, ist immer noch freaky, aber wenn du glücklich damit wärst, dann mach das, ne? Die freuen sich eigentlich mittlerweile, wenn ich so neue Sachen mache, die akzeptieren das mittlerweile. Das ist so, weiß ich nicht, was, keine Ahnung, so, die Eltern, also ich finde, als Elternteil musst du einfach akzeptieren, was dein Kind macht, wenn es jetzt nicht in irgendwelche komplett schiefen Bahnen abrutscht oder so. Und das, klar, kaufe ich eine Menge Stoff, auch gerne auf dem holländischen Stoffmarkt. Und ich verbrauche auch sehr viele Nadeln, weil mir viele kaputt gehen. Aber es ist trotzdem mein Hobby, bei dem ich gesund bleibe. Ja, das hast du schon ein paar Mal gesagt. Nicht wahr? die Sache ist ja die, man entwickelt sich ja weiter. Es ist ja... Die sehen ja, dass es halt etwas ist, was mir wirklich Spaß macht, was ich
wirklich, was mich glücklich macht. Und warum sollten sie ihrer Tochter was verbieten, was sie glücklich macht? So, die wissen so ungefähr, was das so ist. Die wissen auch, dass ich auf Twitch bin. Das, die kennen beide Twitch tatsächlich. Wissen, dass ich finanzielle Unterstützung, was meine Cosplays angeht, auch durch Twitch quasi bekomme. Ja, das ist halt so. Da will ich jetzt kein Blatt vor den Mund nehmen. Und ich bin den Leuten wirklich sehr dankbar darüber, auch dass es so eine Community gibt. Und wenn die Eltern sehen, dass das alles so funktioniert, dass man trotzdem noch sein Studium hat, dass man da weitermacht, die können einfach nichts dagegen sagen, so, keine Ahnung. Die können dir auch nicht verbieten, dass du homosexuell bist oder bisexuell oder so. Das ist halt, das ist was ganz anderes, aber es ist genauso die freie Entscheidung eines Kindes, wie einfach nur ein Hobby zu haben, was Cosplay heißt. Und viele geben sich damit zufrieden, dass sie einfach, also unabhängig davon, wie gut oder schlecht das ist, aber viele sagen sich, auch besser, als wenn mein Kind immer saufen geht und Party macht und dann irgendwie wie eine Alkoholleiche in der Ecke liegt, dann soll der es lieber zu Hause basteln. So, und dann finden die das ganz toll. Wenn man dann einmal sagt, ja guck mal, ich gebe mein Geld nicht für Alkohol aus, sondern bin zu Hause und bringe mir sogar noch hier Nähen bei und Basteln, und eigentlich steigert das so viele kreative Fähigkeiten, dann können die Eltern es, eigentlich können sie nichts dagegen sagen. Kommt immer drauf an, ne? Es gibt welche, ja, die das dann sagen, was? Bei dir ist jeden Tag Fasching, ne? Und dann andere, die das, ja, was denn? Die gibt's sicher. Was? Du machst jeden Tag Fasching? Was ist denn da los? Und dann gibt es eben die, die das Ganze toll finden, die das unterstützen oder eben sogar mitkommen und bei der Tochter die LED-Sachen löten. Genau. Das finde ich auch, das finde ich super. Also es hat, ach so, ja, hier, das hat mein Papa auch tatsächlich gemacht. Der kann das. Hast auch. Hast du da eine Wärmflasche? Ja, ich wohne im Dachgeschoss. Und es ist eigentlich immer so warm oder kalt wie draußen. Hier auch nochmal etwas, wo tatsächlich mein Papa mit Lukas zusammen dran gebaut hat, meistens. Das ist halt, genau, das ist halt auch von League of Legends ein Schwert, und das kann man hier anmachen. Oh, cool! Leuchtet theoretisch auch hier unten, dann sieht man das noch ein bisschen. Eigentlich ist es stärker, aber zum Beispiel Lukas hat die ganze Holzform, das ist jetzt aus Holz, deswegen kann ich es kaum mitnehmen. Genau, der hat das gemacht, und mein Papa, der hat halt hier drinnen überall so eine Batteriebox und so. Der hat halt die ganzen LEDs verlötet und hier noch so einen Lichtschalter angebracht. Und dann geht er mal zu Konrad und kauft die Sachen. Das ist einfach mega niedlich. Oh, also, ist das Zucker. Ja, meine Mama ist so die klassische Mama, die freut sich halt über alles, was die Tochter macht. So, ne? So, oh, das war toll. Ja, du hast Scheiße fabriziert, aber toll gemacht, Kind, so, ne, das ist eigentlich egal, Mama freut sich über alles, was die Tochter, also bei mir zumindest, so, ne, meine Mama, mein Papa, der ist da schon ein bisschen kritischer, das ist bei mir zumindest in der Familie halt so, der ist, ja, hat eher leistungsorientiert auch so, und will der halt auch immer, dass man noch weitergeht und so in seinem Leben und weiterkommt, aber wenn man dann irgendwie sagt, Papa, kannst du mal helfen, dann ist er trotzdem zur Stelle, also egal, wie er das Hobby findet. Mittlerweile, wie gesagt, mittlerweile ist super, aber am Anfang hatte er da, glaube ich, ein paar mehr Probleme als meine Mom. Aber wenn ich ihn frage, dann hilft er. Der hat auch, wir hatten gerade im Chat das Thema Ari-Tails, Ari-Schwänze, auch so ein League of Legends-Charakter. Man merkt, ich habe sehr viel aus diesem Spiel gemacht. Du hast da Bilder auf dem Weihnachtsmarkt, glaube ich. Ja, genau. Ne? Das ist auch ein Bild, was mir so, da habe ich mir gedacht, holy moly, da war es doch sicher kalt. Aber es sind sehr schöne kalt. Bilder geworden. Dankeschön. Ja, wir wollten halt irgendwas Passendes haben. Wollte ich jetzt sagen? Ari und die Schwänze und genau, achso, ja, und mein Papa hat mir gezeigt, wie ich das Gestell machen soll tatsächlich. Also ich hatte ihn nur gefragt, wie kann ich Draht so an eine Holzplatte befestigen, dass der Draht auch wirklich fest da dran ist. So, ne? Und der muss ja gar nicht wissen, genau wofür das ist oder so, wusste er am Ende trotzdem, weil ich sie im Flur an der Treppe aufgehängt habe, und dann waren da halt so 9 Büsche, die durch den Flur ragten, und er dachte sich auch so, dachte, es hört irgendwann mal auf, Leslie. Nein, es wird immer nur schlimmer. Aber er hat dazu beigetragen. Und ja. Nee, das auf dem Weihnachtsmarkt war richtig, richtig cool. Da muss ich sagen, das war auch so eines meiner Highlights, weil das eine Bild wurde von der offiziellen League of Legends Seite auf Facebook geteilt. Und ich war so, ich habe mich mega gefreut. Aber mal jetzt zu Lukas, also dafür, dass der ganz schön creepy ist, scheint er doch ganz nett zu sein, wa? Der war ja nur, bevor ich ihn kannte, creepy, weil das. Ach so. Ja, genau. Nein, der ist ein super lieber Mensch. Okay, vielleicht. Also doch nicht so creepy.
Naja, wenn du jemanden im Internet kennenlernst und du weißt noch nicht, wie du ihn einschätzen sollst. Deswegen, nein, das war jetzt nur so gesagt. Bevor ich ihn kannte, dachte ich mir so, hey, mal gucken. Und dann im Stream haben wir uns sehr sympathisch. Und es war Freundschaft auf den ersten Blick. Neue Gerüchte aufkommen. Er hat wirklich eine Freundin. Schon seit Jahren, schon bevor ich ihn kannte. Das okay, hat es dann auch noch mal einfacher gemacht, ihn kennenzulernen, weil ich mir dachte, okay, der will 200% nichts von dir, weil der sowieso vergeben ist. Voll gut. Wie sieht denn das, es hat gerade jemand bei Twitter gefragt, worauf legen Cosplayer Mehrwert? Den Charakter wirklich darzustellen oder eher auf die Posen, auf den Fotos? Schwierig. Also ich glaube, prozentual gibt es mehr Cosplayer, die wirklich ja, sich so klein wie der Charakter natürlich so aussehen. Aber mit denen kann man dann, wie gesagt, wie mit mir ganz normal reden. Ich glaube, so richtig in-Character sein, glaube ich, nicht die Mehrheit. Kein gutes Deutsch. Aber ich glaube, die es ist, weiß ich nicht, 24-7 dann den Charakter zu verkörpern. Also vielleicht eher so diese Ausstrahlung zu verkörpern. Ja, okay. Dass ich dann ja auch so selbstbewusster stehe oder so und diese Posen dann halt nachmache. Ja, okay. Aber wirklich, wenn man mich anspricht, dass ich dann auch so, weiß ich nicht, was soll ich denn machen als Ari? Lassiv mit denen reden? Ich habe keine Ahnung. Nee. Mal. Oder worum geht's? Ich bin verwirrt. Schon mal über ein Bioshock-Cosplay nachgedacht? Also als Eleanor, Little Sister gespielt. Oder Elizabeth? Ich hab das nie gespielt. Und so eine Little Sister? Schon ganz cool. Also ich kenne die meisten tatsächlich vom Sehen her, gerade durch Cosplay, auch wenn ich es nicht gespielt habe. Meistens kriegt man das dann irgendwie mit, was das für ein Charakter ist tatsächlich. Müsste ich für spielen, um Interesse zu entwickeln und dann auch wirklich Geld und Zeit da rein zu investieren oder investieren zu wollen. Achso, hier wird im Chat gerade noch geschrieben, Cosplay ist so Darstellung, LARP ist zum In-Character sein. Also wie gesagt, Cosplay setzt sich aus Costume und Play zusammen. Also in dem Sinne ja auch die Grundsätze, was LARP irgendwie dann umsetzt. Theoretisch von der Begriffsdefinition her, aber praktisch hast du, glaube ich, recht, dass die meisten beim Cosplay trotzdem eher einfach nur sich so anziehen und beim LARP ist es dann wirklich die Verkörperung eines Charakters. Also die Leute, die LARP nicht kennen, glaube ich, nochmal eine ganz andere Schiene irgendwo. Es ist auch verkleiden, aber meistens ist es, glaube ich, damit verbunden, dass man auch wirklich für ein paar Tage auf ein Event geht und dann wirklich sich eine Story zu seinem Charakter ausdenkt und das dann auch ein paar Tage lang durchzieht mit einer Gesamtstory mit vielen anderen. Live-Action-Roleplay. Mhm. Genau. Mir ist aufgefallen bei den Twitter-Bildern jetzt bei Ciri, ist, und da wollte ich dich fragen, übst du zu Hause den Blick? Weil man schaut die Bilder an und du bist bei jedem Bild, bist du wirklich dann in der Rolle. Also es passt halt perfekt. Wenn man so, ich habe dich ja ganz kurz getroffen, wir haben ganz normal gequatscht und dann habe ich auf Twitter geschaut, ne, und es war halt immer dieses... Ich könnte es nicht nach, aber das muss man doch ein bisschen so. Kannst du das nochmal machen? Sally, möchtest du mich mal nachmachen? Nein, ich kann das nicht. Nee, ich versuche, keine Ahnung, du weißt ja ungefähr, also klar sehe ich nicht aus Ciri so, klar, ja, im Cosplay ja irgendwo schon, aber man hat ja nicht die kompletten Proportionen, die dem Charakter in dem Spiel gegeben worden sind. Und trotzdem versuchst du dann natürlich möglichst nah ranzukommen und versuchst das dann irgendwie auf Fotos umzusetzen. Das stimmt schon, ja, bei den Selfies teilweise auch, weil ich mir denke, ach, das passt dann aber besser, wenn ich heute schon Ciri bin, dann versuche ich auch irgendwie so einen Winkel zu treffen, wo ich mich dann selber wohlfühle in dem Cosplay. Das war schon irgendwo beabsichtigt, muss ich sagen, ja, was war auch... Ich glaube, trotzdem relativ eintönig, ne? Wenn du das jetzt sagst. Nein, ich fand das gut. Es ist nur, man überlegt sich doch sicher vorher, so wie schaue ich am besten? Also man setzt sich doch sicher auch ein bisschen vor den Spiegel und guckt dann mit dem Cosplay, wie kommt denn das um, ne? Mal für 5 Minuten morgens beim Fertigmachen. Also cool, es ist nicht so, dass es halt wirklich einen Großteil meiner Zeit beansprucht. Also es ist meistens eher so, also mittlerweile habe ich auch schon so viele Cosplays gemacht und mache das auch über Jahre und stand jetzt schon so oft vor der Kamera. Das klingt so blöd, aber allein mit Fotos. Man weiß, was wirkt. Ja, genau. Also man wird ja irgendwo auch posensicherer so ein bisschen. Man weiß, welcher Winkel einem vielleicht doch eher liegt, falls man die Möglichkeit hat, so zu stehen auf dem Bild.
Ich glaube, das kommt aber auch zum Großteil mit der Zeit automatisch. Also ich glaube, am Anfang habe ich mir mehr Gedanken darüber gemacht. Da gab es aber auch eine Phase, wo ich mir dachte, oh, ich sehe auf jedem Bild scheiße aus. So, und dann überlegst du halt, was du ändern kannst. Und wenn du zufriedener bist, dann ist das, glaube ich, so ein automatisierterer Prozess. Also es war gar keine Kritik, sondern ich fand das bewundernswert, dass eben, dass das immer da, denke ich mir, boah, die ist ja die ganze Zeit da in der Rolle. Ne? Nö, also, das ist nur auf Fotos. Eher nur auf Fotos. Hast du schon mal darüber nachgedacht, Anivia-Cosplay zu machen? Nein. Wer? Okay. Anivia. Was? Anivia. Ist ein League of Legends-Charakter. Ja, es gibt ja über 100. Es ist ein Vogel. Es ist einfach nur ein Vogel. Wow. Entschuldigung, ich habe gute Ideen vielleicht. Das macht nicht jeder. Anivia. Ist nur, ich möchte meine dafür. Ideen scheren. Hm. Oh Gott, Entschuldigung. Tut mir leid. Das Motorrad, ist das ein Hobby? Und wie oft kommt das im Jahr zum Einsatz? Machen wir doch einfach weiter, wenn Ideen hier nicht genommen werden. Hä, Motorrad? Ich habe nicht mal einen Führerschein. Nein, ich. Naja, das ist klar. Hä? Ja, hä? Das steht bei mir im Hinterhof und ich fahre das. Hä? Was ist das für eine Frage? Klar, es ist ein Hobby. Ja, eine Frage halt. Ja. Kann auch sein, dass du nicht so oft damit fährst. Ja, also jetzt im Moment nicht, ne? Das Wetter in Deutschland ist halt nicht ganz so schön. Und dann denke ich mir so, dann lerne ich halt lieber den ganzen Tag, anstatt mich bei Regen aufs Motorrad zu setzen. Könnte ich machen, aber im Moment habe ich die Zeit leider nicht dazu. Aber immer wenn ich sie habe, ich fahre auch meistens zur Uni damit, muss ich sagen, weil es einfach doppelt so schnell geht. Ich kann mich direkt vor die Tür stellen und muss 10 Meter zu meinem Hörsaal laufen. Das ist richtig nice. Also, das kann ich nur empfehlen. Ich habe wieder so eine großartige Idee. Ja. Hast du dich schon mal überlegt, so ein Motorradrennfahrer als Cosplayen ist ziemlich einfach. Wow. Ich habe ja schon sehr oft gecosplayt. Okay, Entschuldigung, Chat. Okay, Entschuldigung. Boah, jetzt schäme ich mich gerade. Mann! Das ist echt. Was denn? Hoffentlich. Was denn? Ich habe den ganzen Abend zugehört. Cheers, Ali. Cheers. Gibt es eigentlich verschiedene Schwierigkeitsgrade bei Cosplays? Also zum Beispiel Anfänger geeignet, schwieriger Hardcore. Genau, also Anfänger geeignet sind natürlich Bikini-Cosplays, hatten wir gerade schon, ne? Nee, das ist auch wieder so eine Range. Das reicht von super einfach bis super krass. Ich persönlich habe halt mit Kaufen angefangen. Ich habe mir Cosplays am Anfang gekauft. Habe dann aber gedacht, ich möchte mich weiterentwickeln und auch selber was machen, weil das ist für mich persönlich der Anreiz, was Cosplay ausmacht. Dass man selber seine Kreativität ausleben kann, indem man auch selber daran bastelt und selber an dem Cosplay mitwirkt oder es halt komplett selber macht. Es gibt Leute, die fangen aber auch direkt mit einer krassen Rüstung an. Also das trauen sich natürlich die meisten nicht, aber es gibt diese Einzelbeispiele und das sieht auch teilweise echt gut aus. Und du denkst dir so, ich möchte mit dem Hobby aufhören. Wenn du schon so anfängst, wie hörst du auf? Ich kann nach sieben Jahren nicht mal so eine Rüstung machen oder habe sie noch nie gemacht. Das ist, glaube ich, nach eigenem Ermessen, was man sich zutraut. Traust du dir... Gehst du aus deiner Komfortzone raus? Ja. Traust du dich an solche Sachen ran? Ich würde alles machen, worauf ich Bock habe mittlerweile, ja. Okay, cool. Also jetzt mal so richtig so ein... Ich wüsste jetzt keinen Charakter. Also Mordekaiser zum Beispiel. Ja. Also ich meine, Mordekaiser würde ich jetzt wahrscheinlich nicht so interessieren, denke ich, oder? Aber sowas zum Beispiel... Also Master Yi war auch schon out of my comfort zone. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das Cosplay. Nee, ich habe vorhin schon gegoogelt, aber habe noch nichts gefunden. Warte. Callisto Project. Das ist bei Facebook drin, ne? Ah ja, deswegen findet mein Computer das nicht. Die Seite habe ich gelöscht. Von vorne sieht es kacke aus, aber von hinten sieht das eigentlich gut aus. Das hier ist ganz schön. Ist hinten mehr so deine Schoko-Seite, oder? Bei dem Cosplay, ja. Okay. Hast du sowas auch? Also so Schoko-Seiten bei Cosplays, wo du sagst, okay, die eine Ecke, die ist nicht so schön geworden? Oder ist das immer recht ausgeglichen? Die Regie zeigt es gerade. Ach so. Genau. Ich glaube, man hat
an sich eine Schokoseite. Vielleicht, dass man sich einfach lieber von links oder von rechts, was einfach die Gesichtsseite angeht, fotografieren lässt. Bei mir ist es halt, ich stehe meistens lieber links. Es ist halt einfach so, keine Ahnung. Also, aber es gibt auch genug Fotos, glaube ich, von der anderen Seite. Kommt aber auch immer auf den Charakter an, so je nachdem. Bei Xayah ist das zum Beispiel so, dass sie eigentlich die Hälfte ihres Gesichts verdeckt hat. Einfach durch den Pony, weil der im Gesicht hängt. Und dann, wenn man von der anderen Seite fotografiert wird, hat man halt kaum noch was vom Gesicht, weil das halt vom Charakter so konzipiert ist, dass man kaum mehr was sehen kann. Und dann stellt man sich halt lieber auch in dem Fall auf die linke Seite und versucht halt lieber von der Seite ein Foto zu machen, damit man halt auch noch mehr von dem Charakter sieht, als wenn ich jetzt irgendwie so erstmal den Pony aus dem Gesicht fischen muss. Also kommt, glaube ich, auch teilweise aus Cosplay an. Butter bei die Fische. Oder? So ein Cosplay ist oft nicht angenehm zu tragen, glaube ich. Also ich könnte mir vorstellen, so 9 Bädel da hinten dran. Und ich glaube, ich habe das damals gesehen, wie du die festgebohrt hast an einem Holzstück. Ich bin mir sicher, ich weiß gar nicht, ob das da war. Das war so ein Kann die mal Raum. Eben holen. Da bist du auf dem Boden gewesen und hast das da festgemacht. Da kennst du mich schon? Ja. Da kannte ich dich schon. Oh mein Gott. Ja, das war vor 2 Jahren. Oh. Ja. Aber ich habe mir vorgestellt, das dann zu tragen und eben nicht zu sehen, dass da diese Holz Scheibe ist, ne, wo das Ganze festgemacht ist und so. Oder jetzt auch gerade eben dieses Cosplay. Ich weiß nicht, das ist bei den, manchmal sind die Füße so seltsam, wo man sieht, dass die, also ich denke mir dann so, boah, alter Verwalter, da sind doch blaue Flecken, Schürfwunden und Schmerzen vorprogrammiert, oder? Oh, wie cool ist das denn? Das war jetzt zum Beispiel von Xayah, also die hier steht, von League of Legends. Dazu gehören diese Schuhe. Hier persönlich, theoretisch hat sie halt diese Rabenfüße oder Krähenfüße, Vogelfüße. Ich habe hier zum Beispiel jetzt einfach den Absatz nicht abgemacht, weil ich dachte, das lässt sich einfacher tragen. Kennst du wahrscheinlich selber lieber noch einen Absatz hinten. Aber ich habe auch schon welche gesehen, die keinen Absatz dann genau, hinten dran hatten. Genau, das hatte ich auch schon mal gemacht bei Kindred aus League of Legends. Allerdings jetzt bei Xayah wusste ich, dass ich das auf Veranstaltungen tragen werde, wo nicht die Fotoshootings im Vordergrund stehen, sondern halt erstmal das an sich angenehme Tragen. Und da wird das den meisten gar nicht auffallen, dass da noch dieser Absatz hinten dran ist. Genau, ich habe die auch schon mal abgemacht. Das ist dann quasi so, als würdest du auf Stelzen laufen und müsstest dann auch darauf balancieren. Also gerade stehen kann ich nicht. Ich muss, also kann ich schon, aber ich muss immer so ein bisschen trippeln und dann mich irgendwo abstützen. Also als Kindred zum Beispiel. Weil ich da wirklich, hier ist die Maske dazu, weil ich da wirklich keinen Absatz habe. Den haben wir abgemacht. Darunter noch 6 cm Holz und darum dann diese Hufe modelliert, damit das halt wirklich aussieht wie so ein Huf halt. Also da gibt es keine Grenzen. Genau, das ist dann schon nicht ganz so angenehm zu tragen. Auf der anderen Seite kommt es auch immer darauf an, wie man das alles befestigt und so. Zum Beispiel hatte ich bei Xayah, als ich die das erste Mal getragen habe, da hatte ich alles nur sehr provisorisch befestigt. Das ist die ganze Zeit wieder gerutscht und so, weil ich kaum Zeit hatte, das Cosplay fertig zu machen. Das war halt im April zu diesen Finals und die waren halt zu einem bestimmten Datum und der Charakter kam erst ein paar Tage vorher raus. Und ich so, schaffe ich, mache ich. Aber ich hatte halt nicht die Möglichkeit, alles perfekt zu machen. Und jetzt zu Gamescom habe ich noch mal ein paar Sachen abgeändert, habe alles schöner, ordentlicher gemacht. Und seitdem ist sie auch viel angenehmer zu tragen. So, ob die Schuhe eingelaufen sind, die man sich extra für Cosplay gekauft hat, ist wieder die andere Sache. Und also ich muss sagen, Ciri zum Beispiel, da habe ich alles echt, weiß ich nicht, das ist alles irgendwie so gut. Ein bequemes Cosplay. Das ist so bequem, ich kann es nicht in Worte fassen. Ciri ist unglaublich bequem. Ich hätte es nicht gedacht. Einige sagen, boah, ist das Kettenhemd nicht schwer, aber das ist ja wirklich nur so ein kleines Teil. Und das ist. Ciri ist eins der angenehmsten Cosplays, was Tragekomfort angeht. Ari, genau. Am Anfang ist es auch bequem, aber mit der Zeit schneiden sich halt, also du hast halt, wenn du diese Tails. Warte mal eben. Wenn du diese Tails trägst, ich hoffe, man hört mich noch. Dann ist das natürlich so. Hey, das hört sich an wie in meinem Zimmer. Dass ich das mit der Zeit so ein bisschen ins Fleisch schneidet, in die Hüfte. Ja. Ich habe jetzt hier noch keinen Gurt dran. Aber man macht halt quasi an diese Holzplatte, wenn man das jetzt mal so aufstellt, ja. Da kommen halt noch diese ganzen, ich kann euch leider jetzt gerade nicht hören, da kommen jetzt halt diese ganzen Fellbüschel noch drüber.
dann hätte man halt diese Tails. Die kann man auch ausstopfen, dann sind die fluffiger, bla bla bla. Aber das ist so zum Beispiel das Grundgerüst. Das ist dann alles hier so befestigt. In meinem Fall an einer Laminatplatte, weil wir die noch zu Hause hatten. Und genau, das musst du dann halt, ich habe von meiner Seite aus, habe ich hier noch Schaumstoff vorgemacht, damit das nicht wehtut. Das Problem ist aber wirklich, dass man sich das dann mit einem Gurt um die Hüfte machen muss. Und das ist der einzige Punkt. Das hier ist egal. Nur, dass es halt an sich so 3-4 Kilo wiegt am Ende und dass man sich das dann halt so eng um die Hüfte schnallen muss, dass die Schwänze stehen. Das klingt witzig, ist aber Sinn der Sache bei dem Cosplay und das tut nach einer Weile einfach weh. Da kann man, glaube ich, machen, was man möchte. Genau. Aber ansonsten ist Ari auch angenehm zu tragen, oder? Man muss sie ja zwischendurch mal absetzen. Ja, abgesehen davon, das ist ein... Gott, ich fühle sie so sehr. Ich fühle dich, Brudi. So. Habe ich ja schon so einen ganzen Haufen. Weil das ist was ich mich oft frage, dass da ist schon Zähne zusammenbeißen manchmal. Ja, aber ich meine, ganz im Ernst, man sucht sich das selber aus, wenn man leiden möchte, um halt schön auszusehen in dem Cosplay in dem Moment, dann viele, viele leiden wirklich. Also je nach Cosplay, manchmal ist es auch sehr warm oder doch sehr kalt, wenn man dann mal draußen ein Shooting macht oder so. Aber meine Güte, da muss man durch, wenn man sich dafür entscheidet, keine Ahnung. Ansonsten muss man halt mal eben eine Pause machen. Hm. Ihr bringt für eure Cosplayer jede Zeit, jede Jahreszeit was vernünftig mit. Im Sommer was zu trinken und am Winter eine Decke, dass wir uns verstanden haben. Ab heute. Eine Capri-Sonne. Oder eine Capri-Sonne. Ja. Hat noch jemand bei Twitter gefragt, wird das Kostüm nach aktueller Beliebtheit gewählt oder ist das eigener Geschmack? Eigener Geschmack. Und wenn dieser eigene Geschmack sagt, dass du gerade was Beliebtes machen möchtest, so, ne, nein. Also das geht irgendwo Hand in Hand. Auf der einen Seite macht man immer das, worauf man gerade Bock hat. Das ist gerade, glaube ich, immer so der Vordergrund, weil wenn du darauf keinen Bock hast, dann wird es auch nicht so gut. Ist zumindest meine Ansicht. Aber du hast auch oft Bock auf Sachen, die gerade beliebt sind oder gerade erst rauskommen und dann auch gerade größere Beliebtheit haben. Bestes Beispiel ist im Moment, ja, allgemein. Hm? Nichts. Mercy. Momentan, er ist, glaube ich, gerade ein sehr beliebtes. Diva. Overwatch auf jeden Fall. Seit es rausgekommen ist, gibt es da auch immer mehr Cosplayer zu. Ich glaube, der Hype ist auch noch nicht ganz abgeflacht. Aber wenn man sich gerade mal diese ganzen Diva-Cosplayer, ich finde Diva noch mehr als Mercy, weil man sich den Suit halt einfach anschaffen kann, wenn man sich das anschaut, das ist natürlich sehr, sehr beliebt. Ansonsten immer, wenn... Persönlich, wie gesagt, ich weiß, einige spielen das absolut gar nicht, aber League of Legends, ich kann halt super oft darauf referieren heute. Wenn da neue Skins rauskommen, gerade bei LoL kriege ich das zumindest mit, weil ich es halt verfolge, dann stürzen sich die ganzen Leute halt wieder drauf. Und gerade Star Guardian ist natürlich gerade für die Mädels auch ein sehr beliebtes Thema. Jetzt sind wieder Star Guardian Skins rausgekommen, so schön magical und bunt und Und da stürzen sie sich gerade alle drauf. Und selbst wenn sie es nicht umsetzen, sagen sie im Moment auf jeden Fall alle, oh, das ist so toll, das will ich cosplayen. Das ist wie beim Stream, bei Videospielen. Spielst du auch das, worauf du Bock hast. Und wenn das gerade das ist, was alle sehen wollen, dann hast du Glück. Ja, manchmal, also wie gesagt, da gibt es auf jeden Fall Korrelationen. Also das eine ist nicht unbedingt immer ohne das andere. Darf ich kurz mal anmerken, dass das Diva-Cosplay nicht ohne den Roboter vollständig ist? Theoretisch nicht, nee. Oh yeah. Das stimmt. Oh yeah. Also ist fast keiner vollständig. Das zählt nicht. Ich habe auf der BlizzCon bisher, ich habe auf der BlizzCon eine einzige gesehen und die hat einen Roboter. Und das dann war hat sie halt gerade ihren Roboter verschossen, sonst die anderen halt alle, ne? Die stand nur bei ihrem Roboter, den ganzen Tag. Raus, also würde ich auch tun, wenn ich so cool wäre. Aber ansonsten, ich sehe davon immer so viele und denke mir so, ey, wisst ihr was, Schnecken? Ich meine, ich kann auch zu Blizzard gehen und mir den Anzug kaufen, dann sehe ich genauso geil aus wie ihr. Das ist kein Cosplay, so. Das ist einfach nur so ein Badeanzug anziehen. Also das ist für mich zum Beispiel gar kein Cosplay, sich so ein Ding anziehen. Ja, nur also ohne Roboter zum Beispiel. Ja, aber du kannst ja bei Diva, auf der einen Seite kannst du diesen Suit kaufen, auf der anderen Seite kannst du aber auch Diva, theoretisch hat sie an dem Suit noch so Rüstungsteile. Wenn du die alle machst, dann ist es wieder mehr Aufwand, auch wenn du das vielleicht nicht ganz so siehst oder auch von das habe ich noch nie gesehen, so meine ich. Ich rede wirklich von dem trockenen Anzug. Ja, wenn du dir den einfach nur so, ja, klar,
Halt langweilig, ne? Also, aber ich trage auch solche Sachen. Ich habe mir auch schon mal von Marvel Phoenix, habe ich mir auch einfach nur diesen Bodysuit geholt und habe den dann getragen. Für ein Shooting mal ganz cool. Aber ich muss mir halt auch immer mal wieder beweisen, dass ich mehr kann als das. Da eine gute Mischung zu finden, ist zumindest meine Option, wie ich cosplay. In der Twitch-App hat jemand gefragt, was diese krass blau leuchtende Maske im Hintergrund ist. Auch ein Cosplay ist. Aus League of Legends, ja, das ist Kindred. Ist sie an gerade? Ja. Die immer an? Nein. Die ist für uns an. Oh, okay. Kannst du mal, also, kannst zeigen? Geht das? Oder ja. Hängt die fest? Also nur, wenn es geht, musst du nicht. Das ist das Cosplay, wo sie gesagt hat, mit den, ja, wo sie auf den Zehenspitzen. Ja. Wenn ihr 2 Minuten habt oder so eine witzige Musik einspielen könnt, dann kriege ich die hin. Ja. Ja. Einfacher ist gedacht. Okay, du bist fertig. Cool. Ja, also ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass das so laut geht. Da, oh ja, die Regie zaubert gerade wieder. Okay. Du musst die jetzt nicht, okay. Oh. Ungefähr so. Ich wie weiß, viel sie? Die hört uns nicht, oder? Gar nichts. Doch, ich höre, ich habe das Headset runter. Wie viel siehst du darunter? Ich sehe eigentlich nur so ein bisschen was hier so durch die Augen, aber nur so halb. Und deine Füße also? Meine Füße quasi, ja, genau. Aber ich trage die, also ich habe jetzt, das fällt gerade alles raus. Meistens trage ich die, das sieht jetzt ohne Headset noch ein bisschen angenehmer aus, meistens trage ich die wirklich dann einfach nur so und für ein Foto ziehe ich die dann eben runter. Also ich kann die einfach so ein bisschen nach hinten schieben und dann sieht man nichts davon. Sieht gerade witzig aus, weil ich halt gerade noch das Headset da drunter habe und weil das alles hier gerade rausfällt, aber ja. Genau, da ist einfach nur so eine LED-Schnur dran. Hast du die komplett, also selbst gemacht mit, ja, mit alles zusammengebastelt und genau, ausgeschnitten? Und genau. Also ich habe erst aus, also man kann so Masken natürlich auf verschiedene Weisen machen. Hier bei Kindred, weil das auch so ein bisschen plastischer ist, dachte ich mir, ich mache das mit einem Tonmodell. Also ich habe mir erst lufttrocknenden Ton gekauft. Das kannst du auch in jedem Bastelgeschäft holen. Und habe damit quasi die Maske erstmal vorgeformt. Und als der dann trocken war, habe ich Warbler genommen, also dieses Hartplastik, was beim Erhitzen weich wird und verformbar. Und habe das einfach nur darüber geformt und fertig war es. Quasi. Also es war noch ein bisschen mehr Arbeit, aber man kann mit diesem Warbler einfach alles abformen. Und wenn man dann halt eine stabile Unterlage hat oder halt so ein stabiles Tonmodell, kann man einfach das darüber föhnen und fertig. Ja, dann noch anmalen und so weiter, ein bisschen optionieren. Hier ist auch zum Beispiel wieder von innen Moosgummi, von außen Warbler. Ja, das ist Fell, mit Airbrush angesprayt, so verschiedene Bommel. Das ist schon ganz schön impressive. Also allein für so eine Maske, wie viele verschiedene Materialien man benutzt, finde ich immer ganz witzig. Es fällt hier gerade alles auseinander. Aber hier seht ihr auch, dass das innen drin eigentlich nur so eine LED-Schnur ist. Mhm. Da muss man dann halt auch schauen, dass man darüber noch eine... Der Schalter verschwindet gerade hier drin. Ja, auf jeden Fall, wenn man das anmacht, leuchtet es halt wieder. Ne? Und da muss man halt schauen, dass man seine Augen trotzdem noch schützt. Ansonsten kriegt man halt Augenschmerzen, wenn man die ganze Zeit in LEDs schaut. Das ist halt schon crazy. Und du bist da jetzt noch nicht so populär. Ich will, was machen die anderen dann? Nicht ausziehen. Ah. Nein, wie gesagt, einige sind halt schon länger in der Szene. Einige, weiß ich nicht. Das kommt immer drauf an, wie viel Glück teilweise du auch hast. Ich finde, keine Ahnung, viele Leute, also mehr Leute, als ich denke zumindest, kennen dann doch meinen Namen irgendwie schon. So bei einigen, wo ich es gar nicht erwarte, so wenn die mit mir reden und dann fragen die, hast du auch eine Cosplay-Seite? Und ich so, ja, die und die, kenne ich. Und ich so, was? Also manchmal kommt das schon vor, aber wie gesagt, also entweder sind sie schon länger in der Szene oder haben schon aufwendige Sachen gemacht. Auch gerade zum Beispiel, wenn es sehr aktuell ist, neu rauskommt und dann wird das sehr schnell umgesetzt oder so, dann verbinden die Leute das natürlich auch mit dem ersten, den sie da gesehen haben. Ansonsten, wie gesagt, Sex Sales ist trotzdem, trotz allem immer noch ein Punkt, egal was Leute davon halten. Es ist halt so, es ist weder positiv noch negativ gemeint, es ist ein Fakt. Genau, ja.
No. Entweder super, super krasse Leistung oder du ziehst dich aus. Oder du kombinierst beides und bist Jessica Nigri. Oder man hat Glück auf einer dieser Conventions und ne? Da kann man ja eben, also ich glaube, das ist ja auch ganz gut, um eben auch gesehen zu werden. Ja, klar, und immer wieder, klar. Und auf jeden Fall weitermachen und mehr machen. Oder zum Beispiel hier Maul-Cosplay, der hat irgendwann seinen Geralt perfektioniert und wird sogar schon eben von den Producern von Witcher eingeladen und auf Veranstaltungen geschickt, damit er quasi für das Game repräsentativ dasteht, ja. Also der war auch von Gwent gebucht und stand dann am Gamescom-Stand von Gwent zum Beispiel. So, dann machst du ein geiles Cosplay und auf einmal hast du es geschafft, zum Beispiel. War er derjenige, der vor 2 Jahren in Italien war? Weißt du vielleicht gar nicht, aber ich habe Videos gesehen, als bevor Blood and Wine rauskam, hatte CD Projekt tatsächlich, also CD Projekt Red, ganz viele YouTuber und Blogger und so weiter halt eingeladen nach Italien zu so einer Hütte, wo es halt tatsächlich so aussah wie in Blood and Wine. Und da war nämlich auch ein Geralt und eine Cosplayer. Aber gut. Der Typ ist fast wirklich überall, wo Geralt ist, offiziell von CD Projekt. Mhm. Also wahrscheinlich. Der ist aber auch richtig krass. Also, Der hat Cosplay scheiß die Wand an. Also wenn du dir da sein Instagram oder Twitter mal anguckst oder Facebook. Eine andere schöne, Also wirklich jedes Cosplay. Also das ist für mich auch schon kein Cosplay mehr. Das ist wirklich 1:1. Also wenn der das alles noch selber macht, dann... Er mit seiner Frau, ja. Also seine Frau richtig macht krass. Den meisten Part vom Make-up. Die ist halt richtig krass drauf. Die schminkt ihn immer meistens. Und finde ich aber auch wiederum richtig, richtig schön, dass sie da quasi in Teamwork arbeiten. Und das ist halt, keine Ahnung, das sind auch Relationship Goals. Ich konnte so ein lautes weibliches Oh gerade hören. So ganz, ganz leise im Hintergrund. Aus dem Internet. Aus dem Internet. So ganz, ganz viele weibliche, von hier kam das nicht. Ach so. Weißt du, Levi, bist du traurig? Ja. Das war mein weibliches im Hinterkopf. Okay. Ja. Ja, aber das hat er auch gepostet, also wenn man den verfolgt. Aber die beiden sind auch süß. Den gönnt man es auch nicht gönnen. Also wenn man die beiden sieht, denkt man sich auch so, das ist super. Die sind aber auch, um jetzt nur kurz das Thema anzureißen, die haben halt seit Jahren, machen die Cosplays zusammen, machen auch seit Jahren richtig, richtig gute Sachen und jetzt haben sie es halt endlich, also jetzt erst, aber nach einer Weile haben sie es dann auch endlich geschafft, mit ihrer Leistung auch wirklich bekannt zu werden in dem Sinne. Ich gönn's denen, weil sie machen auch wirklich gute Arbeit und auch wirklich nicht nur einmalig. Die zeigen ja nicht nur, dass sie es mit einem Cosplay können, sondern immer wieder verschiedenen Charakteren. Ich habe gar nicht gewusst, dass er noch mehr macht. Ja, ich habe erst gerade eben. Ich suche das mal schnell raus. Maul-Cosplay kommt ja nicht von ungefähr, der Name. Hab ich bis vorhin noch nie gehört gehabt. Achso, aber Maul an sich darf Maul. Ich habe da mal den Link in den Chat gepostet. Also da kann man ja mal bei Instagram gucken. Scheiß die Wand an. Das ist schon. Und ich würde auch sagen, dass er einer der bekanntesten, wenn nicht der bekannteste männliche deutsche Cosplayer mittlerweile ist. Also um auch mal Männer hervorzuheben, weil die meisten kennen halt wirklich nur die ganzen weiblichen Cosplayer. Guck mal, und er hat auch sogar ein Foto gepostet von 2008 im Vergleich zu 2017. Ja, stimmt. Mal vergleichen. 2004 bis 2016 hat er auch. 2004 bis 2016. Das war gut, dieses 2008 mit diesem kleinen Leder. Ja, ne? Aber das ist auch, wie viel Make-up auf einmal macht, ne? Eine gute Perücke und Make-up und schon sieht er aus wie Geralt aus Witcher. So, das ist halt krass. Und deswegen, also wenn man sich nicht davor scheut, kann das auch durchaus auf männlicher Seite sehr gut aussehen, wenn man sich mal dazu überwindet, ein bisschen Make-up aufzutragen. Das ist halt bei vielen so, ich weiß nicht. Und wenn man dann sieht, was Maul-Cosplay so macht, kann das auch ganz gut werden. Ist das der Charakter von The Last of Us? Oder? Wow. Ja. Wow. Nun, deine Sexualität wird mal wieder auf Probe gestellt. Also, was, deine Sexualität wird auf Probe gestellt? Mal wieder, ja. Ach so. In diesem Internet.
Ja, das ja da war das so Feminine. Oh. Mist, der ist ja verheiratet. Ja. So geht's mir bei Jessica Nigri. So, oh. Doch kein kleines. Wenn ich ein paar Brust-OPs mache, könnte ich eine Chance haben. Bei mir? Ja. Du hast du auch so, Liebes. Ich habe vor 2 Jahren schon zugeguckt, wie du Schwänze an einem Stück Holz kackerst. Also okay, das Pendant zu Brüsten, alles klar. Gut, schön, dass ich dich auch damit glücklich machen kann. Zitat Sally. Deswegen. Gut. Hätten wir das auch. Ja. Hier hat jemand noch gefragt nach dem einfachsten Material. Boah. Also womit sollte man am besten anfangen? Damit, womit man sich wohlfühlt. Das ist so die Sache. Also vielen fällt es tatsächlich einfacher zu basteln, anstatt zu nähen. Das heißt, vielen fällt es wirklich einfacher, mit so Sachen wie eben Brustgummi, Schaumstoff, Warbler zu arbeiten, anstatt mit Stoff und den zu vernähen. Ich glaube, das liegt halt auch selber immer daran, womit man sich wohlfühlt, was man sich selber zutraut. Es gibt, wie gesagt, zu allen Sachen Tutorials im Internet. Das heißt, wenn man gar nicht weiß, wie man so einen Stoff bearbeiten soll, so ein Material, kann man sich erstmal so Grundideen holen. Ja, im Internet, auf YouTube zum Beispiel. Und ich finde gerade YouTube-Tutorials nehmen einem auch so ein bisschen die Angst, weil man wirklich Step-by-Step sieht, wie das funktioniert und dann, das ist wie so ein Kartentrick, wenn er auf einmal aufgerollt wird und man diese Einzelschritte sieht, dann denkt man sich, ach so krass ist das gar nicht mehr und man traut sich das vielleicht auch selber. So meine Empfehlung, sich damit vertraut machen erstmal und dann zu schauen. Haben wir noch eine Frage? Nee, ich habe gerade alles abgesucht und wir haben nichts mehr, nee. Okay, dann Gegenfrage. Wenn ihr ein Cosplay machen könntet, welches wäre das? Bis auf das Cosplay von mir. Das hatten wir gerade schon. Alice Madness Return. Oh, nice. Geil. Das mag ich gerne. Alice finde ich super. Ein bisschen Tim Burton, so creepy, das finde ich toll. Aber nicht im Hysterie-Ding, das ist einfach nur weiß und rot, sondern schon das Original. Oder das Unterwasser. Oh, dieses Fischkostüm war halt so toll. Sie hat hinten dran einen Laternenfisch in der Schleife. Oh, das ist so schön. Das ist mein Fisch. Levi? Da muss ich echt überlegen. Dizzy? Bane? Ja. Hulk? Oder William B.J. Blazkowicz? Mach Bane. Bane? Aber ich finde es zu dick für so einen Kram. Ich brauche so Charaktere mit Rundung, dann könnte ich das machen. Oder irgendeiner, der immer so steht, weil ich stehe super gerne so. Könnte Bane ja theoretisch brauchen. Hast du ja auch sogar eine Maske dann auf? Ja, bei Bane, weil ich habe ein Sixpack, ich habe so ein 50-Pack. Das siehst du ja nicht. Ach so. 50-Kissen-Pack. Ich könnte mir auch so einen Maschendrahtzaun rumwickeln und dann sieht das auch so aus, als hätte ich ein Sixpack. Kannst du die auch airbrushen, die Muskeln tatsächlich? Nee. Ich kaufe mir einfach ein T-Shirt, ein enges. Oh Gott. Die Spartaner, meine Frau und ich, wo die sich die Bauchmuskeln aufmalen, weil sie 300 nachmachen. Egal. Super witzig. Also, es ist heute schon mehrmals Rotalk gefallen. Du lachst, das würde ich auch geil finden. Ja, auf geht's. Aber ich bin kein Cosplayer, du. Also, ich habe dafür keine, ich habe andere Dinge und Muße. Aber, okay, pass auf. Falls ich dafür Zeit finde und alle meine Projekte abgeschlossen sind, dann mache ich mich an Roadhog. Alles klar. Stream. Ich bin immer offen für Neues. Ich hau einen Roadhog raus, wenn ich alles fertig habe. Ich verspreche das hier, Plankenschnack 49. Ich verspreche euch das jetzt. Wenn ich hier fertig bin mit allen Projekten, die ich gerade angefangen habe, fange ich Roadhog an. I promise. Siegelentes Ehrenwort. Du hast sogar schon Hilfe angeboten bekommen. Ja, perfekt. Also Roadhog it is. Also, ich. Nee, den kann man nicht cosplayen, weil das halt auch, ne? Hank Moody ist halt ein Typ. So, der fiel mir als erstes ein, aber das ist kein Cosplay. Das ist dann nur Haare schneiden und sich irgendwas anziehen. Yoshi. Ja, Yoshi. Ich würde mich in so einen gehäkelten Yoshi reinsetzen. In so einen gehäkelten? Ja. Den würde Sally dann für mich häkeln. Guck mich nicht an, ich bin schon mit meiner Alice beschäftigt. Du bist eigentlich immer noch mit
einem Dingens beschäftigt. Aber wenn ich Roadhog mache, dann musst du irgendwas machen, Leslie. Und dann gehen wir zusammen auf ein Event. Dann machen dann wir so, wie wir das von. Overwatch machen, endlich, alright. Dann brauchen wir dann, also wenn denn, also ich mach das wirklich. Lach jetzt, ich mach das wirklich. Wenn ich das, ich habe das jetzt gesagt, ich mach das, weil ich halt mein Wort. Da musst du aber irgendwas daneben stellen. Du kannst ja auch warten, weil ich ziehe das ja eh nicht andauernd an, aber du musst was daneben stellen. Okay. Finden wir was. Junkrat, da gibt's eine weibliche Junkrat-Cosplayerin, die ist mega geil. Tatsächlich. Sombra ist mein Lieblingscharakter, das stimmt, Shana. Cool, dann rufe ich noch Lara an oder du und die stellen wir dann daneben und die kann dich die ganze Zeit nachmachen. Synchronisieren. Ja, genau. Ich mache immer nur wer so. Wer macht Roadhog in Deutsch? Roadhog in Deutsch! Wenn du da bist, ruf mich an! Ich brauch dich. Ich glaube, Lara wird sich freuen, das stimmt. Aber mehr, also wir haben keine, doch, oh, hier ist gerade noch eine Frage reingehuscht. Nee, da ist nichts reingehuscht, nur der Clipbeweis. Okay. Ja, super. Wollen wir dann in die Twitch-News reinhüpfen? Ich meine, Slabby, du hast heute fast gar nichts gesagt. Vielleicht möchtest du mal deine Rubrik einleiten. Kann ich gerne tun. Jetzt schon? Sind wir schon soweit? Ja, falls wir danach noch was haben, was uns einfällt, dann können wir ja Leslie immer noch löchern. Also ist ja nicht so, als wären wir banden, aber so haben wir jetzt Scheiße. Na gut, dann kommen wir zu den Twitch-News. Mach's mal kürzer, weil ich hab Husten. Und zwar die wichtigste Nachricht direkt am Anfang. Es gibt jetzt ein globales Lull-Emote. Und das ist viel schöner als das alte Lull-Emote. Ich mag es halt irgendwie, das Internet anzuzünden. Es macht seinen Spaß, euch brennen zu sehen im Chat. Ich finde es aber auch besser. Ja, es ist auch besser. Ich finde es besser, das Lull-Emote. Ich liebe Lull. Können wir einmal alle lullen, bitte? Ich mag Lull. Ich habe meinen Bot auch extra so eingestellt, dass alte Lulls direkt rausgepercht werden aus dem Chat. Um den Leuten direkt mal beizubringen, wie man Lull richtig schreibt. Mit großem U. I love Lull. Danke, Chat. High five. Das ist eins der coolsten Emotes. Ja. Und ich ertappe mich selber. Habt ihr das auch, dass ihr auch so manchmal einfach macht? Ja. Okay, die Damen nicht. Okay. Nein. Vielleicht nächste Rubrik, Slappy, überspiel das mal ganz schnell. es gab einen lustigen Shitstorm, da möchte ich gerne mal drauf eingehen, dass Leute tatsächlich sich hinsetzen und tatsächlich extra Extensions für Chrome und Firefox schreiben, die alte Lulls ersetzen, die neue Lulls ersetzen und zu alten Lulls wieder machen. Und sich überall aufregen und behaupten, dass Twitch den Bezug zur Realität verloren hätten, weil sie ein gezeichnetes Lull zum globalen Emote machen und nicht das alte. Da hat man mal gesehen, wie kaputt dieses Internet eigentlich schon mittlerweile ist. Wie sehr sich Leute über unwichtige Dinge wie einen Emote aufregen können. Das ist doch Ezekiel, oder? Das Lull? Nee, das ist Total Biscuit. Ach so, oh, Entschuldigung. Und die Geschichte dahinter ist, Total Biscuit wollte das zu seinem Emote machen. Das, was das aus Originale Better Twitch durch. TV nehmen, weil es sein Gesicht ist, wollte er es aus Better Twitch TV, hat er gemacht, hat von dem Fotografen, der das Foto gemacht hat, einen DMCA-Strike bekommen, weil die Rechte für das Foto bei dem Fotografen liegen, nicht bei Total Biscuit, obwohl es nur sein Gesicht ist. Also hat sich Total Biscuit gedacht, wie Total Biscuit sich meistens denkt, weißt du was, fuck you, ich lass das einfach nachmalen und mach das als und bezahl dir keinen Pfennig, du Arsch. So. Und jetzt wollte aber Twitch eben das zum Global Emote machen und sind dann zu Total Biscuit gegangen und haben ihn nach Erlaubnis gefragt. Und er meinte, wisst ihr was, das wird so einen schönen Shitstorm geben. Hier, nehmt das und macht es zu einem kostenlosen. Und hat währenddessen zwei Emotes zu seinen Emotes gemacht, die folgendermaßen aussehen. Moment, ich poste sie mal kurz. Einmal das hier. So. Und dann... Oh nein, wirklich? Ja, und dann noch viel besser, und das muss ich mal kurz spammen, ist folgendes, ich muss es nur kurz finden, da zu diesem Shitstorm passend hat er eins genommen, wo das alte Lull, nee, das neue Lull von einem... Oh, wie gut! Dazu kann ich ja nur sagen, Lull. Lull, ja. Ah, Lull. Das ist ja so geil.
Ja. Oh, Toto Biscuit. Der Typ ist so genial, ne? Ja. Außer, dass er so super viele Hundebilder retweetet, aber ich weiß nicht, was in seinem Kopf ist, aber manchmal ist er ein Genius. Kann nicht jeder Katzenbilder retweeten. Nee. Du Ficker. Sag mal was auf deine Timeline posten, Slavi. Verzeihung. So viel zum Lull-Emote. Damit hing zusammen übrigens, da möchte ich auch gleich mit drauf eingehen. Es gibt noch neue Global-Emotes. Da habe ich mich sehr darüber gefreut, denn es sind nun Arme dazu gekommen. Allerdings brennende Arme. Power-Up L und Power-Up R unter anderem. Und ich glaube, andere Global-Emotes sind auch noch dazu gekommen. Die Leute konnten abstimmen. Die Arme haben auf jeden Fall gewonnen. Ich weiß nicht, wie es mit den anderen aussieht, ob die jetzt bleiben oder wieder wegfallen. Ich glaube, sie fallen wieder weg. Genau die. Danke, Suki. Winkehände gibt es immer noch nur bei mir. Von daher kann ich mich nicht beschweren. Und bei mir gibt es auch den Winkearm. Entschuldigung. Gerade gepasst. Übrigens, bei mir gibt es immer noch keine Arme und keine Zusammenbau-Emotes. Kann ich ja krieg die haben. Auch so gefüllt, ohne Schwachsinn. Mit Gesichtern. Bin der Fisch dominiert? Mit Katzen mit Kacke auf dem Kopf. Das ist keine Katze, du Kackvogel, sondern ein Kackvogel, oder verstehst du? Kackvogel, ja. Das ist ein Kackvogel. Papagei. Und das ist keine Katze, das ist ein Kackvogel. Wenn du Kackagei. Keine Ahnung hast, dann abonniere Arme! Das ist ein Kackagei. Ich hab beides. Ich hab Arme und einen Kackagei. Du hast keinen Kackagei. Ja, klar hab ich einen. Ich hab doch bei dir abonniert. Heute, seit 31 Monaten. Hast niemand Danke gesagt. Ich? Du hast das mitten im Intro gemacht, du Arsch. Ja, sicher. Na sicher, Alter, damit ich das jetzt noch verwenden kann. Slabby, vielen Dank für deine Unterstützung seit 31 Monaten. Gerne. Es freut mich sehr, dass du von 24,99 auf 4,99 runtergegangen bist. Gerne. Und im ersten Monat noch fett angekündigt hast, hier, Meister, Lehrgeld. Ja, und nächsten Monat, zwei Monate. Scheiße, Lehrgeld ist alle. Ja, ist okay, Slabby, danke für 31, ne? Zwei Monate. Irgendwann danke. Ist ja auch vorbei. Mit der Unterstützung. So, Extensions. Ganz neu gibt's jetzt. Kann jeder finden in seinem Dashboard und einstellen. Ich habe da leider noch nichts gefunden, was mir tatsächlich hilft. Für manche Leute, die besondere Spiele wie Hearthstone oder PUBG, glaube ich, ist dabei, oder andere Spielen, gibt's da ganz interessante. Ich werde jetzt nicht alle aufzählen. Für die Variety-Streamer gibt es jetzt nicht so interessante Sachen. Manche haben die schon eingestellt. Es gibt zum Beispiel Minispiele wie das Kappa-Pad unter anderem. Das habe ich bis jetzt noch nicht verstanden. Da kann man draufdrücken und dann leuchtet was. Aber irgendwie bleiben die Statistiken gleich. Und bei jedem Streamer, der hat ein anderes Kappa-Pad. Und da muss man entweder 5 Minuten oder eine Minute warten. Und irgendwie passiert aber nichts. Keine Ahnung, ob das noch nicht funktioniert. Das kenne ich, den Satz. Drück mal drauf, dann leuchtet's und ja, nein. Mehr passiert dann auch nicht. Ja, nein. Dann gibt es die Heatmap oder die Clickmap oder wie das heißt. Die habe ich kurz angemacht, habe mir dann gedacht, wie verhindere ich, dass die Leute trollen? Habe mal nachgefragt, wie verhindere ich, dass Leute trollen mit der Heatmap und mir irgendwelche komischen Sachen in meinen Stream malen? Keiner konnte mir sagen, wie ich das mache, also habe ich es wieder ausgemacht. Bleiben aus. Ich wüsste auch nicht, warum ich eine Heatmap bräuchte. Ist cool für jemanden, der Hearthstone spielt, der dann bestimmen lassen möchte vom Chat, welche Karte gespielt wird oder wenn du jetzt ein Story-Game spielst, wo es verschiedene Auswahlmöglichkeiten, Dialogoptionen oder sowas gibt, dann kannst du dann quasi die Leute klicken lassen aufs Bild und dann erscheint das quasi nach dem Delay bei dir auf dem Bild. Aber ganz im Ernst, brauche ich jetzt persönlich nicht. Und mit Loyalty-Punkten kann man dann auch verschiedene Sachen machen. Sollte man sich angucken. Sieht ganz cool aus, aber ich glaube, die richtig coolen Sachen, die kommen noch tatsächlich. Was Twitch zum Beispiel unter anderem auch geplant hat, ist, dass Entwickler dieser Extensions die demnächst sogar verkaufen können. Also es werden nicht alle Extensions kostenlos bleiben, sondern demnächst wird es auch die Option geben, für einen Entwickler eben Geld dafür zu verlangen, was ich auch interessant finde. Mal gucken, ob es dann interessante... Aber ist doch cool. Ja, an sich ist es gut. Weil... For free, Leute, gibt's nichts mehr. So. Wenn ich habe da letztens mit jemandem drüber gesprochen, zum Beispiel OBS. Ja. Dass OBS kein Geld kostet, habe ich bis heute nicht verstanden. Ja. Diese Software ist so mächtig und die ist for free. Und
die sollte man mindestens einmal gekauft haben. War nicht ernst. Und das finde ich so schade. Weil die Leute, also ich meine, ja, hin oder her, dass du viel Spaß hast und so ein Ding, aber man sollte Danke sagen. So, und ich sag mal, wenn so eine Extension cool ist, warum sollte man sich die nicht kaufen? Ja, wie gesagt, die sind für alle. Die Extensions kann jeder in seinem Dashboard finden und aktivieren. Die Einstellungen sind noch sehr, sehr minimal, aber das kommt mit der Zeit. Ja, und zudem, das nehme ich auch dann hier vorweg aus der Liste, gibt es eine neue API, die Twitch angekündigt hat, wahrscheinlich schon auf ihrer Beta-Seite go.twitch.tv einsetzt. Die aktuellen APIs werden zum Ende 2018 dann deaktiviert, das heißt ab dem 01.01.2019 wird die neue API tatsächlich eingesetzt. Das Besondere an dieser API ist, dass sie, glaube ich, zum ersten Mal, seit Twitch damals überhaupt eingeführt wurde, ist sie komplett von Grund auf neu aufgebaut mit dem, was jetzt Twitch ist, im Hinterkopf. Für die, die nicht wissen, was eine API ist, das ist die Schnittstelle zwischen der Seite Twitch und dem, was vielleicht ein Entwickler für zum Beispiel Extensions, aber auch für Chatprogramme wie Chatty oder für Better Twitch TV und so, solche Geschichten kommunizieren kann. Also Chatty zum Beispiel kommuniziert unter anderem über die API mit Twitch und findet daraus, wer gerade einem gefollowt hat, wer einem subscribed hat und solche Geschichten. Das kann man alles aus der API auslesen. Und die wird eben jetzt komplett neu aufgebaut und soll wesentlich schneller sein mit Webhooks und solchen Geschichten. Ich bin kein Programmierer, ich habe da keine Ahnung von. Kann man sich aber angucken. Was ich sehr interessant finde, das ist die Roadmap, die dafür eigens angelegt wurde. Das heißt, alles ist transparent. Und man kann sich jetzt schon angucken auf der Roadmap. Ich kann da gerne auch mal den Link rausposten. Das ist dieser hier. Da kann man sehen, was Twitch tatsächlich geplant hat. Und da stehen schon ein paar interessante Sachen drin. Wie zum Beispiel eben auch, dass Extensions kostenpflichtig sein sollen demnächst. Also manche. Genau. Neue API. Irgendjemand was dazu sagen? Bevor ich weitermache? Nö. Ich freue mich da sehr drauf. Ja, ich hoffe, die kommt auch sehr, sehr bald. Dann sind Bits, genau. Wir haben ja 4 Wochen verpasst, weil wir ja vor 2 Wochen nur über die Gamescom geredet haben. Twitch News Bits sind jetzt seit, ich glaube, 3 Wochen ungefähr, auch in Euro zu bezahlen und zu kaufen. Und auch über die ganz normalen Amazon Payments, wie wenn man bei Amazon was bestellt. Das heißt, man kann jetzt auch über Bankverbindung, also Debitcards, bezahlen. Die ganz normalen Sparkassenkarten oder wie sie auch alle heißen. Das heißt, man muss keine Kreditkarte mehr haben, um Bits zu kaufen. Was ganz cool ist, Bits sind aber trotzdem immer noch sehr teuer, aber immerhin ist das eine Problem mittlerweile ausgemerzt. Also man bezahlt, glaube ich, für, was ist das? 15 Dollar Bitwert bezahlt man, glaube ich, als Deutscher immer noch 20 Euro und ein paar zerquetschte, so ungefähr. Finde ich ganz interessant, ganz Kauf cool. Kauf keine Bits. Nee. Kauf keine Bits, Leute. Das ist viel zu viel in Europa. Die Gebühren sind horrend. Weil jemand in der... Hätte ich noch nie aktiviert. Achso, ja. Weil jemand im Chat gerade gefragt hat, ich arbeite nicht für Twitch, ne? Also ich weiß das jetzt nicht, ob da irgendwas eingeführt wird oder nicht. Ich kann nur das sagen, was angekündigt wird offiziell von Twitch. Juhu. Aber Twitch-App-Panels? Du meinst in der Desktop-Twitch-App wahrscheinlich, weil in der Handy-App sind die ja schon, wenn du rechts swipest. Deswegen, falls du die jetzt meinst. Desktop-App wird ja weiterentwickelt. Das kommt bestimmt bald. Dann gibt es bald einen Twitch-Merch-Store, worauf ich schon seit Ewigkeiten warte. Dass man den Twitch-Merch nicht nur auf irgendwelchen Messen bekommt, wenn man irgendwo Partner ist oder sonstiges, obwohl es dieses Jahr ja schon Shop gab auf der Gamescom mit Twitch, aber die hatten 2 riesige Plakate draußen und den Shop habe ich am längsten gesucht. Der war auch mini, der Shop. Der war riesig, hallo? Ja, hoch, aber klein, so schmal. Und die hatten nur ein T-Shirt, ein Pulli, ein Kissen, eine Tasse und ein Handgelenks.
spannend. Also fand ich jetzt ein bisschen wenig, aber gut, es ist halt Twitch auf der Gamescom. Immerhin ich denke, was. Da kommt noch was. Ich glaube, die mussten auch erstmal schauen, wie sich das überhaupt verkaufen lässt, wie sich das etablieren lassen kann. Ja. Ich denke, es ging schon ganz gut. Ich hoffe. Ja gut, die Cappies waren ausverkauft am Ende, das weiß ich. Genau. Das heißt, es kommt jetzt ein Internet-Shop, wo man Twitch-Merch endlich tatsächlich so als Normalo kaufen kann. Als Normalo, ja. Ja. Ich werde im Strahl kotzen, wenn es da wieder nur XXL gibt. Jedes Jahr zu Weihnachten, wenn wir gefragt werden als Partner, na, was haben wir denn für Größen? Was habt ihr denn noch nicht? Und wow. Seit 4 Jahren, jedes Jahr zu Weihnachten, noch gar nichts. Wow. 5XL und dann klappst du auf. Ach, okay, schade, keine Wunschgröße. Na, dann kriegst du halt kein Merch. Gut. Tschüss. Auf Wiedersehen. Ich habe eine Mütze, habe ich mir jetzt gekauft. Das war's. Ich muss Twitch. Sagen, ich. Bitte. Ich habe Kissen gekauft. Kennst du diese Onesies? Es gibt Twitch Onesies? Nein, aber kennst du Onesies? Mhm. Habe ich mir letztens erklären lassen. So Ganzkörper-Jumpsuits auf jeden Fall. Ich habe letztes Jahr dem AnyNoob-Stream einen zum Geburtstag gemacht und geschenkt und war witzig. Heute hat mich seine Freundin angeschrieben und mir Bilder von ihm geschickt. Also es ist bequem. Als was? Kann man in jeder Größe, achso, ist privat jetzt eigentlich, ne? Aber das ist ein Fitchwanzen. Oh, guck mal! Der ist ein bisschen groß, aber da wird es wahrscheinlich reinpassen. So. Darf ich noch das Logo hinten drauf drücken lassen? Also es war halt privat, ne? Ich habe auch nichts dafür genommen. Es war halt ein Geburtstagsgeschenk und war abgeklärt, aber kann man auf jeden Fall, lässt sich einrichten. Sowas könnte man machen, so in jeder Größe. Man braucht halt nur lila Stoff. Mhm. Ein Onesie, wenn du möchtest. Könnte den auch endlich mal zu meinem Geschenk kriegen. Ich bin Partner. Ich habe nicht mal Beutel. Zu Weihnachten die ganzen Bilder auf Twitter, das reißt mir immer das Herz raus. Aber ja? du hast eine Cappy, oder? Hast du eine Cappy? Die habe ich mir gekauft, ja. Ja, guck mal, das ist doch alles, was du brauchst. Das ist ja, natürlich. Eigentlich. Natürlich, aber zu Weihnachten kannst du dir dieses Gefühl vorstellen, wenn deine ganze Twitter-Timeline so, danke, Twitch. Könnt ihr deinen eigenen Onesie vorbeischicken. Yay, und du sitzt zu deiner Weihnachtszeit wieder da und alles bitte. Größe. Ich weiß nicht, ob Zeltverleiher die Dinger in Violett haben. Ja, das weiß ich auch nicht, aber scheinbar nicht. Und Twitch ist ein amerikanisches Unternehmen, das müsst ihr euch mal überlegen. Das müsst ihr euch mal überlegen. Und das verstehe ich bis heute nicht, wie ein amerikanisches Unternehmen XXL rausgeht. Und das habe ich mit und das Schlimme daran ist, das habe ich mit jeder Firma, mit der ich arbeite. Die fragen dich nach deiner Größe 5XL und dann kriegst du immer XXL. Und dann stehst du da und sagst dir so, kann ich doch einfach bitte nur mal Merch von euch haben? Ich arbeite doch, ich möchte das für euch tragen. Kann ich Merch haben? Kriegt ihr das vielleicht hin, T-Shirt zu machen, bitte? Nein. Okay. Aber nicht. Ist nicht gerade USA, ist nicht irgendwie so ein Drittel des ganzen Landes oder zumindest ein Viertel übergewichtig? Ja, laut deswegen, Statistik? Deswegen verstehe ich das ja nicht. Deswegen verstehe ich das nicht. Du kriegst in Deutschland, kannst du das vergessen. Geil. Mhm. Der Link. Das ist das Einzige, was ich kritisieren möchte. Gibt es jetzt wirklich Onesies? Es gibt halt wirklich Onesies, oder wie? Geil. Ich habe ein Patent da drauf, ist euch bewusst, ja? Wow, geil. Nein. Wie geil. Übergewichtig nach welchem Standard denn BMI? Das weiß ich nicht. Wir hatten das im Studium. Die hatten uns so eine Map gezeichnet. Da waren halt wirklich irgendwie so ein Viertel der Amerikaner waren übergewichtig. Ich dachte mir auch so, ja, okay. Wann war das denn? Guck mal, ob ich die Rolle. Ich brauche ein Onesie. Also, falls ihr da draußen irgendwie einen Merchladen habt und ihr wollt richtig durch die Decke gehen, kauft Sachen für Dicke. Kauft Sachen für Dicke. Und ich meine das todernst. Ihr schließt damit einen riesigen Markt ab. Einen sehr umfangreichen Markt. Also kaufen Please. Oder verkaufen? Verkaufen. Ich meine das wirklich ernst. Ich kriege echt das Kotzen. Auch bei meinen ganzen Freunden kann ich kein Merch kaufen. Ich will einfach nur Merch von den Leuten tragen. Ich kann mir welche von Steak kaufen. 500 T-Shirts. Da war ich schon 4.
Brauche ich nicht noch mehr? Doch, 496. Digga. Bei Sali könnte ich mir noch Merch kaufen. Ja, auch. Bei dir kann man das auch machen. Nennt man das dann Umstandsmerch? Ja, natürlich, ist ja riesig. Ja. Wir können darüber Witze machen. Also hier kann sich noch einer mit reinsetzen, aber ich trage das halt gerne so groß. Also. Oh Gott, ich habe noch ein Bild, wo ich deinen Pulli anhab. Ja, eben. Das ist super. Habe ich das noch auf dem Handy? Oder also ich hab's noch auf dem Handy. Ja, dann du kannst das ja. Ich habe das noch auf dem Handy. Da habe ich einen Pulli von Dizzy angezogen. Diesen Ironman-Pulli. Das war schon länger her. War letztes Jahr, glaube ich, wo du hier warst. Das sah gut aus. Habe ich, hat gepasst wie angegossen. Aber dafür habe ich alle Mützen. Dafür habe ich schon von allen Mützen. Das hat nicht jeder. So. Hast du noch was, Levy? Ja, die wichtigste. Die allerwichtigste, die komplett untergegangen ist auf ganz Twitch. Und niemand noch bis jetzt davon gehört hat. Davon hat man nichts gehört. Gar nichts hat man davon gehört. Ich warte schon die ganze Zeit, endlich diesen Geheimtipp hier rauszulassen. Ja. Ich kann mich schon kaum auf dem Stuhl halten. Erzähl mal. Vor Vorfreude, es endlich allen zu erzählen, dass man jetzt 50% sparen kann bei allen neuen Subs. Was? Wie? Alle neuen Subs von vorgestern an bis zum 2. Oktober kriegen jetzt 50% oder müssen 50% weniger für bezahlen. Egal, ob 5 Euro, 10 Euro oder 25 Euro Subs, kostet alles 50% weniger. Wow! Ihr habt es bestimmt noch nicht in Titeln und über Twitch-Streams gelesen oder unter Twitch-Streams, weil es kaum jemand erwähnt. Das weiß, glaube ich, auch noch kaum jemand. Wie nennt sich denn das? September nennt sich wie das. Wie nennt sich das? Sag's nochmal. Und wenn du jetzt bestellst, bekommst du einen zweiten Sub. Zum gleichen Preis. September. Weißt du, was noch viel krasser ist? Falls dein Sub bei dem Typen ausgelaufen ist und das Jubiläum geht nicht weiter, dann kannst du auch resubben und das kostet nur die Hälfte. Also falls irgendjemand hier bei mir beispielsweise schon seit längerer Zeit, so 2-3 Monate nicht gesubbt hat, könnt ihr das jetzt für die Hälfte machen. Zum Beispiel Filmmann Live, der jetzt gerade in diesem Moment angerufen krass! Hat. Und Filmmann hat noch gesubbt. Nie subscribed. Ja. Wieso hat mir das noch niemand gesagt, Baubu? Ja, also 32 Tage lang kein Sub gewesen, dann kannst du auch nochmal für den Halb. Das ist Wahnsinn. Wie nennt sich das nochmal? September. Oh, wow. Ich wollte eigentlich vorher so aufnehmen und dann nur noch meinen Mund dazu bewegen, hatte ich überlegt, aber ich habe es sein gelassen. Davon habe ich noch nie gehört. Nein, wer hast du wie nicht auch? 50% Stick auf Twitter? Also ich habe letztens das erste Mal von dir gehört. Und so. Von mir? 50% Stick. 50% Stick. 100%. Wow. Andere Sachen. Ich bin ja völlig begeistert. Und ich habe mich immer gewundert, warum so viele Leute subscribiert haben die letzten paar Tage. Und ich dachte, was? Die mögen mich. Nee. Nein. Die finden dich einfach nur... Aber gleich beide synchron. Nein. Die empfinden dich halt nur halb für das halbe Geld wert, dich zu subben. Also... Wenn ihr Streamer habt, wo ihr schon immer gedacht habt, boah, der ist mir keine 5 Euro wert. 2,50 Euro. 2,50. Und dafür kriegt ihr eine ganze Handvoll Emotes, also. 2,50. Krass. Da müsst ihr euch nur die halbe Scheiße reintun. Wow. So krass. Mensch, heute gibt's aber Feuer in meine Richtung. Finde ich gut. Gefällt mir. Finde ich gut. Was hast du denn erwartet? Das ist echt großartig. Also diesen September, das muss ich mir genauer anschauen. Sicher eine gute Möglichkeit, vielleicht mehr Emotes freizuschalten und so. Zum Beispiel. Oder man sollte einfach auf jeden Fall als Streamer Sellout machen diesen Monat. Ich kann es nicht mehr sehen, ne? Nicht? Ich weiß nicht, ob das nur mir so geht, aber ich kann es nicht mehr sehen. Ja, Dizzy, nicht bei allen reichen halt 2-3 Stunden Sellout im Monat. Genug einzunehmen. Manche müssen einen ganzen Monat Sellout betreiben. Was hast du jetzt? Redest du gerade mit mir? Dabei redet von sich selber. Keine Sorge. Ich wollte gerade sagen, Alter, wann ist denn bei mir mal Sellout, außer wenn ich Internet-Werbung mache? Also, jedes Mal, wenn du deinen Becher nimmst und daraus trinkst. Ja, da ist Internet drauf. Na und? Den habe ich übrigens nicht da. Ja, das ist wenigstens noch...
Okay. Ist ja auch September. Jetzt brauchen sie nicht mehr. Liebes Thema, schämt euch nicht dafür. Nee. Wenn ihr jetzt gerade beim September so richtig reinhaut, weil noch günstiger wird es nicht möglich sein. Nee, Punkte jetzt müsst ihr richtig Feuer geben, ja. Jungs. Weil das geht den Rest des Jahres nicht. Jetzt ist Aktion, Sommerschlussverkauf. Stürzt ihr auf mich da. Schmeißt euer Geld raus. Ihr seid gerade aus der Türkei zurück. Let's go. Kleppi, genau, wie lange jetzt, geht denn nicht das? Zu Weihnachten, Ende des Sommers, Sommerschlussverkauf. Jetzt wird eingekauft. Richtig Fan. Und los geht's. Hast du schon mal überlegt, so auf der Kirmes so ein Marktschreier irgendwie? Nee, auf der Kirmes so dieser. Und jetzt geht's los. Da hast du bestimmt richtig Spaß dran. Wer will noch mehr? Wer hat noch? Nicht. Ja, okay. Ihr beiden so. Zusammen in einer Kabine den ganzen Tag. Ich hätte Angst. Ich würde das gerne machen. Manchmal habe ich so Momente. Auf dem Markt würde ich gerne Fisch verkaufen. Ne? Ich komme aber aus dem Norden. Ja, Mann. Aber wie die Hemmschwelle auch fällt momentan auf Twitch, ne? Das ist unfassbar. Also, auf allen Seiten, nicht nur mit, also ich möchte es gar nicht ansprechen, aber die Moral verfällt. Ist wirklich so. War das nicht, ich habe letztens Donation Calls drin gehabt. Für was? Für eine 1,2 Millionen Euro Villa. Dann geht's ja noch. Ja. Ich dachte, das wäre jetzt irgendwie ein Urlaub gewesen oder so. Nee, aber jetzt mal Butter bei den Fischen, ne? Ihr da draußen, also jetzt wirklich alle, fühlt euch nicht schlecht. Nein. Das ist, auf dem Kiez, wenn Leute anschaffen, gibt's auch eine, die immer ein bisschen mehr macht, so. Und so müsst ihr euch das vorstellen. Auf dem Kiez gibt's immer eine, die ist doller als ihr. Ihr müsst, ja, aber ihr meistens dürft nur auch, weil die es nicht so sehr drauf hat. Die muss das halt mit mehr Arbeit kompensieren. Ganz genau. Ihr müsst so eure Kiezgrenze müsst ihr finden. Wie stark tanzt ihr an der Stange? Oder wie tief wollt ihr euch bücken? Wie tief? Oder wollt ihr noch näher an die Stange? Und dann ist die Frage, wollt ihr von der Bühne runter und an die nächste Stange ran? So. Und das, die Grenzen müsst ihr für euch abstecken und dann let's go. Das ist, Leute wollen das. Anders wollen Leute nicht. Das ist Bespaßung, wisst ihr? Das ist so. Ich nenne das immer gerne, ihr müsst mit Leuten so ein bisschen tanzen und per se die so ein bisschen mit denen rumflirten, weil sonst habt keiner so. Das ist tatsächlich so. Ich hab Lieblingsstreamer. Vax Skeletor zum Beispiel. Von Winesauce. Das sind ein paar Jungs, die betreiben tatsächlich nicht, also vor allem Vax Skeletor, der betreibt nicht eine Sekunde Sellout in seinem Stream. Er redet nicht über Subs, er dankt keinen Subs, er hat keine Alerts, dass er Subs dankt. Er hat die Funktion da, er hat Emotes, er redet nie über die Emotes. Nichts. Er setzt sich einfach nur hin, spielt sein Spiel ohne Cam, ist lustig, hat 2.000, 3.000 Viewer pro Stream und fertig. Und wenn du in seinen Chat guckst, kaum Subs. Es gehen kaum Subs von Leuten, also du siehst kaum diese Sub-Badges, weil er einfach kein Sellout betreibt. Es ist einfach tatsächlich so, wenn du ein bisschen drüber redest und immer mal wieder was einschmeißt, haben die Leute halt eher, als wenn du gar nichts machst. Und ja. Bleibt halt im Gedächtnis, wird immer wieder aktiviert. Yeah. Ja. Man kann es natürlich auch übertreiben. 50% Sticks zum Beispiel. So. Zum Beispiel. Aber so ein bisschen hier und da. Ich glaube, dafür braucht man sich nicht zu schämen. Du hast noch nicht erwähnt, wie lange das läuft. Doch, bis zum 2. Oktober. Und du hast noch nicht erwähnt, für wen das alles ist. Für alle, die neu sind. Nein, auch für Affiliatees. Ach so, ja, sicher für Affiliatees. Warum soll ich das denn erwähnen? Dann nehmen die Affiliates mir meine Subs weg. Das kann man noch sagen. Ach, es ist für Partner und für... Ja, musst du halt mehr Milch mit Honig trinken. Wie viel kostet das nochmal? 3,50 €. Fuck, jetzt habe ich selber mitgemacht. Siehst du? Umso länger du darüber redest, umso schlimmer wird es. Ja. Das waren die Twitch-News. Ich meine natürlich die Twitch-News. Ah, okay, jetzt so. Ich wundere mich schon, warum keiner hier in die Abmoderation geht. Ja, das war... Wie lang? Bis zum 2. Oktober. 2. Oktober. Das heißt, wenn ihr am 1. Oktober euer Monatsgehalt bekommt, könnt ihr das gleich komplett auf den Kopf hauen. Bei Twitch. Für neue Subs.
unter anderem. Könnt auch Bits in Euro jetzt kaufen. Können wir bitte, ohne Scheiß, Leute, jetzt mal Butter bei den Fische, können wir das für heute einfach kurz mal weglegen? Den Sellout, danke. Wirklich jetzt. Also, ich meine, wir haben das jetzt eine Viertelstunde gemacht, so. Ich bin überfordert. Welchen Sellout? Ich steige jetzt gerade erst ein, ja. Achso, Jana, wenn, Leslie, du bist Gast, wenn bei dir jetzt losgeht, dann Luzi. Lass krachen okay, jetzt. Okay, dann müssen wir das zusammenfassen. Unsere Gäste dürfen das sehr gerne tun. Also, weiter. Ich sitze dann und warte. Leslie, möchtest du kurz, was kriegt man bei dir, wenn man Sub? Kriegt man Fotos für einen 25er Sub? Nee, gar nichts kriegt man. Das ist richtig langweilig. Emotes. Wow, das ist... Achso, ich muss das... Okay. 18 fucking Emotes könnt ihr kriegen und zum Beispiel einen Fisch, zwei Fische zum Preis von 50% des normalen Preises. Jetzt ist jeder verwirrt. Leslie, du bist als Mädchen heute gekommen, du verlässt diese Sendung als Frau. Du bist nun gestählert für die Twitch-Welt. Du bist jetzt reif für die Stange, let's go, Baby. Na, so wollte ich das jetzt nicht sagen. Entschuldigung. 50% einer Stange oder doch 100? Nee, das sind 50. Jetzt gerade ist es 50% auf Stange. Oh mein Gott. Es tut mir leid, ich konnte da nicht mehr raus. Ich wollte ihn durchziehen. Leslie, ich meinte es nicht böse. Du weißt, was ich meine. Entschuldigung. Okay, zieh durch. Ist okay. Wir haben halt schon über eine Menge Stoff geredet. Zieh durch. Auf dem holländischen Stoffmarkt. Tatsächlich. Nee, das Witzigste ist ja wirklich, also um nochmal zum Thema Cosplay ganz kurz rüber zu schwappen, die heißen halt wirklich so holländische Stoffmärkte und das sind halt auch Holländer, die Stoffe verkaufen, das ist ja so witzig. Das ist in Deutschland, also es gibt wirklich sehr viele in Deutschland und da, das ist Meterware, es geht nicht um Kilogramm. Ich weiß, Meterware. Du nicht mehr dahin. Ja. Meterware, ja. Meterware. Ich habe dieses Jahr, ich war in Berlin, ja, ich war in Berlin auf einem Stoffmarkt und es stand halt tatsächlich einer, der sah 1:1 aus wie Heisenberg aus Breaking Bad. Er stand halt vor diesem holländischen Stoffmarktschild und guckte sich da so ein paar Sachen an und ich dachte, ich kann gar nicht mehr. Das sah so witzig aus. Der sah 1:1 so aus. Glatze, die Lederjacke, der Bart, ey, ich konnte nicht mehr. So gut. Ja, okay. Anekdote, Ende. Da regnet Subs für dich. Hast alles richtig gemacht. Ich habe diesmal gar nichts gemacht. Das, das Ding ist halt, ich mache ja eigentlich auch nie Sellout. Ja, warum sind das hier nur so wenig Subs? Guck mal, es ist nur einer pro Chatleiste. Ich gucke einmal in den Chat und dann sehe ich da nur so einmal just subscribed, anstatt dass das hier immer so runterregnet oder runterläuft. Man sieht ja immer noch viel mehr Chat-Interaktion, als dass ein Subscriber hier. Das ist bei dir anders immer, ne? Leider auch nicht. Nein. Leider auch nicht. Ich werde gerade warm. Oh Mann, ey, also ich will nichts sagen, aber heute ist wirklich schon, der Tag ist sehr witzig. Es ist anders als sonst, muss ich sagen, aber es ist sehr witzig. Leider auch nicht. Schade. Ja, aber wer hat das schon? Ich meine, da gibt es so Deppen, die setzen sich vor einen Kamin und lassen das zu Weihnachten laufen und machen dabei 100 Subs, also... Ohne dabei zu reden? Kamin. Ja, ohne dabei zu reden und nur Tee trinken. Los. Danke, Frettchen. Guter Mann. Bedankst du dich jetzt? Cool. Nice. Gut. Wir können ja noch Submode anmachen, damit das jetzt richtig reinknallt, aber das ist geht leider gegen meine Grundsätze. Das können wir nicht tun. Nein. Oh Gott. Schön. Dann haben wir ja jetzt. Guck mal hier. So, ich muss mich jetzt auch bedanken für meine Subs, die bei dir gesubbt haben. Also es sind ja nicht mal, ich kenne sie nicht mal, aber ich habe das gerade gebaitet. Ich sehe mich als Verantwortliche. So. Wow. So. Ich wusste gar nicht, dass das so einfach ist. Also ich meine, ich habe ja jetzt schon 4 Jahre auf Twitch verbracht. Ich habe jetzt mehr Subscriber gemacht, als ich in der ganzen Woche mache. Klar. Wow. Vielleicht sollte ich aufhören, Gaming-Content zu machen? Ja, läuft. Achso, nee, den gibt es ja sowieso bei mir nicht. Ja. Heute ist viel gestorben. In uns allen. Ja.
Knacke TV, willkommen. Und ich denke, du hast keine Ahnung, wie das funktioniert, Leslie. Danke, Hafak. Vielen Dank, willkommen. So einfach ist das. Danke, Ermi. Willkommen. Wisst ihr, was das Schöne an der ganzen Sache ist, was man regelmäßig machen sollte? Hm? Ich zum Beispiel. Lionrex, willkommen bei Dizzy. Danke, Olli, für deinen Subscribe. Du hast jetzt keine Chance mehr, Dizzy. Tut mir leid. Freu dich einfach. Also jetzt mal wirklich unter uns. Wenn ich selber Sellout mache und mir richtig ein, wenn ich mir Mühe gebe, ne? Da passiert ja gar nichts. Die Leute sitzen da, ja, genau. Und dann haust du hier so einen läppischen Spruch zwischen Tür und Angel. Ja, hier stehen ja weniger Subscriber drin, als als Chat noch Zeilen ist. Und auf einmal... Ey, dann brauche ich kein Sellout in meinem Stream machen. Dann rufe ich einfach... Leslie, kann ich deine Telefonnummer haben? Und dann rufe ich dich einfach oder sag bei WhatsApp so an und dann halte ich dich rein. Konferenzschaltung, du machst jetzt mein Sellout. Du bist jetzt meine Sellout. Ja, und ich bedanke mich nur für die... Oh mein Gott, was geht hier ab? Mein Gott, Matty83, willkommen in der coolsten Community auf Twitch, Ryumyu, Gaming, Designs, alles Gute, hast alles richtig gemacht heute. Und Lesu1987, auch dir, vielen, vielen Dank. Bester Mann. Okay, können wir das bitte nicht im Plankenschnack machen? Ich möchte nicht, dass der Plankenschnack wirklich jetzt zu so einem Ding Ach so, das tut mir leid, ich bin das erste Mal hier. Nee, ist alles okay, Spur. War schön. Ja. Es ehrt mich und freut mich, aber ich habe dabei ein schlechtes Gefühl. Du hast ein schlechtes Gefühl? Das wäre ja so, hätten wir auf der Twitch-Bühne beim Mario Kart zusammen spielen, Sellout für dein Channel gemacht. Oh. Ja, das fühlt sich komisch an, oder? Ja, danke. Ja. Habt ihr nicht? Habt ihr nicht? Sellout ab. Mann. Okay. Okay. Ich kann, das ist... Darf ich nichts sagen? Das ist richtig gemein. Dankeschön. Dankeschön. Das war schon sogar ein Resub. Der hat den vollen Preis bezahlt. Folge. Vielen Dank, du hast jetzt ein Baby mit Dizzy. Hast du gerade die Biber-Ding gemacht? Nein. Hast du gerade dieses... Nein, sie hat... Nack ein bisschen Borke. Alles gut. Okay, wir beenden jetzt dieses Thema. So, ich gibt's noch Fragen irgendwo? Weil zurzeit kann man den Chat nicht lesen. Da stehen mehr Subs als Chat drin. Ja, okay. Den Biber hab ich übrigens gemacht. Also den Mocker. Kannst du den nochmal machen, das wäre schön. Dankeschön, Leute. Also jetzt wirklich. Vielen Dank. Danke. Ich bedanke mich dann nächstes Mal. Und danke, Leslie. Nee. Danke. Danke fürs hier sein. War schön. Ist schön. Haben wir noch irgendwas in der Runde, worüber wir reden wollen? Weil wir haben, die Themen haben wir alle durchgerattert. Wir hätten noch irgendwie eine halbe Stunde. Was haben wir? Tacho. Naja, so eine halbe Stunde, falls noch irgendwas ist. Könnte man ja locker nochmal Schlägerchen machen. So. Wo sieht man dich als nächstes, Leslie? Das habe ich heute noch gar nicht gefragt. Frankfurter Buchmesse. Wann ist die? 13. bis 15. Oktober, beziehungsweise am 14. und 15. Aber bis dahin kriege ich Roadhog nicht fertig. Nächstes Jahr Gamescom. Mach ich dir vorher. Dreamhack. Da kriege ich leider keinen Overwatch-Cosplay hin. Ich könnte einen Diva-Anzug anziehen. Voll, okay. Ich will mich nicht über... ich habe mich dran gewöhnt. Das zählt für mich, habe ich gehört, heute auch dazu. Okay, Gamescom, wollen wir nächstes Jahr Gamescom anpeilen, dass wir ungefähr beide auf demselben Ding sind? Ich meine das jetzt wirklich ernst, Leslie. Oh Gott, ja, ich muss mal schauen. Ich habe noch andere. Ja, könnte klappen. Wow, wie sie mich eiskalt abblitzen. Ne? Nein, ich muss nur wirklich schauen, weil ich halt wirklich, Uni geht halt vor. Ja, und ich habe da schon ein, zwei andere Pläne. Können das probieren. Oder möchtest du Roadhog machen, ich mach Diva? Ich meine, stand auch schon wieder die Sache. Nee. Nicht? Wir hatten auch schon so eine Annie Tilbers-Diskussion letztes Mal. Ich bin dauernd zwischen Annie und Tilbers hin und her und wusste nicht mal am Ende, was ich mache. War sehr verwirrend. Also Tilbers, ne, zur Not geht das natürlich auch immer. Schönes Cosplay. Nee. Das ist so wie Diva, die ist auch ohne ihren Roboter nicht komplett. Weißt du?
Ja, das stimmt. Aber das wäre zum Beispiel, man könnte doch super viele Pärchen-Cosplays machen, oder nicht? Klar. Sagen wir mal, wenn du jetzt, ich habe ja eine kleine süße Freundin und ich könnte dazu nehmen immer so diese Roadhog oder diesen dicken Bären von Annie oder so. Da gibt es doch super viele Sachen, oder? Oh, bei Tekken könntest du der Panda sein und sie ist Xayun? Xaxian? Ah, ja. Gibt's sowas auch? Pärchen-Cosplay? Ja, natürlich. Natürlich. Auch gerade hier. Little Sister. Also eigentlich alles. So theoretisch, Big ja. Daddy? Also zum Beispiel hier. Nee, ja, guck mal hier. League of Legends. Mein Klassiker heute. Xayah im Hintergrund. Als die rauskam, die ist ja mit Rakan zusammen released worden. Das sind also zwei League of Legends-Charaktere, die halt auch wirklich ein Pärchen sind. Die man auch zusammen auf der Botlane spielen kann. Größeren Bait kann Riot nicht bringen. Da haben sich auch super viele sofort drauf gestürzt und gesagt, oh, ich mach Xayah, mein Freund ist Rakan. Also das gab es sehr, sehr oft, ja. Doch. Aber das passt ja auch. Warum nicht? Ich habe übrigens Roadhog gesagt, nicht Roadhawk. Vielleicht nuschel ich nur ein bisschen. Roadhawk. Ich muss Overwatch spielen. Ich glaube, ich spiele gleich noch eine Runde Overwatch. Mach das. Was kannst du mir denn für Charaktere empfehlen bei Overwatch? Ich spiele kein Overwatch, ich nur ab und zu mal so. Auch nicht so. Ich würd dir echt nur so Kasper-Cosplays geben. So. Wow. Find da nur einen vom Aussehen her toll. Ja, ich finde Roadhog toll. Ich finde Reaper toll. Ja, Reaper ist cool. Ja, das gefällt mir. Hast du schon mal über 47 nachgedacht, Hitman? Das wäre zum Beispiel ein einfaches Cosplay. Das ist das aber Kleiderschrank-Cosplay. So, meinst du echt? So einfach mal eine weibliche Version von 47 machen? Also richtig dann, aber warte, ich schicke dir mal ein Bild. Ja, bitte. Vielleicht könnte man daraus ja eine weibliche Version zaubern. Weiß ich nicht, wäre nur mal so eine Idee. Jetzt muss ich kurz mal gucken. Haare ab, feels Batman. Nee, das meine ich ja eben, dass man daraus eventuell eine weibliche Version machen kann, irgendwie. Keine Ahnung, wie sehr das im Rahmen der Möglichkeiten wäre. Gibt alles als weibliche Version, ja. So barfrei, einfach nur so ein Top an, so ein halbes. Und dann den Rest lässt du einfach so. Ja. Das wäre dann so von den meisten die weibliche Umsetzung. Nee, tatsächlich, wenn du das mal googelst, Female Version oder sowas. Female okay, Cosplay. Jetzt gucke ich. Hitman, wahrscheinlich gibt es da schon was. Female Cosplay. Stimmt irgendwas, oder? Meistens gibt es irgendwas schon was. Ja, eine Frau und ein Mann und eine Frau zusammen. Aber nein, nur wirklich. So. Da gibt es die geilen Nonnen. So heißen die wirklich. Die wollte ich jetzt auch gerade sagen. Die geilen Nonnen. Die gehen ja zu uns auch. Dann machst du den Hitman. Fertig. Gott, nee, Leslie, das so kann ich nicht rumlaufen. Als geile Nonne? So nimmt mich doch. Nee, da eben. So nimmt mich doch keiner mehr ernst. Wenn ich als geile Nonne rumlaufe auf der Gamescom, dann brauche ich ja für den Weg dann noch länger. Ja. Die Aufmerksamkeit, die du verdienst. Dann nächsten Stream anwerfen und dann siehst du gar keinen Chat mehr. Okay, also das war heute definitiv eins meiner Highlights, ja. Das war definitiv eins meiner Highlights heute, sehr gut. Ach, großartig. Schön. Das cosplay ich übrigens jedes Jahr Weihnachten. Ach so. Okay. Stimmt. Okay. Also ich habe jedes Jahr zu Weihnachten einen Anzug an mit einer roten Krawatte und ein weißes Hemd und bin auch immer poliert auf der Birne und spiele dann Hitman. Aber das ist, wie du schon sagst, das Kleiderschrank-Cosplay. Moment, dachte ich, du meinst die heiße Nonne. Nee. Da möchte ich dich leider enttäuschen, aber vielleicht dieses Jahr. Okay. Schick Bilder. Alter! So Weihnachts-Sellout, die geile Nonne. Zapp mich rein! Debbie, du siehst aber toll aus heute. Mensch. Muss man das Thema wechseln. So richtig gesund und glücklich. Wer jetzt? Ja.
Sally. Okay, können wir jetzt bitte wieder... können wir das jetzt einfach... irgendwie. Ja. 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 Was also, ich habe eine wirklich gute Frage, die euch wahrscheinlich 100 Mal im Chat gestellt wird. Aber worauf freut ihr euch demnächst, was Releases, was an Releases kommt? Weil ich hab absolut den Faden verloren, weil so viel rauskommt. Ja, September ist für mich nichts, aber Oktober ist eine Katastrophe. Mhm. Also Oktober könnte ich jeden Tag wahrscheinlich mit einem neuen Spiel beginnen, weil so viele Spiele im Oktober erscheinen. Und dann sage ich einfach und spiele keins dieser neuen Spiele, die im Oktober kommen und mache das Ganze erst im November. Wow. Wow. Nee, es erscheint alles im Oktober. Wirklich. Worauf hast du am meisten Bock? Ich habe am meisten Bock auf das neue Wolfenstein kommt, das neue Mordor's Schatten erscheint, South Park erscheint, dann Ewigkeiten nicht mehr angeschaut, weil für mich Assassin's Creed tot war, aber jetzt mit dem Ägypten-Setting muss ich spielen. Der macht also, irgendeinen Preis gewonnen dieses Jahr auf der Gamescom. Ich stand neben denen. Oh, weiß nicht mehr was. Also auf Ägypten habe ich halt richtig Bock. Und das ganze andere Zeug auch. Es erscheint alles im Oktober. Man hätte ja auch was auf den September legen können, aber... Oh, Alex. Alex erscheint auch im Oktober. Ja. Nein, aber warum soll was im September großartig erscheinen? Wir stecken alles in den Oktober. Ich freue mich aufs... Ich bin ein bisschen angefressen deshalb, muss ich ganz ehrlich zugeben. Ja, das stimmt. Kackt, das, man hätte das auch was im September. Ab. Einfach aber alles im Oktober. Alles, was mich interessiert für dieses Jahr. Eigentlich sollte Alex und Mordor's Schatten sollten im August erscheinen, aber das haben sie auch auf den Oktober verschoben. Aber es passt auch besser zur kalten Jahreszeit, ne? Ja, so. Aber der September ist schon kühl und der November ist kühl und Dezember Weihnachtsgeschäft. Letztes Jahr war es 30 Grad im September teilweise, tatsächlich. Mhm. Echt? War es noch so warm im September? Ja. Oh, die ganze Woche lang. Ja. Ich weiß. Ich weiß noch, ich war heute vor einem Jahr war ich im Urlaub, die Woche zumindest, und dann kam ich wieder und es war zu Hause auch noch 30 Grad und ich dachte mir so, was habe ich im Urlaub gemacht? Kann ich nicht dran erinnern. Aber mit heute, dieses Jahr denke ich mir, ich würde am liebsten schon die Heizung anmachen, weil es einfach mega kalt ist. Ich freue mich am meisten auf South Park und auf Cuphead im Oktober. Die beiden, das sind die zwei Spiele. Der Rest, danach erst Monster Hunter. Ich kann gar nicht irgendwann sagen, auf was ich mich da am meisten freue. Am meisten freue ich mich auf... Sorry. Ups, da warst du weg. Falscher Knopf. So. Ich freue mich auf Ni No Kuni, aber das haben sie von November verschoben auf Januar. Ja. Ni No Kuni 2. Und auch schon. Also Mordor's Schatten, die können mich am Arsch lecken. Warum? Nachdem sie jetzt dieses wundervolle Debakel noch mit ihrem DLC hatten, weil da ist ja jemand an Krebs gestorben. Was? Okay, das habe ich nicht mitbekommen, was? Bei denen ist jemand an Krebs gestorben im Studio, der mitgearbeitet hat an einem Spiel. Und jetzt ist es so, dass es in einem DLC haben sie einen Charakter, einen Ork oder so, nach ihm benannt. Für den gibt es einen extra DLC. Und das ist nur in den Staaten... In den Staaten für Charity, in 50 Staaten, 48, so in dem Dreh. Und auf den Rest der Welt geht das nicht in Charity, sondern ist Verdienst. Das mit Charity haben sie natürlich erst im Nachhinein erzählt. Ja. Nachdem die Leute schon angefangen haben, mal nachzufragen. Es ist ja ganz nett, dass ihr einen Charakter nach eurem verstorbenen Mitarbeiter modelt und so weiter. Aber für 5 € noch dazu extra kaufbar. Das ist irgendwie komisch, Warner Brothers. Und dann haben... Ah, nee, ist für Charity. Ja. Aber nicht auf der ganzen Welt, sondern nur in 50 Staaten. Ja, das Model muss sich ja doch irgendwie noch refinanzieren anscheinend. Ja, ich bezweifle, dass die da so viel Geld mit einnehmen in dem Spiel, in dem es in dem Singleplayer-Spiel Microtransactions gibt und man Lootboxen kaufen werden kann. Also ich werde Mordor's Schatten dieses Mal wieder nicht spielen. Nö, weil das unterstütze ich nicht. Damit hat Warner definitiv richtig fett in die Bugs geschossen. Ich wollte es mir anschauen. Aber guck mal hier, Asinius meinte, die haben das wieder revidiert und den gesamten Elisabeth Charity veranschlagt. Ja, die können mal nicht so viel revidieren, wie sie wollen. Man sollte das einmal richtig machen und nicht so...
Definitiv. Das können Sie gerne behalten. Guck mir das dann an und lach nebenbei. Wie das Leute mit Hashtag Sponsor hypen dann so. Hashtag Sponsor, yeah, ultra geiles Spiel. War nicht PUBG auch von der Hälfte der Streamer, die es am Anfang gespielt haben, sponsert? Nee. Ich? Doch, bei PUBG nicht. Am Anfang waren echt so ein paar Große, haben die sich geangelt, das war sponsert und dann zogen richtig viele nach. Gut gemacht. Mit Sicherheit haben die das gemacht. Davon habe ich noch nichts. Also ich weiß, dass sie Partner hatten schon immer, aber gesponsertes Gameplay habe ich von ja, da noch nichts gehört. Ja, aber Partner ansonsten, ja, wenn sie einfach sagen, boah, das ist geil, so, und wir spielen das jetzt. Ist egal. Ich ärgere mich über dieses PUBG-Turnier auf der Gamescom. Das war man so auf der Gamescom nicht sehen konnte. Das war so eine absolute Witzveranstaltung. Nur weil du keine 1070 oder 1080 bekommen hast. 1080 Ti. Ja, 1080 Ti. Was die da gemacht haben, boah. Also ich an deren Stelle, ich würde mich schämen. Ich würde mich in Grund und Boden schämen. Und ich hab noch nicht mal alles gehört. Das war so peinlich. Also ich weiß nicht, an wem das gelegen hat, ob das ESL war oder Bluehole, aber boah. Heidewitzka, da hat mich das geschüttelt. Also nur so dass die Krone oder so die Kirsche vom Eisberg war, dass ein Spiel restartet wurde. Also Mario, Moondai, Lost und Whitey haben gespielt und dann ist frühzeitig jemand gestorben, weil Lost früh eine Waffe gefunden hatte und dann war irgendeiner von den Pro-Gamern hatte dann gesagt, dass seine Maus nicht ging und dann haben sie das ganze Spiel restartet. Okay. Und das war, als ich das gehört habe, habe ich mir dann so gedacht, okay, behaltet mal euer Turnier für euch so. Alter, verwirrt. Da, also das, was man da gehört hat, was da passiert, das war nicht schön, nee. Nee, das war nicht schön. Ständig Soundprobleme, Spiele, das Regelwerk und so. Habe ich dich auf jeden Fall nicht mit Ruhm bekleckert. Stimmt nicht, wenn ihr auf eine Map kommt und keine Häuser sehen könnt. Nutzt den Exploit nicht im Stream. Naja, mein Gott. Dafür haben ganz viele Leute sich Gamescom Lootboxes gekauft. Und das ganze Geld wurde dann in 1080 Ti's gesteckt. Das ist ja nicht mal schlimm. In meinen Augen ist das ja nicht mal schlimm, weil das gut ist. Und die Anreise und so, dass sie bezahlt wurde. Aber was sie da für eine Show wegen der Präsentierung abgeliefert haben, ich meine, das Ding ist halt, ich meine, PlayerUnknown hat immer gesagt, so die Leute sollen diese Turniere, diese E-Sports-Turniere, die bringen einfach nichts, weil das Spiel nicht fertig ist. Und das hast du in diesem Turnier gesehen. Wenn ich mir überlege, wie das abgecaptured wurde und übertragen wurde, dass Leute auf ihren PC streamen mussten, damit sie die Streams abcapturen können, damit sie das übertragen können, wo ich mir denke, ESL, I love you, aber in welchem Universum lebt ihr, dass jemand streamen muss in 780p, 60fps und ihr das von einem Stream abcaptured, um das in euren Livestream zu packen? Als ich das gehört habe und direkt vorm ESL-Booth gesessen habe draußen, musste ich so hart lachen, dass ich fast vom Bordstein runtergefallen bin. In welchem Universum sitzt du auf einem riesen Turnier auf der größten Konsumermesse in der ganzen Welt und machst so einen Quatsch? Und dafür sollst du Lootboxen ausgeben? Für sowas? Für Soundprobleme? Für ein Regelwerk, was sich gegenseitig aus 720p neben 87, Entschuldigung, wo ein Regelwerk drin ist, wo sich Regeln beißen? Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich das gehört habe. Wie kann man das übertragen? Nee. Sorry, aber das ist definitiv ganz, ganz viele Respektpunkte, die so in den Keller gehen. Und das war wahrscheinlich noch nicht mal alles, was da schief lief.
Und ich hoffe, dass Blue Hole weiterhin sagt, sie machen diese Turniere nicht. Weil das ist lächerlich. Hart lächerlich. Egal, wer das jetzt von denen war, sowohl Blue Hole als auch ESL, das war so hart lächerlich. Das ist peinlich. Peinlich auf allerhöchster Ebene. Und die Leute sitzen im Internet und kriegen das gar nicht mit und feiern das richtig hart so. Da gucken 400.000 Leute zu. Ja, da gucken 400.000 Leute zu. Für sowas. Und auf der Gamescom konntest du das nicht mal sehen. Nirgendwo. Da konntest du auf der Gamescom, da sind Leute extra hingefahren und die konnten das nicht sehen, weil das nicht öffentlich stattgefunden hat, sondern in irgendwelchen Räumen. Leute sind dafür hingefahren, für das PUBG Invitational. Also war das vorher gar nicht da, dass es gar nicht öffentlich sein wird, oder? Nee. Es war ein PUBG Invitational auf der Gamescom. Das war's. Und man konnte nichts davon sehen. Oh, nix. Du konntest den Livestream angucken. Ich habe es noch nie gespielt, deswegen höre ich das gerade das erste Mal. Und da waren Leute nämlich extra dafür da. Und das ist halt mega enttäuschend. Das war ein absoluter Flop. Absolut. Ich mach mir übrigens gleich in die Hose. Also. Oh, okay. War denn noch irgendwas? Nö. Okay. Nö. Stream der Woche. Stream der Woche haben wir noch, genau. Wer möchte anfangen? Macht Daniel mal. Schon lange nichts mehr gesagt? Ich renn mal eben. Okay, bis gleich. Ich bin dran. Ich hab die liebe Sam, Nerdshit. Nerdshit macht, was macht sie? Sie ist Illustratorin. Sie spielt gerade Witcher. Echt? Streamt sie gerade? Oh. Sie ist sehr kreativ. Sie spielt Witcher, sie spielt Splatoon. Sie ist eine wundervolle Person. Ich mag sie sehr gerne. Ich versumpfe bei ihr oft morgens, wenn ich mich fertig mache für meinen Stream und sie streamt morgens, habe ich sie laufen und meistens, wenn ich sie laufen habe, komme ich 5 Minuten zu spät zu meinem Stream. Also, das soll schon mal was heißen. Ich bin wirklich sehr, sehr gerne bei ihr. Eine absolute Empfehlung von mir. Schaut mal bei der Sam rein, lasst da mal ein Follow. Sie malt ganz gerne mit Aquarell, malt sie Postkarten. Oh. Und letztens hat sie mit Stofffarben hat sie schon gemalt. Also ich liebe es, wenn sie kreativ ist in ihren Streams. Sie ist wirklich ganz wunderbar. Das war ein Selfie, den ich verpasst habe bei Gamescom. Mit Sam? Mhm. Das ist schade. Ja. Ich glaube, ich habe auch ein Selfie mit Sam gemacht. Sam ist auch sehr engagiert. Also die ist auch viel unterwegs, die schreibt und. Ich glaube, Sam macht einfach alles. Sehr witzig. Wundervoll. Bei Sam reinschauen. Freut sich. Da packe ich auch meinen Daumen drauf. Bei Sam. Ja, sicher. Ach so. Klar, Moment. Achso, ich habe Tim. Natürlich habe ich Tim. Sandcool TV hat momentan mein Lieblings-Emote. Den. Hat er. Sandcool FIR. Sand FIR. So. Cooler Typ. Habe ich auf der Gamescom kennengelernt. Wollte ich eigentlich vor 2 Wochen schon als Streamer der Woche erklären. Aber da hatten wir ja noch keine gemacht. Also hole ich das dieses Mal nach. Ich kann Tim nur empfehlen, er spielt immer morgens, fängt er an um, ich glaube, 6, streamt ein paar Stündchen und am Wochenende dann auch abends. Spielt sehr viel PUBG, hat aber auch diverse andere Spiele. Kann ich nur empfehlen, da mal reinzuschauen, weil der Typ ist auf jeden Fall metal as fuck. Daumen hoch. Ich mag Tim auch. Und seine Freundin / Frau? Auch nett. Und cool. Ja. Sand cool. Wow. Null. Also ich kenne ihn auch schon ewig. Tim ist super. Wer kommt jetzt? Ich? Immer der fragt. Ja, Chat, ich habe das vorhin schon mal angemerkt. Irgendwie
bin ich nie in Deutschland unterwegs und irgendwie habe ich auch nie kleine Streamer. Wobei ich das auch sehr gerne tun würde, weil im Plankenschnack sehe ich immer so aus, als wenn ich nicht danach gucke. Aber wenn ich streame, dann danach ist keiner mehr da, so zum Gucken. Deswegen habe ich mal wieder so einen Typen, der schon aus allen Nähten platzt mit Subscribern und Views bei YouTube, und zwar Unbox Therapy. Warum? Weil ich den Typen einfach mega cool finde. Das ist ein gestandener Typ, der einfach Sachen auspackt, der unboxt nur Sachen nonstop, hört unfassbar gute Musik, ist super locker drauf und dem kaufe ich das noch ab, was der auspackt. So wie er immer sagt, er holt sich irgendwas aus der Lagerhalle, stellt das auf den Tisch und nimmt ein Video auf. Und finde ich saugeil. Finde ich gut, mag ich. Punkt. Also wenn jemand Sachen sehen will, kann sich das bei Unbox Therapy angucken. Und dann haben wir noch Leslie. Ja, okay. Ja, ich wurde gerade gefragt, was ist denn dein Streamer der Woche? Ich war voll überfordert. Ich so, Accident. Erster Name, der mir einfiel. Ja, ich glaube, viele kennen ihn schon. Würde mich wundern, wenn nicht. Nein. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie ich das erste Mal auf IC aufmerksam wurde. Ich weiß es gar nicht mehr. Aber keine Ahnung, immer wenn man reinschaut, ich bin einfach immer nur... wenn ich schlechte Laune habe, schalte ich IC ein und ich weiß, ich habe wieder gute Laune. Der Typ rockt einfach und er gewinnt jedes Dance-Battle. Also wenn ihr denkt, ihr könnt tanzen, tretet gegen IC an. Es steht immer noch Usher. Also IC und ich haben einen Song. Usher, yeah. und wir wollen immer noch dazu twerken. Wir sind durch dich... Okay, das kann sein, Suki. Wir sind leider immer noch nicht dazu gekommen. Wir wollen immer noch gemeinsam twerken, privat. Dürft euch aber auch gerne dazu gesellen, falls wir auf der nächsten Con mal zusammen irgendwie uns... Nein, lassen wir das. Wie gesagt, schaut mal rein. Super cooler Dude. Super, 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 super korrekt drauf. Also ohne Witz, ich habe ihn das erste Mal gesehen und das klingt jetzt alles irgendwie ein bisschen falsch. Nein, wie gesagt, Icy kann ich nur empfehlen. Herzensguter Mensch. Schaut rein. Ich habe mit Icy schon getanzt. Ich auch. Ja, wir auch mehrfach. So halb auf der Dreamhack und dann dachten wir uns, okay, wir wollen aber nochmal gemeinsam twerken, ne? Slabby, weißt du noch? Du warst auch dabei, du kennst das Twerk-Versprechen. Ich weiß noch nicht, ob du mitwerken wolltest. Ich glaube nicht. Nein, ich habe euch nur aus der Ferne beobachtet, wie ich mit dem Handy da rumlief und Usher da drauf lief. Und ja, ist geil, oder? Yeah. Okay, ich geh mal ein paar Meter weiter. Ja, genau. Also twerkt mit Icy, wenn ihr ihn seht, twerkt ihn gerne an. Er hat nichts dagegen, passt schon. Ja. Was ja. Dazu? Tipptopp. Nee, Icy hat verschissen. Wow. Icy hat einfach knallhart verschissen und der steht ganz oben auf meiner Abschussliste. So, seit der Gamescom, seitdem wir beim Plankenschnack waren, haben wir gesagt, wir machen einmal so ein richtiges Ding und er zeigt mir auf dem Stream, wie man Sellout betreibt. Und seit 3 Wochen, das ist wie bei der Einladung für einen Plankenschnack. Ich habe IC ungefähr 4-mal eingeladen. Da haben wir jedes Mal abgesagt. Jedes Mal. Und jetzt seit 3 Wochen warte ich darauf, dass er mir einen Termin gibt für sein Sellout-Seminar. Nichts ist passiert. IC denn? Ich war ja auch gerade da. Das muss doch jetzt als Ersatz erstmal reichen, oder? Ich war auch da. Ja, Sally und ich zusammen, Frauenpower. War doch super gerade. Du hast noch IC, ganz im Ernst. Ich finde das gerade diskriminierend. Toll. Wow. Deswegen hat das bei dir auch geklappt, weil du das Seminar gekriegt hast. Aber Icy ist, 3 Wochen nichts passiert, Icy. Also ich weiß nicht, ob du das jemals wieder hinrichten willst oder... Nee. Mit was für billigen Ausreden er jetzt hierher kommt. Ich mach Urlaub. Ey, Maga, du hast keinen Urlaub so. Du hast, wenn du ankündigst, dann musst du liefern so. Und dann ist auch mal Toronto und dann machst du deine 3 Schießbilder und dann setzt du dich abends an den Laptop und dann wird mal Seminar gemacht. Verstehst du? Und das kannst du auch mal deiner Frau so verklickern auf dem Telefon oder von Face to Face, ja? Nee, Icy. Du hast mein Herz gebrochen. Und da kommt das Lied von Elton John gerade, dieses poppige, mir fällt der Text gerade nicht ein. Don't go breaking my heart. Ja, don't go breaking my heart. Du hast mein Herz gebrochen, als du bei ihm warst. Oh Gott. Du hast noch ein Yvonne Katafi-Lied, glaube ich. Noch schlimmer. Dazu kannst du auch mit Icy tanzen. Oh. Hast du gerade den Chat gelesen? Na sicher. Ich habe das nur abgesegnet. Ich wollte das nur nicht laut vorlesen.
Ich warte übrigens auch noch auf Mainz, Icy. Just saying. Siehst du? Und dann fragt Paddy gerade so, warum ich Icy nicht mag, ja? Wir warten hier auf Dinge, die nicht geliefert werden. Dinge. Der delivert einfach nicht. Ja, eben. So. Da muss halt mal was kommen, so. Wenn man Ansagen macht als Seminarleiter, dann muss man da mal ein bisschen abliefern, so. Und wenn jetzt zum Beispiel, hier sehen wir Parallelen, so. Leslie war da, Sali war da. Da ist eindeutig so Präferenz für Frauen da. Ja, und Männer bleiben auf der Strecke. Hier, Slappy, auch gerade, kein Bild, ich nicht, kein Seminar. War auch bei keinem Seminar. So, das Twerk-Seminar, ich war da, als Ascha lief. Ich war da auf der Twitch-Party, Icy, wo warst du? Ich hab Ascha gehört. Also, mich hat er auch schon versetzt, kein Problem. Ja, Icy. Ja. Noch nie versetzt worden. Ha, läuft bei mir. Ja, I see. Gut. Ich bin enttäuscht. Ich auch. Enttäuschte Stille. Wie viele Seminare hattest du denn schon jetzt mal, um Buddha bei die Fische zu machen, Sali? Jedes. Ich habe eine Dauerkarte da. Jedes. Zahl. Okay, ja. Ich glaube, ich kann sagen, genug. Was ist das denn? Eins, zwei? Das weiß ich nicht. Drei? Viele. Okay. Okay. Ich liebe dein Lachen, denn du bist so besser. Hör einfach nicht auf. Lach einfach noch ein bisschen weiter. Nee, kann ich nicht, wenn das so gesagt wird. Schade. So. So, jetzt ist genug hier. Okay. Ja, genug Spaß gehabt. Kommen wir zum Ernst des Tages. Tschüss. Auf Wiedersehen. Oh, wow. Es war wundervoll. Vielen lieben Dank für diesen wunderschönen Schnack. Leslie, danke schön, dass du da warst und auf alle Fragen wunderbar geantwortet hast. Es war mir ein Fest heute. Wirklich. Ja, auch. Danke. Ich fand das ganz großartig. Ich fand es schön, dass ihr alle da wart, dass wir einen Haufen Spaß hatten. Ich wünsche euch einen wundervollen Start in die neue Woche und fertig. Leslie, du hast übrigens das Schlusswort, ne? Ich habe das also, Schlusswort. Also wenn Slappy und ich jetzt dran waren, musst du Tschüss sagen. Du schließt sozusagen den Schnack heute. Oh mein Gott, okay. Also, Entschuldigung, kommt ein bisschen spät, aber ich denke mal, du hast heute, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich mache das schnell, Slappy, dann bist du okay? Ja? Do it. Also es war sehr schön, Leslie, danke. Ich hatte so ein bisschen meine Bedenken, weil wir waren ja zusammen bei Twitch, ne, und da warst du ein bisschen ruhiger und zurückhaltender und heute, das war echt cool. Also danke, dass du wirklich, ich habe sehr gespannt zugehört und das passiert sehr, sehr selten. Also was heißt sehr, sehr selten? Nee, das will ich nicht sagen, aber ich habe wirklich sehr gespannt zugehört, wie das läuft, weil mich das Thema auch so ein bisschen interessiert und es hat auch so sehr Spaß gemacht, es war sehr witzig und schöne Shots, Fräulein, schöne Shots, hat mir sehr gut gefallen. Ja, wir sehen uns wieder und dann komme ich mit der Roadhog Pumpgun und dann gibt es erstmal Handkante. Scheiße. Und Dankeschön an die Regie. Dankeschön an alle Leute, die im Hintergrund arbeiten. Slappy, vielen Dank wieder für die Aufbereitung. Dali, vielen Dank, dass du wieder wild in deinen Kommuniqués startest und vielen Dank, dass ihr da wart. HDGDL, Love You Long Times, Leute. Vielen Dank für den 49. und wir sehen uns zum 50. in 2 Wochen. Punkt-Champ-Champ! Können wir einmal Punkt-Champ sehen? 50 Folgen Plankenschnack. 50. Ja, 5%. Jede zweite Woche sitzen wir hier. Hast du 2 Jahre? 50%. Das ist ein KK. Stimmt, das läuft dann auch noch, ne? 50, die 50% Jubiläumsfolge. Ja. 50%, ja. Jetzt habt ihr schon einen Titel. Ja, im Gegensatz zu Dizzy hatte ich keine Bedenken, denn ich weiß bereits, wie gut die Leslie vor allem darin ist, Burgerläden zu finden. Aber auch, wie redegewandt sie ist. Nee, war schön. Danke, dass du da warst. Hat mich sehr gefreut. Chat, es tut mir leid. Ich weiß, es fällt euch auf, dass ich heute wenig geredet habe. Aber ich stand heute nicht im Mittelpunkt und das ist auch gut so. Wir hatten heute einen Gast, den haben wir ausgefragt, gelöchert. Und ich bin sehr zufrieden mit den Antworten. Darfst gerne wiederkommen, Leslie.
Ansonsten danke an alle im Hintergrund, im Vordergrund, im Nebengrund und im Untergrund, die mir dabei helfen, die Fragen hier sich immer zu überlegen. Habt ein schönes Restwochenende von 2 Minuten und wir sehen uns morgen oder in 2 Wochen zur Jubiläumsfolge. Ja. Tschüss. Sehr gut. Tag bei Leslie. Mir auch, von mir auch. Dankeschön. Dankeschön. Es war wirklich sehr, sehr angenehm, hier zu sein. Vielen Dank für die Einladung und ich wünsche euch noch einen wunderschönen guten Abend, eine wunderschöne gute Nacht und wir sehen uns, ich werde wahrscheinlich als Zuschauer dabei sein, aber wir sehen uns bei der 50%-Folge dann wieder. Nacht. Penetriert die Knöpfe bei Facebook, penetriert die Knöpfe bei Twitch, wenn ihr die wundervollen Gesichter nicht kennt. Zeigt ihnen die Liebe, die ihr heute hier rausgelassen habt. Es hat mich sehr überwältigt. Vergesst das nicht. Liebt eure Content-Creator, liebt euch untereinander, habt euch lieb, sagt euch mal die Meinung. Winke-Time, Screenshot, Foto! Okay, nee, wir gucken ordentlich. Wie ordentlich? Guck du mal ordentlich. Du kommst mir nie ins Haus. Hass eure Katzen.